Ton läuft, Bild ist top. Dann legen wir los. Feel Good Podcast, ein bisschen spezielle Folge so zum Ende vom Jahr. Ich habe mich festlich anlegen mit einer Weihnachtskappe, weil die Folge kommt ja am 24. raus. Dann habe ich gemerkt, ich habe die Kappe vergessen und es ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, wenn die Folge genau rauskommt. Viel wichtiger ist, das ist ein, wie will man es nennen, Jahresrückblick oder Highlights, Feel Good Highlights des Jahres. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es wird nennen. Aber wenn ihr das jetzt loset oder schaut, dann habt ihr ja schon drauf geklickt. Also hat sich das schon mal bewährt, was auch immer ich dann geschrieben habe. So. Und was wir hier genau machen, gehen mal auf die Kamera für alle Menschen, die zuschauen. Hello. Ich bin im Studio mit dem Christoph. Und ich tue euch so ein bisschen durchbegleiten durch. Ich sage jetzt mal Highlights, ja? Ich sage jetzt mal Highlights von diesem Jahr. Wir machen heute die erste Jahreshälfte und bei der nächsten Folge die zweite Jahreshälfte. Und ich habe festgestellt, auch aufgrund von Feedbacks und so, das kenne ich natürlich, man lost eine Folge mit Gast meistens ja, wenn Gast oder Gästin einem interessiert und sonst zum Teil nicht. Und so eine Folge ist eine perfekte Möglichkeit, um euch ein bisschen die anderen Leute näher zu bringen. Und zwar habe ich und mein Mitarbeiter des Monats, der Luca, wir haben stundenlang Feel Good Podcast durchgelost und geschaut. Wahnsinn. Mit der Zeit denkt man wirklich so, was bin ich eigentlich für ein riesen Trottel? Wenn man sich selber die ganze Zeit hört labern, auf irgendetwas, denkt man so, boah, was hast du dort wieder gesagt? Oh nein, was ist das jetzt wieder gesehen? Aber es hat sich gelohnt, weil viele tolle Sachen rausgesucht, die in den nächsten wahrscheinlich Stunden hier präsentiert werden. Und ich muss dazu sagen, ich habe zuerst überlegt, mache ich jetzt einfach so wirklich Highlights, die ich so im Kopf hatte. Das ist eine der besten Szenen, die man jemals kann in dem Podcast. Und dann habe ich gemerkt, es geht viel mehr darum, das sind nicht Best-of-Sachen im Sinn von, das ist das Geilste, was passiert ist, sondern das sind irgendwie schöne Ausschnitte, wo einem vielleicht auch die andere Person näher bringt oder zum Teil lustig, zum Teil etwas Ernsthaftes, halt so wirklich wie der Podcast auch ist. Das heisst, bitte nicht Gewähr nehmen, sagt man das so, bitte sich nicht darauf beharren, dass das die allerbesten Szenen sind, weil das würde ich auch nicht behaupten, sondern es geht vielmehr darum, es sind ein paar von den besten Szenen. Ja? Das macht eigentlich schon recht viel Sinn. So. Und zuerst habe ich mir auch überlegt, ich nehme auf zu einzelne Folgen und da habe ich gemerkt, das kann ich nicht machen. Nein, sondern von jeder Folge haben wir etwas Kleines. Zum Teil sind es kurze Clips, zum Teil sind es ein bisschen längere Clips. So, dass aber meistens das in sich sollte Sinn machen. Ja? Kommst du bis jetzt raus, Christoph? Alles klar, ja. Sensationell. Super gut erklärt. Ja. Dann bin ich froh. Die Spannung steigt. Absolut. So, und ich habe jetzt auf mein Handy und schaue, was wir eigentlich alles an Folgen hatten. Wird immer wieder mal etwas dazwischen kurz erzählen, vielleicht zu der Folge an sich. Und dann gibt es natürlich den effektiven Clip aus dieser Folge. Und wir haben ja das Jahr sensationell können starten, muss ich sagen. 1. Januar 2021 mit der Katrin Hönecker, wo ich glaube, für alle super gesehen ist, dass man so ein bisschen positiv ins Jahr kann starten. Ja? Weil gerade 2020 ja für alle so grauhaft gesehen ist. Und da braucht man irgendwie eine wohlige Person. Das ist Katrin definitiv. Wir haben sehr, sehr lustig, sehr lang miteinander geschwätzt. Ich habe Katrin zum Beispiel nicht gut kennt und das ist ein sehr, sehr toller Tag geworden. Und eine Szene daraus zeigen wir euch jetzt. Ich habe eben schon auch, es gibt Sachen, die weit zu wichtig sind, als dass ich noch etwas nebenzu machen könnte. Ja. Also Fernsehen schauen kann ich fast nicht mehr ohne das Handy in der Hand haben. Das ist wirklich mega schlimm. Gell? Double Screening. Ja. Aber Podcast ist lustig, sind wir manchmal wie auch fast, manchmal sind sie so intim, dass du wie das Gefühl hast, du hockst jetzt noch das dritte bei dem. Und
dann kann ich zum Beispiel nicht im Zug einfach so darüber lachen und das irgendwie, ich würde nicht, dass der andere, aber Zug ist eh ein mega komischer Ort zum Sachen konsumieren, weil ich will wie nicht, dass die anderen dabei sind. Ja. Und sie sind mega schnell, mega fest dabei. Und wenn du dann ja, Sachen mega lustig findest, also, dann muss ich das wie auch rauslassen können und mega laut lachen. Ich habe mir jetzt gerade empfehlen lassen, von der Binja Silberschmidt, meine Kollegin vom ZVZ und sehr gute Freundin überhaupt, die hat gerade gesagt, du musst unbedingt, und man lacht mega fest, ohne dass man es will, oder ohne dass man überhaupt vielleicht an Orten will lachen, Heselbrugger, Tropical. 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 Ja. Ja. Ihr Special. Ja. Das ist auf Netflix. Genau. Wo ja. Ich aber mir nicht reingezogen habe bis jetzt. Und, aber das ist so ein, etwas, wo ich jetzt zum Beispiel nicht im Zug würde, sondern zuhause würde dann irgendwann für mich... Wegen dem Lachen oder weil Menschen... Also das ist ja nicht schlimm, wenn Menschen sehen, dass du Heselbrugger schaust. Ich kenne es von mir, weißt du, von Sachen, wo ich so das Gefühl habe... Wo du dich selber schaust? Nein, gut, das ist eh noch etwas anderes. Dort muss ich quasi zuerst noch eine Flasche Champagner aufmachen. Wirklich? Nein, im Gegenteil. Ich finde es recht schwierig. Aber es passiert eben zum Teil, dass ich mache recht viel selber. Ich tue irgendwie, weißt du, Flyer auch selber anpassen und irgendwie beim Plakat noch da. Und dann irgendwie, wenn ich lange Zugfahrt habe in Deutschland, dann mache ich halt so Zeugs. Und dann schaffe ich irgendetwas Grafisches und dann merke ich irgendwann, scheiße, das ist ja ein riesen Bild von meinem Schädel und die Leute sehen, ja, wenn ich an meinem Schädel irgendetwas mache. Ja. Und das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen blöd. Ich meine mir, wenn ich etwas wirklich schaue, ich habe gemerkt, so Kampfsportsachen schaue ich nicht mehr im Zug, weil die Leute das Gefühl haben, oh mein Gott, das ist ja... Weil dann also kommt, was für Kampf, so Box? MMA. Box. Ja. Dann merkst du auf einmal wieder, du selber, du schaust auf völlig andere Sachen, du schaust auf Technische, du siehst irgendwie eine gewisse Taktik und so und du vergisst, dass irgendwie zum Beispiel halt einem die Nase blutet, oder? Ja. Aber wenn dann jemand vorbeiläuft, dann sehen die auf so einen blutenden Kopf und irgendwie sind sie so, ja. Und da habe ich gemerkt, Serien zum Teil auch schwierig, weil aus dem Nichts, bei einer Serie, wo du das Gefühl hast, nie im Leben wird es um Sex gehen, aus dem Nichts kommt auf einmal eine Sekunde später die nackteste Sexszene, die du jemals gesehen hast, mega grafisch. Und die nackteste Sexszene. Wirklich, es ist so, in deinem Kopf ist dann so alles 100-mal mehr als sonst. Ja. Es ist so, fuck, es ist eigentlich schon fast ein Porno jetzt gerade. Ja. So in dem Moment. Du bist so, ich bin mir froh, dass du das auch hast, weil das sind schon, also einerseits, ich habe jetzt gerade gedacht, Boxszene, ich fände, das wäre irgendwie noch geil, wenn ich das würde schauen und jemand würde vorbeilaufen, das würde ich wie, das fände ich völlig in Ordnung, wenn das jemand in meine Credibility reinpackt und so wird, genau, das ist schon so mega into Boxkampf. Aber ich habe gerade auch so ein Lingerie, feministisches, irgendetwas Label durchgescrollt, letzte in der Nacht. Yeah. Und das ist ja wie noch etwas anderes, wenn du in der Nacht im Zug das anschaust und nachher dann spiegelt es wie noch so Inception-mässig so an 7 verschiedenen Ecken und überall ist dann das übergewichtige, behaarte Model, wo ich aber mega geil finde und die Lingerie auch und nachher schaut so jemand mir vielleicht zu und dann finde ich wie, pff, oh nein. Ja. Ich kann es absolut nachvollziehen. Und darum habe ich irgendwann hab ich nur noch so Late-Night-Shows geschaut und so, weil das ist so, das kannst du einfach, oder eben auch Stand-Up, also alles so, du siehst einfach jemanden schwätzen. Viel mehr passiert nicht. Ja. Vielleicht interessiert sich auch gar niemand, also vielleicht interessiert sich wirklich auch gar niemand dafür, was ich schaue. So. Ich glaube, schlimmer wäre es mehr, wenn ich vergesse da und Kopfhörer, heute habe ich Kopfhörer vergessen, das ist wirklich das schlimmste Gefühl im ganzen Leben, wenn du merkst, oh nein, ich habe mich so gefreut auf die Stunde im Zug sitzen und irgendwie ich weiß auch nicht. Im Moment schaue ich gerade so einen israelischen Kriegsfilm. Und der wird. Also, ja, kannst du ja nicht laut. Das ist dann. Also, die einzigen Menschen, die wirklich grenzwertig sind im Zug, sind ja die laut schauen und hören. Oder die mega laut mit ihrer dominikanischen Familie reden. Und du hörst mega gerne alles zu, aber es ist schon auch sehr einnehmend. Ja. Also laut schauen, das habe ich mir nie können, das habe ich mir nie können vorstellen. Aber du kannst ja mittlerweile kannst ja sogar Untertitel auf da anknallen. Ja, das habe ich letztens angefangen so. Aber es ist schon auch mega trist, ein bisschen im Leben, wenn du irgendwo dich wiederfindest und leislich eine Serie schaust. Das ist schon so. Aber ich projiziere von mir, darum habe ich das Gefühl, die Leute schauen alle auch auf den Bildschirm, weil ich schaue bei jedem Menschen auf den Bildschirm. Ich bin aber auch, also nicht wegen Mensch, sondern wegen dem Bildschirm. Ich bin so Bildschirm fixiert, dass wenn ich ein Bildschirm sehe, ich muss drauf schauen. Ja. Ich hab mal, also das ist sogar eine wahre Geschichte gesehen, das habe ich dann auf der Bühne erzählt, wenn ich ein Date hatte und sie hockt vor einem Fernseher, wo Champions League läuft.
Und sie wirklich auf irgendwann gesagt hat, das macht glaube ich keinen Sinn. So. Was? Stopp. Du hast gesagt, sie hat Champions League geschaut? Nein, ihr Kopf ist für meinen Blickwinkel vielleicht einen halben Meter vom Bildschirm entfernt. Ah, so. Und ihr sitzt zusammen in einem Restaurant und genau. Sie sitzt vor dem, das ist schon mal ein mega gutes Restaurant, wo hinten dran die Champions League. Es ist lustig, wie mein Stammbeiz, wo eigentlich nie Fernsehen ist, außer per Zufall ist ein Fußballmatch, das ja komm, heute machen wir mal den Fernseher an. Ja, weißt? Das ist mega toll. Weil irgendein Kollege anruft zuerst und sagt, hey, wir würden gerne den Match schauen. Ich so, okay, klar, ich nehme den Fernseher ab, schaue doch den Match. Und das ist, sie hat dann wirklich gesagt, wird nie glaub, etwas, das macht nicht so Sinn. Nein, da entstehen nie Kinder und irgendetwas daraus. Aber ich bin einmal unterwegs gewesen für eine Reportage mit so Forscher, Entwicklungshilfe und wir haben ein Abschiedsessen in einer römischen Bar. Und hinter meinem Forscher, den ich wirklich sehr interessant fand, ist ein Porno gelaufen. Oder es war abends um 7 Uhr. Oder, was? Also ich sage jetzt mal Porno. Ich weiss ja nicht, siehst, was, es ist wo dann genau die Grauen. Es sind mega lang, mega nackte Leute. Das ist auf der Telenovela. Und wir haben so unten dran, auf der Bottomline, haben wir so über mega viel wissenschaftliche Facts geredet. Und ich habe recht so echt probiert, das irgendwie das zu kombinieren. Ich habe es nachher, irgendwann habe ich mal gesagt, schaut doch mal alle dort rauf, um vielleicht auch die Stimmung ein bisschen auflockern überhaupt. Und es ist dann, es hat auch die anderen dann amüsiert. Und es ist nicht die falsche Entscheidung gewesen. Es war eigentlich richtig gut gewesen nach dem Schluss. Tada, da sind wir wieder. Ja, das war Katrin Hönecker, gewesen, 1. Januar. Und am 8. Januar, dort haben wir wirklich einen von meinen besten Freunden gehabt, der Jan Oliver Bielmann. Und ich weiß noch, wie ich nach dem Podcast gedacht habe, geil, endlich mal der Jan, wie ich ihn kenne. So, weil der Jan in Interviews und so oft irgendwie noch in eine Rolle, nicht gerade in eine Rolle geschlüpft ist, aber oft halt nicht seine ganze Seite gezeigt hat. Und er ist so ein vielseitiger und auch nachdenklicher und wahnsinnig lustiger Mensch. Und ich glaube, in diesem Podcast hat sich das gezeigt, weil viele irgendwie das Gefühl haben, das ist einfach nur der Mister oder der macht einfach ein bisschen Musik. So, und ein Highlight ist wirklich, wo er über die Zeit als Mister Schweiz redet. Und was ich sehr spannend gefunden habe, wir müssen jetzt darauf achten, abgesehen davon, dass es unglaublich witzig ist, wie nah vom Mister Schweiz in dritter Person redet. Weil eben auch das wie eine Rolle gesehen ist für ihn. Also, das der Clip mit dem Jan-Oliver Bielmann. Oh Mann, du bist gerade eine Anekdote. Leck du mir, du hast ja wirklich Aufgaben gehabt als Meister Schweiz, unter anderem in einem Verkaufshaus, wo, sagen wir mal glatt Zentrum. Natürlich in einem Verkaufshaus. Irgendwo vom dritten Stock haben sie einen Stuhl an den Tisch hingestellt. Und dann hast du so eine Big Autogrammkarte gehabt. Das Wasser nebendran, du bist reingehockt und dann hat es ohne Seich eine etwa 400 Meter lange Schlange gehabt, die so da hinten rum ist. So um alles rum. Yeah. Und die Leute sind stundenlang angestanden, um ein Autogramm von Mr. Schweiz zu holen. Zum Teil ohne den Namen zu wissen, sondern einfach Mr. Schweiz. Genau, oder? Sondern hinter mir ein Plakat oder hinter dem Typ ein Plakat «Mr. Schweiz» oder so. Dann hockst du dort. Und wenn du dann eben denkst, was mache ich da? dann bist du am Arsch. du darfst einfach nicht denken. Du musst einfach machen. Und dann gibst du einfach Autogramm und dann will jeder noch ein Foto. Mhm. Und was ich mich gerade daran erinnert habe, ist folgende Sequenz. Nach etwa 3,5 Stunden Autogramm schreiben, Krampf im Finger und immer müssen lachen. Wirklich, so, da Bäckli eigentlich schon lange nicht mehr aufgebracht und so halber Krampf im Gesicht vom Lachen. Und eine wollte noch, ja, machen wir noch ein Foto. ja, klar, machen wir noch ein Foto. Und probiert zu lachen und es ist wirklich nicht mehr wirklich gegangen. Ohne Scheiß. Das Gesicht ist kaputt. Und sie dreht sich so auf die Seite so empört und schaut mich an. Du musst lachen. Das ist dein Job. Du bist der Mr. Schweiz. Und ich bin so dort, ich lache. Ist gut, ich probiere es gerade. So effektiv gesagt. So geil. Und kurz auf das runter springen zwei
nebendran vorbei, so, hey, wir müssen noch schnell, hey, der ist nur noch 2 Wochen Mister, wir müssen noch schnell ein Autogramm holen. Ich auch so dort. Wow. So geil. Wow. So. Fuck. Aber was absurd. Was richtig geil ist, ist, dass sie ja eigentlich so auf den Punkt bringt. Ja, beide. Also beide bringen zu. Eigentlich bringen es beide auf den Punkt. So ersetzbar, einfach irgendetwas. Und du musst einfach lachen. Das ist dein Job. Das ist ein ersetzbarer Lachender. Ja, das ist wirklich, das ist Definition von, das, ja, von dem. Ich hatte jetzt gerade eine Eingebung gehabt, nämlich, dass eigentlich, früher habe ich immer so, wow. Früher habe ich immer so nicht zynisch, aber früher habe ich immer so ein bisschen sarkastisch gegenüber eben all das Bachelor, Mr. Schweiz, das Gleiche in Weiblich etc. etc. Habe ich immer ein bisschen sarkastisch auf das reagiert, weil ich gefunden habe, es ist ja der Gipfel von, auch die Menschen wollen bekannt haben oder was weiß ich. Gibt es viele auch, die das haben wollen. Genau, ja. Mittlerweile ist es ja das Gegenteil fast. Und das ist die Eingebung, die ich jetzt hatte, weil wir kennen alle Social Media und wie dort Menschen erfolgreich werden. Dass eigentlich so etwas wie eben der Mr. Schweiz eigentlich eine wunderschöne Darstellung war, von was mit der Gesellschaft kann passieren. Absolut. Dass eben einfach irgendjemand einen Stempel drauf knallen und eben... Ja, und dann geht's los. Hure einfach. Hure gut. Krass. Ja, schau mal, wie einfach, dass, so, dass man gestrickt ist. Dass wir gestrickt sind. Und in, ist geil. Und eben in dem ist Fall... Ist gut. Ja, mega. Und in dem Fall, was ich aber noch krass finde, ist, wenn du es ein Jahr machst und es ist so begrenzt, eben erst nur noch 2 Wochen. Das ist ein anderer Grinser. No, ja, voll. So gut. Das, hey, nein, geil. Dass du dort ja aber wahrscheinlich schon ein bisschen wie eine Marionette fühlst. Weil eben, es ist ja einfach, also du entscheidest ja nichts. Das ist das Gegenteil vom künstlerischen Ausdruck. Es kommt ja nicht ein Management und sagt, auf was hast du Bock? Wir haben uns überlegt, vielleicht das oder vielleicht das. Sondern es ist viel mehr heute ein Glattzentrum. Voll! Morgen Matratze, E-Bake, was weiß ich. Ja, genau. Der Jan-Oliver Bielmann ist das gesehen. Sensationell, oder? Das ist ein von den Clips, den ich immer den Menschen zeige, wo ich sage, schaut den, ja? Den muss man sehen. Also für alle, die jetzt hören. Wenn ihr wollt, könnt ihr weiter hören. Ich empfehle euch sowieso, die beiden Folgen zu schauen. Auf YouTube. Weil, man sieht zum Teil halt schon nochmal mehr, wie etwas gemeint ist aufgrund vom Gesicht. Und das ist beim Jan zum Beispiel sehr klar spürbar, allein die Gesichter, die er dort macht und wenn er das alles erklärt, das lohnt sich definitiv. Beim Renato Kaiser verstand ich, wenn man nicht alles schaut, weil das ist ja der längste Podcast, den wir jemals gemacht haben, der ist über 3 Stunden gegangen und ich glaube, der wäre noch länger gegangen, wenn der Christoph nicht hätte müssen einkaufen. Wir hatten dort noch Lockdown gehabt und um 7 Uhr haben die Läden zugemacht. Teil-Lockdown, so, genau. Bis 7 Uhr mussten wir einkaufen. Ja. Ja. Das war eine ganz absurde Zeit. Das weiss ich nicht. Dort habe ich am Sonntag irgendwie an einer Tankstelle etwas kaufen. Und dann ist alles so abgesperrt. Man hat genau dürfen Benzin kaufen. Und sonst nicht. Und ich so, hä? Auf jeden Fall haben wir sehr lange geredet, Renato und ich. Wir sind beide in Laberlaune gesehen. Und es ist aber auch sehr viel Spannendes dabei rausgekommen. Und ich sage ja, wenn der Christoph nicht hätte einkaufen müssen, hätten wir wahrscheinlich noch länger gemacht. Also, der müsste vielleicht nicht unbedingt in aller Länge schauen, aber er ist ein sehr guter Listen. Und folgendes Highlight haben wir dort rausgeschnitten. Was ich noch spannend finde, ist, dass gerade du dich auch extrem mit dem beschäftigt hast, weil du ja für Tabu hast müssen, eben nicht Randgruppe beleidigen, aber sie halt ein Stück weit gleich roasten und Witz über sie machen. Mhm. Und dann kommst du auf einmal extrem in das Gefilde. Eben, stelle ich mich noch jemand drüber oder tue ich jetzt als Außenstehende probiere in die Welt einzutauchen oder bleibe ich Außenstehende? Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele Ebenen in deinem Kopf dort abgegangen sind. Aber gerade eben, wenn man nicht die Furchtlosigkeit hat, sehe ich es zum Teil noch als schwierig, wo anzufangen und wo aufzuhören. Ja, weil ich nicht furchtlos bin, mache ich mir viele Gedanken. Mhm. Oder?
Also nicht, dass ich die ganze Zeit am Rumhirnen bin, aber wenn ich furchtloser wäre, würde ich mir ein paar Gedanken nicht machen. Ich komme lieber von dieser Seite her. Natürlich hast du das Negative, wenn du nicht so furchtlos bist, ist, dass du dich eben ein bisschen verkopfst, ein bisschen länger brauchst, ein bisschen gewisse Sachen nicht gemacht hast, die du vielleicht jetzt können machen können. Yeah. Aber dafür, das, was du machst, kannst du dann komplett dahinterstehen. Mm-hmm. Und gerade wenn es um Tabu geht, dort hat es eigentlich nur eine wichtige Frage gegeben. Das Konzept selber ist so klar gewesen, darum habe ich auch sofort zugesagt. Und auch, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das heikel ist. Mm-hmm. Also weißt du, so, wenn die Leute fragen, das kann aber auch noch schwierig sein, weißt du, so für Karriere, was auch immer. Und ich habe so gefunden, nein, weil das Konzept ist mega klar. Du gehst mit diesen Leuten in die Ferienwohnung, in das Ferienhaus und verbringst Zeit mit denen. Und dann gibt es genau das, was sowieso die ganze Zeit auf der Welt passiert. Du machst die ganze Zeit Witz. Mhm. Und wenn ich mit einem Rollstuhlfahrer unterwegs bin, dann wird es irgendeinen Witz über das geben. Wahrscheinlich zuerst von ihm, yeah. Weil er die meisten schon kennt. Also er kennt wahrscheinlich die besseren Witze als ich, yeah. Bin mir sicher. Das heisst, das passiert sowieso. Die einzige Frage, die ich mir haben müssen stellen oder wo ich mir einfach haben müssen, das Einzige, was ich mir ein bisschen vorgenommen habe, die einzige Gefahr, die ich gesehen habe, ist, dass ich meine, ich muss jetzt der Krasseste sein. Das war die einzige wirkliche Gefahr. Mhm. Und das ist auch das, wo ich, wenn ich noch etwas gehört habe in die Richtung, dass teilweise Leute gefunden haben, ja, es ist jetzt ja doch nicht so scharf gewesen. Mhm. Aber das ist so eher in die Richtung. Mhm. Und ich habe immer gesagt, schau, mein Ziel von dieser Sendung war nie gewesen, den gemeinsten Witz über Dicke zu machen. Mhm. Sondern ich mache Witz über Dicke, über uns als Gesellschaft über Dicke und genau das Gleiche mit Leuten, die Krebs haben oder was auch immer. Mhm. Das Thema ist wichtig und es geht nicht darum, dass ich jetzt, weißt du, weil auf der einen Seite kannst du sagen, es ist mega heikel, dass du das machst. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, mega super, ich habe jetzt einen Freipass, oder? Ich ja, darf ja. Jetzt. Das Konzept, gesagt, ich darf es. Das Konzept erlaubt es. Ja, das SRF ja. Hat gesagt, ich darf. Mhm. Also jetzt darf ich. Ja. Und das finde ich eben, ganz abgesehen von der Sendung, ist das grundsätzlich ein Problem, wenn es um Satire geht, dass manchmal dann, weißt du, Satire darf keine Ausrede sein, zum Fool sein. Yeah. Man darf nicht auf das Mal einfach schlechtere und langweiligere und flachere Witze machen, nur weil das Thema selber so, schon so viel Juice hat. Oder? Mhm. Und ich glaube, das kennt jeder von uns aus eigener Erfahrung, mit egal wann er hat, ob er sich irgendwie zu dick fühlt oder Migrationshintergrund hat oder was auch immer. Bei mir zum Beispiel so war, ich bin ja ein halb Italiener und das heisst, in meiner so Kindheit, Jugend, hat es natürlich auch über das Witz gegeben, niemals so krass wie jetzt über andere Migrationshintergründe. Yeah. So. Aber dort hat es irgendwie auf den Moment gegeben, bei einem, wo nicht aufgehört hat und einfach nicht besser geworden ist, weil sie ihm einfach gesagt hat, schau, du kannst schon Witz über das machen, aber wenn du es machst, gib das ein bisschen Mühe. Mhm. Bitte, es ist einfach langweilig. Natürlich verletzt es auch oder was auch immer. Ich habe so Sachen schon relativ früh gesagt. I'm no fun at parties schon seit sehr langer Zeit. So, nein, aber also ich bin echt schon relativ früh gewesen in so deeskalierendem Spielverderberverhalten für Bullies. Yeah. Also zum Beispiel, wenn ich von der 6. Klasse, oder das ist ja noch Primarschule, oder, zu der Oberstufe gekommen bin, dann hast du eine neue Klasse, oder? Mhm. Und dort fängt es eigentlich an mit, weißt, Pubertät und Frauen und so. Und ich war dort mal so ein bisschen mollige gewesen, aber easy mit allen und so. Und jetzt hat einer gehabt, der ist einfach so wie, in Amerika wäre das der Quarterback gewesen. Aber der ist einfach so, ist gross, sieht gut aus, athletisch, spielt Tennis, wer hat schon Tennis gespielt, das selber erzählt, es ist einfach alles zusammengekommen, er ist der Coole. Der Highschool-Stud. Ja, genau, oder? Und der hat irgendwie angefangen, sich über mich lustig zu machen. Mhm. Oder einfach lästern. Und dann hat es irgendwann den Moment gegeben, natürlich in der Garderobe, wo man natürlich auch sieht, dass ich nicht Tennis spiele. Gut, also, oder was auch immer. auf jeden Fall hat er irgendwie einfach so zu ein paar Dudes von der Klasse so angefangen, über mich reden. Und ich habe es natürlich gehört. Und das war wahrscheinlich auch das Ziel gewesen, oder so immer. Yeah. Und dann bin ich zu ihm angegangen und habe gesagt, lass zu, Roger. Das ist der Roger gewesen. Der Roger. Der Roger. Schau, Roger, du magst mich nicht, aber das ist nicht so schlimm, weil ich mag dich auch überhaupt nicht. Und es ist, glaube ich, einfach am besten, wenn wir ab jetzt so wenig wie möglich miteinander zu tun haben. Und eben, wie alt bin ich da gewesen? In so Anfangs-Teenies. Natürlich, ich würde weglaufen wie so shaky, shaky, oder? Aber es war super gewesen, weil er ist natürlich völlig baff gewesen. Mhm. Und nachher, das Lustige daran war,
die Klasse war komisch. Die Jungs haben, das ist natürlich ein bisschen genderstereotypisch, aber das war doch einfach so gewesen. Im Gegensatz zu, normalerweise denkt man immer, Frauen dann lästern und so, und die Jungs und so. Und die Jungs haben mega übereinander gelästert, also so wirklich so Zickenkrieg-mässig, so über den kleinen Bruder vom anderen und so. Yeah. Das heisst, irgendwann haben die untereinander so viel Streit gehabt, dass ich mit dem Roger fast noch am besten rausgekommen bin. Oft, weil du neutral gewesen bist. Weil wir einfach so ganz normal, wie normale Menschen miteinander geredet haben, ohne dass wir uns Gedanken müssen darüber machen, ob wir es cool finden, wenn wir es bereits gewusst haben. Oder? Yeah. Also das heisst, irgendwie, ich bin froh, dass ich das dort mal so gemacht habe, weil ich glaube, es gibt immer so Momente, teilweise im Leben kleine Momente, wo dich prägen. Und mich hat irgendwie geprägt, dass ich das dort gerade angebracht habe. Mhm. So ein bisschen aus Glück auch. Im richtigen Moment das Richtige gesagt. Und es hat funktioniert. Mhm. Dann habe ich gemerkt, weißt du, es gibt ja eine gewisse Kraft, dass du noch findest, das ist eine Lösung. Oder? Ja, ja. Und eben genau so ist es eben gewesen, und Sepp war eben ein bisschen früher gewesen, schon mit der Italiener-Witz und so. Mhm. Und eben, was Tabu und ganz allgemein Satire anbelangt, ist halt wirklich das Missverständnis, dass, wenn es um heikle Themen und all die Ismen geht, das Missverständnis, dass man muss den krassesten Witz machen. Yeah. Ich finde einfach, der krasseste Witz sollte nie grundsätzlich einfach tabu sein, sondern man sollte bis dorthin alles probieren, um zu dem zu kommen. Mhm. Aber auf dem Weg und vielleicht sogar noch am Schluss immer noch die Option im Hinterkopf haben, vielleicht doch nicht. So, das war der Clip mit dem Renato Kaiser, wo, wie gesagt, ein kurzer Clip ist im Vergleich zu der dreistündigen Folge. Man kann die aber auch gut aufsplitten, habe ich gesehen, das machen auch viele. Man hört die erste Hälfte eineinhalb Stunden, man hört die zweite Hälfte eineinhalb Stunden und dann ist gut. Und nach dem Renato Kaiser haben wir drei Solo-Folgen aufgenommen. Spezielle Zeit gesehen, weil Covid-bedingt haben wir immer wieder Absagen gekriegt, aber das Studio ist schon reserviert und alles schon bucht und so. Und dann haben Christoph und ich auf ein paar Folgen rausgeballert. Und dann ist am 12. Februar der Dodo gekommen. Und ich habe es schon immer gedacht und nachher habe ich es wirklich gewusst. Der Dodo ist auf der richtig geilen Sieg. Ich habe mir irgendwie noch ein SMS geschrieben, wo ich wirklich musste schreiben, wo ich wirklich gefunden habe, danke vielmals für die Folge. Wahnsinnig inspirierend und vor allem auch motivierend. Also der Dodo habe ich vorher nicht gut gekannt und ich weiß nicht, wenn man seine Musik zum Beispiel nicht hört, weiß ich nicht, wie sehr man sich für den Menschen interessiert, aber man sollte unbedingt. Der könnte Motivational Speaker werden. Was der dort alles erzählt hat, unglaublich. Und ein Highlight davon ist, gesehen zum Beispiel sein Eisgebade. Das ist ein, den ich rausgezogen habe. Vielleicht nehme ich aber auch etwas anderes. Eins von beidem, ja. Auf jeden Fall schaut den Clip mit dem Dodo. Mein Traum, meine Vision ist, ich will als Künstler reüssieren. Und dort ist die Aufgabe wiedergekommen. Es war so ein Wendepunkt, ein Breakthrough in meinem Leben, wo ich so wie gefunden habe, okay, alle nehmen mich immer noch nicht richtig ernst, das Solo-Künstler. Mhm. Wie mache ich das? Und ich musste das in mir rein regeln. Weißt du, so wie, okay, ich habe so viel Erfolg als Producer, aber ich will können einen Hit haben. Ich will können selber spielen draussen. Und selber können von dem leben, weißt du, so als Künstler. Mhm. Und dann habe ich einfach entschieden, ich habe einen Masterplan gemacht. Ich habe das Buch gelesen von Napoleon Hill, das heisst «Denke nach und werde reich». Mhm. Das hat mein Leben verändert, weil ich das erste Mal schriftlich vor mir gesehen habe, was ich schon lange gedacht habe und gespürt habe. Kennst du den Effekt, wenn du plötzlich jemand etwas erzählt, wo du weißt, aber du hast noch nie so können sagen, wie der Mensch das dir jetzt sagt. Yeah. Weißt du, wo du merkst, so, fuck, das ist genau das, habe ich mir immer überlegt. Fuck, und der hat das aufgeschrieben, ein Hit geschrieben, so, das Buch gibt's schon seit dem letzten Jahrhundert, oder? Das ist alt. Und dort erzählt er eben so die 13 Regeln zum Erfolg. Und ich habe mir das im Fall, das Buch, ich habe das jetzt sicher schon 20 Mal gelesen in meinem Leben. Und ich empfehle es allen, die wollen, etwas realisieren in ihrem Leben. Mhm. Es ist ein bisschen cheesy Name, weil es aus dem Amerikanischen kommt. Die sind immer ein bisschen cheesy drauf mit «Denke nach und werde reich». Mhm. Es ist so, aber der Napoleon Hill sagt selber im Interview, ja, wenn er drauf geschrieben hat, wie backe ich Käsekuchen, hat es einfach nicht verkauft. Mhm. Und sein Marketing ist einfach gewesen, ja, ich schreibe das auf den Deckel drauf, weil das, wenn die Leute interessiert das. Aber du kannst anstatt reich, also
geldmässig reich kannst du deinen Traum dort anschreiben. Meinen war es, ein Hitzer, also können von als Solokünstler zu leben. Ja. Ein Hitzer. Oder Hitz. Ja, ja. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben, ich, Plan nach Plan, wochenlang. Ich habe einen Manager gefunden, einen von den erfolgreichsten, der meine Sachen anfangen gut finden, die ich dort schon geschrieben habe für mich. Dann habe ich eine Band zusammengestellt, dann habe ich, bin ich von meinem alten Label weg, habe einen Vertrag gemacht mit Sony Music und dann ist Hippiebus rausgekommen. Ja. Aber das ist zuerst da rein. Ich habe mich parat. Es hat Zeit gebraucht, bis ich es gecheckt habe, weißt du, wie das funktioniert. Und ich habe mir alles schön, es war ein Plan gewesen. Eben, es ist kein Zufall. Eben, weil die Leute hören ja dann auf einmal Hippiebus und es wird ein huge Hit. Und für die Leute ist es dann so, ah, jetzt hast du Dodo auch noch geschafft. Weißt, so. Aber das ist ja nicht so. Eben, du hast zuerst in deinem Kopf gemacht, dann hast du alle die Schritte unternommen, wo du gesagt hast, eben, ich suche mir jetzt einen Manager, ich mache jetzt Band, bam, 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 bam. Und dann kann das überhaupt passieren. Genau. Und es ist kein Zufallsprodukt. Nein, und der Song auch, weißt du, ist nicht, ich habe den Song nicht aufgeschrieben so, ah, ich will das, und ich habe gesagt, ich will einfach das Nummer 1 Album, ich will Nummer 1, weißt du, ich kann mir das anfangen einreden. Yeah. Ich bin der. Das bin ich. Ich bin der und ich werde jetzt der. Aber der, weißt du, dann haben eben auch so Songs können passieren nachher. Aber das Schönste ist, gleich, der Weg hat so viel Spass gemacht. Es war geil gewesen, der Weg, also jetzt auch können darüber zu reden, der Weg war so geil gewesen. Yeah. Weißt, es ist, manchmal ist es eben cool, wenn du noch nicht alles erreicht hast in deinem Leben, weil du kannst den Weg machen dort hin. Und das ist eigentlich viel geiler. Das, ich habe mal etwas sehr Spannendes gelesen, wenn du, weißt so, wenn deine Ziele gerade könntest realisieren, dann wärst du so, als wärst du ein Bildhauer, wo Gott sein Bild, also weißt, ein Steinmetz, der nach einer Stunde lang da etwas, ein Figürchen rausmacht. Wenn er einfach einmal schlägt, dann wärst du schon dort, die Figur. Aber am Steinmetz oder dem Bildhauer macht es huren Spass, das dort zu arbeiten. Das Gleiche bei mir. In mir macht es am meisten Spass, macht es mir, Musik zu schreiben, nicht zu hören. Yeah. Nachher, ich habe es ja gemacht, weißt du, ich habe 1000 Stunden mit dem Lied verbracht. Das ist das Kind von mir, aber nachher soll es laufen selber. Ich bin schon wieder mein Nächster. Yeah. Das, was wirklich Spass macht, ist der Weg. Und das checken eben leider noch nicht alle. Und das macht mich wahnsinnig. Weil es ist doch das Schönste. Also weißt, ich bin auch schon verzweifelt gewesen, so scheiße, wieso schaffe ich es nicht? Und nachher kannst du aber sagen, okay, was muss ich machen? Yeah. Nachher überlegst du, ah, das. Und wenn du anfängst, da oben die das Sachen richtig einzureden, dann werden sich Wege zeigen. So da durch, geh da durch. Dann kannst du auch schauen, es gefällt mir noch. Geh da durch und dann lernst du dich kennen, lernst du das kennen. Kannst plötzlich Podcasts machen. Weißt du? Das macht, das ist einfach geil. Ich glaub, was alle Kreativen, also eben Menschen, die wollen kreativ sein, sich mir bewusst sein, ist eben, dass der Großteil davon kreieren ist. Darum bist du kreativ. Und dass, wenn dir der Teil vom ganzen Prozess keinen Spass macht, dass es eigentlich gerade kein Schloss. Also weißt, wenn ich irgendwie jemanden höre, wo irgendwie so, fuck, ey, ich muss ein neues Album machen oder scheiße, ich muss jetzt ein neues Programm schreiben oder irgendwie so, also weißt, wenn es der Arsch ist, das zu machen, dann wird es wahrscheinlich nicht dein sein. Oder du bist doch auch so ein gutes Beispiel, das habe ich vom Tabu gehört, dass du, also ja, im Business funktioniert es ja so, dass du musst deine Tour ansagen, oder? Die ist in einem Jahr. Aber dass du häufig gar noch nicht genau weißt, wie dein Programm ist. Aber das ist dein Ziel, oder? Also musst du mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Aber so habe ich es verstanden. Dann passiert es. Ja. Yeah. Okay. Und dann bist du noch da, oder? Du weißt, irgendwann dann muss ich es haben. Genau. Oder das ist A und du bist aber noch bei B irgendwo da hinten am Umtürchen und nimmst es auch relativ easy wahrscheinlich. Und dann kommt es ja näher, oder? Und du hast schon wieder das Ziel. Yeah. Und dann musst du anfangen zu arbeiten. Und das ist doch der geilste Prozess, dann fängt es an, reinkicken. Das und, ist das geilste, und das ist doch irgendwie die Falle von all denen, von diesen Fernsehformaten, oder? Die sagen, ja, du bist jetzt berühmt. Ja. Yeah. Wir haben da Jury und sie sagen, ja, du bist gut und dann kannst du einfach mit ihnen eine Stunde zusammensitzen und dann kannst du alles. Yeah. Nein, Mann, das funktioniert im Fall nicht. Also eben Leute, die einfach berühmt sind, das geht schon. Du bist einfach, also ist ja nichts außer berühmt.
Das würde dich niemals so glücklich machen als der Weg dort an. Gut, aber es gibt Menschen, weißt du, ich stelle mir manchmal vor, wenn wirklich die Ziel ist, berühmt zu sein, wenn das die Ziel ist, dann musst du vielleicht wirklich bei so einer Castingshow mitmachen, weil das Hype-Gefühl von diesen paar Wochen, weißt du, wo dann irgendwie, ich denke so DSDS am Anfang, wo oft irgendwie, dass ich eine bessere Einschaltquote hatte, als Wetten, das, weißt du, einfach gefühlt ganz Deutschland schaut das und erkennt eben die sofort überall. Wenn du das willst, dann musst du vielleicht dort mitmachen, weil so extrem wirst du das nicht haben, wenn du den ganzen Weg gehst, weil dann wirst du einfach mal da erkennt und da kommt mal jemand und irgendwie, oh, vielleicht gibt es mal ein bisschen mehr Momentum und ein bisschen mehr Fans. So. Aber ja, ich mein, also ich habe aus der eigenen Erfahrung, mich hat es eben nicht glücklich gemacht und ich bin lieber berühmt durch etwas, was ich kann. Genau. Als nur durch etwas, wo sie sagen, dass ich das jetzt mache, oder? Mhm. Und das ist eben gefallen, vor allem wenn du jung bist, checkst du den Unterschied noch nicht, so, oder? Du willst halt wie gefallen, oder du suchst eben aussen dran. Und dann, klar, es bist deine paar Wochen Fame, aber danach kommt eine unheimliche Leere. Ja. Oder? Wo du, und dann, eben, dann ist so wie, ja, das ist der Trick gewesen, oder? Sie haben sich bereichert, dank dir. Also sie haben dich können verkaufen, weil du so jung und naiv und zu hübsch und du kannst vielleicht auch schon etwas. Das heisst ja nicht, dass du nichts kannst. Mhm. Aber sie haben dich genutzt. Dein Traum. Aber deinen Traum darfst du nicht vergessen nachher. Du musst weitergehen. Yeah, yeah. Ohne sie. Und das ist ja viel wichtiger zum Lernen. So, ja, schau, ich muss innen dran stark sein. Ich habe das innen dran in mir. Ich lerne das Instrument. Ich lerne zu schreiben. Ich lerne mich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen, ernsthaft, mit der Kunst, was heisst es, weißt du, so, wie, wenn ich das Wort so brauche, anstatt so. Mhm. Und nicht nur irgendetwas. Yeah. Dann gibt es einfach irgendetwas. Und dein Traum ist ja dann eben auch sehr klar gewesen, Musiker zu sein. Und eben nicht die einzelnen Vorteile zu haben, wenn man Musiker ist, sondern wirklich Musiker sein. Mhm. Und da gehört alles dazu. Da gehört eben auch der Prozess dazu. Da gehört dazu, wie du sagst, Fehler. Ich sehe es auch nie als Fehler oder Rückschläge oder all das Zeugs. Da sehe ich immer als etwas Positives, weil es dich ja weiterbringt. Mhm. Weil eben durch das kannst du dir dann auf einmal wieder klarer werden. Das will ich nicht. Und da muss es jetzt durchgehen, oder? Ja, spannendes Leben. da sind wir wieder. Das ist der Dodo gesehen und die Folge drauf ist der Clifford Lilly gesehen. Sensationstyp, oder? Der Clifford, absolut viel gut Mensch. Also mehr kann man es nicht sagen. Er ist wirklich, er versprüht Optimismus, gute Laune und dort ist für mich sofort klar gesehen, als ich zurückdenke an die Folge, ein absolutes Highlight ist gesehen, wo er auswendig ein ganzes Gedicht vorgetragen hat. Das weißt du sicher auch noch, Christoph. Ja, das haben wir ja separat noch aufgenommen, dann, ja. Habe ich für ihn noch eine Aufnahme gemacht. Stimmt, du hast ihn dann nachher noch gefilmt. Mhm. Ja, das habe ich völlig vergessen. Ich weiss noch, dass er im Podcast aus dem Nichts auf einmal in das Gedicht geht und ich so nach 10 Sekunden merke, oh, jetzt ist er drin, das ist es jetzt. Und es ist ein magischer Moment gesehen. Warum schauen wir da jetzt? Ich möchte dir also ein Programm vorstellen. Hey, ich lese euch von dieses Buch einen Teil, eine Passage, vielleicht nur ein Paragraph. Mhm. Etwas, was, wow, dass dir sagt, hey, oh, you remember einen Satz von einem Buch von Huckleberry Finn oder Charles Dickens oder, und man muss nur ein bisschen hören von dem Text und es erinnert dich an vielleicht deine Kindheit oder etwas. Mhm. A great book that you've read. Weißt, und ich finde es so spannend. Wir haben so viele fantastische Bücher und so viel Literatur. It's amazing stuff. And I mean, die klassische Literatur ist amazing. But auch die moderne Sache sind absolut fantastic. Mhm. I mean, I like Tom Wolfe, he's fantastic. And Colin McCann, he's got this new book called A Paragon, it's an amazing story about in Israel and these two verschiedene Polen, wie die aufeinander prallen und trotzdem sich verstehen und finden. And it's sehr traurig, aber it's beautiful. And the writing is just amazing. Und dann, oder ein Gedicht, ein Poem. There was a boy whose name was Jim. His friends were very good to him.
They gave him tea and cake and jam and slices of delicious ham and chocolate with pink inside and little tricycles to ride and read him stories through and through and even took him to the zoo. And there it was that dreadful fate befell him, which I now relate. You know, at least you ought to know, that children never are allowed to leave their nurses in a crowd. Now, this was Jim's especial foible. He ran away when he was able. And on this inauspicious day, he slipped his hand and ran away. He hadn't gone a yard when, bang, with open jaws, a lion sprang and hungrily began to eat the boy beginning at his feet. Now, just imagine how it feels when first your toes and then your heels and then by gradual degrees your shins and ankles, calves and knees are slowly eaten bit by bit. No wonder Jim detested it. No wonder that he shouted, "Hi!" The honest keeper heard his cry, though very fat. He almost ran to help the little gentleman. "Pronto!" he cried with angry frown. "Down, boy, put it down!" The lion made a sudden stop and let the dainty morsel drop and slunk reluctant to his cage, snarling with disappointed rage. And when he bent him over him, the honest keeper's eyes were dim, the lion having reached his head. The miserable boy was dead. When nurse informed his parents, they were more concerned than I can say. His mother, as she dried her eyes, said, "Well, he'd never do as he was told." His father, who was self-controlled, bade all the children round attend to James's miserable end. So, always keep a hold of nurse for fear of finding something worse. So that's the sort of thing I might read. Wow. That's what I might do. You may be lucky enough. You know, aber du musst ja nicht mal lesen. Du hast das jetzt auswendig. Ja, das. Die habe ich auswendig gelernt seit Jahren. Das habe ich in der Schule. Ich war fasziniert von jemandem, eine Frau hat das erzählt. A Kind. A school concert. Yeah. She read this poem and I'm sitting there thinking, that's amazing. I got to do that. And I learned it. And I learned it. And I learned it. It's a long poem. It's long. It's really bloody long. Hilaire Belloc. And, but I learned it. I've never forgotten it. And it's my party piece, so to speak. Also, großartig. Ja, ich leide es auf Englisch nicht auf Deutsch. Da war ein Bub, sein Name ist Jim. Der Clifford Lilly ist das gesehen. Und ganz wichtig zu sagen, das ist jetzt aber zum Beispiel so ein klarer Fall von, ich habe das rausgenommen, weil es für mich gerade dort so unglaublich gesehen ist, aber ich kann allen nur empfehlen, die Folge sonst zu hören, falls sie es noch nicht gemacht haben, weil was er dort alles erzählt, ist unglaublich. Ich meine schon nur, wie der aufgewachsen ist und wie er überhaupt in die Schweiz gekommen ist und zu seinem Job in der Schweiz und so. Sehr spannende Lebensgeschichte, ja. Dann haben wir einen alten Bekannten gehabt, den Stefan Büsser, wo ja schon zweimal davor, glaube ich, gesehen ist. Und ja, mit dem Büssi ist immer lustig, da hat man auch nie ein Problem, irgendwie über etwas zu reden. Und darum ist es schwierig gewesen, irgendein Highlight spezifisch rauszunehmen. Aber natürlich haben wir dort eins gefunden. Ich habe immer wieder ganz freundliche Botschaften. Ich habe gerade vor, als ich hergekommen bin, schnell etwas vorgelesen, was ich heute Morgen bekommen habe. Das soll ich zitieren? Einfach, weil es so schön ist. Ja. Jetzt gibst du dieser Person natürlich viel zu viel Props sozusagen. Nein, aber ich war auch lustig zurückgeschrieben. Ah, okay. Der Mike Rohr, man würde gerne sagen, wer es ist. Der Mike Rohr, ein Abonnent auf Instagram, das heisst, es ist ein Fake-Account, einfach so, ja, können wir es auch locker sagen, ja, schreibt, mit einem Tennisschläger dich ins Krankenhaus zu schlagen, das ist ein Ziel, kleiner Hurensohn, 6 Ausrufezeichen. Da hat er zuerst zurückgeschrieben, Satzzeichen sind kein Herdentier. Yeah. Und nachher, und auch inhaltlich falsch, weil wenn ich ein Hurensohn wäre, wären wir ja Brüder. Ich kann so viel festhalten, er findet es nicht lustig. Wieso? Ist denn etwas gezogen? Es ist nur gestanden, schreibt. Und wahrscheinlich ist er noch im Konter überlegen. Yeah. Es kommt dann etwas ganz Schlagfertiges. Das Blöde ist, was er noch nicht weiss, bis dann ist er blockiert. Das wird nie ankommen. Ah. Ja. Das ist auch etwas, was ich mega gerne mache, ist, wenn so Troll anfangen auf Facebook zu schreiben. Und manchmal, ich habe mittlerweile eine sehr geile Community, die wie stellvertretend Krieg gemacht haben. Yeah. Ich muss gar nicht mitmachen. Zurücktrollt. Genau, sie trollen dann zurück und die fighten dann richtig. Und die Person, du siehst, investiert wirklich
Stunden für richtig lange Antworten. Yeah. Und dann, so, wenn es endlich zum Punkt kommt, wo sie sich so halbwegs einig sind, dann lösche ich den Beitrag. Aber nur zum Ärgern. Sagen so, du hast jetzt wirklich einfach Stunden von deinem Leben für gar nichts vergütet. Niemand wird deine Arbeit jetzt. Ja, weißt, bei so Sachen merke ich so, lustigerweise, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir mega viel anderes Zeugs gemacht und wie unterschiedlich mittlerweile unsere Leben sind. Weil, also du hast ein Leben, das muss man sagen. Ich fahr da zum Podcast, mein Tag bis jetzt absolut ereignislos. Du hast schon 30 Nachrichten gekriegt, darunter ein paar Prügel und Morddrohungen. Und Menschen, die dann untereinander noch das ausfeiten, finde ich großartig. Ja, ob jetzt das erstrebenswert ist, da muss ich jetzt sagen, moah. Nein, es ist blöd gesagt, also wirst du besser sagen können, aber es ist ja ein Stück weit der Preis, den man zahlt für etwas. Und ich glaube, du kannst sicher besser damit umgehen als andere, wenn sie in dieser Position wären. Ich habe mich daran gewöhnen. Ja. Yeah. Und du gewöhnst dich nie ganz daran. Es ist noch nie passiert, dass eine Morddrohung kam und ich denke so, das ist jetzt aber schön. Yeah, also weißt, dass yeah. Den Effekt wirst du nie haben. Yeah. Am Anfang macht es da mega Angst. Also sage ich ganz offen. Ich meine, die heftigste Zeit ist im letzten Sommer gewesen, wo die ganze Sache mit den Serben und dem Djokovic war. Ja. Yeah. Wegen Quotenmännern. Wo wirklich im Halbstundentag Morddrohungen gekommen sind. Teilweise von Leuten, die du dann auch gesehen hast, okay, die wohnen im Dorf nebendran. Dann ist dir einfach unwohl, wenn du abends mit dem Hund am 11 nochmal rausgehst. Das ja. Ist einfach so. Aber auch da gewöhnst du dich dran. Und ja, die anderen aus unserem Team haben dort auch mehr Mühe gehabt, das wegzustecken. Als ich jetzt, weil ich es mal blöd gesagt, wirklich auch schon ein bisschen gewöhnt bin, relativ viel Hass überzukommen. Mhm. Das ist die eine Seite. Und auf die andere Seite, und das ist halt wieder das, was viel mehr Energie dann auch gibt. Vor zwei Tagen bin ich in den Wald gelaufen und dann kommen zwei Jogger vorbei und einer hält wirklich so, weißt du, weiter joggen da, wie sie das dann machen und sagt, es ist so unfassbar wertvoll, was du für Arbeit machst mit deinen Podcasts. Ja. Und joggt einfach weiter. So, weißt du, der hat nicht wieder mit mir reden, sondern einfach, das einfach wieder loswerden. Ja. Und das kannst du fast nicht beschreiben, was es für ein Gefühl auslöst. Oder yeah. Wir haben es jetzt gerade auch in der aktuellen Folge Quotenmänner wieder gesagt, wir kommen so viele Nachrichten über von Leuten, die sagen, wo, hey, ich habe Depressionen, ihr seid mein einziger Aufsteller. Oder jemand, der sagt, mein Vater hat die und die Krankheit, der wird nicht mehr so lange leben. Ich erzähle ihm von ihrem Podcast und es ist das Einzige, was ihn zum Lachen bringt und so. Das kannst du gar nicht beschreiben, was das an Dankbarkeit auslöst. Und du musst dir immer wieder bewusst sein, du machst es für die Leute, weil die anderen, die dir schreiben, die haben noch ganz andere Probleme in ihrem Leben. Du bist nur ein peripheres Problem. Also das hat nichts mit dir zu tun. Du bist eine Projektionsfläche. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Währenddem du bei den anderen wirklich einen Impact aufs Leben hast. Mhm. Und die den Morddrohungen und alles schicken, die schicken es zwei Tage später jemand anderem. Also weißt, das hat nichts mit dir zu tun. Oder sie löschen wieder ihren Fake-Account, weil es ist gar nicht passiert. Oder Instagram löschen. Yeah. Whatever. Yeah. Ja, das kenne ich in einem ganz kleinen Ausmaß kenne ich das auch. So positive Nachrichten. Ich glaube, bei mir ist es oft so, der Podcast und was ich sonst mache, interessiert zu wenig Menschen, dass dann Leute sich noch darüber aufregen könnten, sozusagen. Weißt, es ist natürlich mit ich sage das immer, mit einem je grösseren Streufaktor du hast, sobald du bei Menschen in ihr Leben eindringst, sozusagen, ohne dass sie das bewusst ausgesucht haben, dann können sie sich gestört fühlen und dann finden sie auf einmal und vor allem, weil klar, du behandelst ja noch eben, es geht vor allem um Themen. Du behandelst natürlich jetzt noch die Pandemie und tust, was viele Menschen stört, Fakten. Ja, es ist einfach immer mühsam, wenn ein Fakten die Meinung kaputt macht. Ich kenne das auch. Ich hätte auch gerne, dass Fakten oft anders sind. Und das ist nicht geil. Also das verstehe ich schon, aber ich kann es nun mal auch nicht ändern. Also, ja. Was ich aber auch schon hatte, ist bei positiven Nachrichten, es ist mega schön und manchmal habe ich dann aber auch so ein ganz kurzes mulmiges Gefühl, weil irgendwie auch noch du auf einmal so ein Gefühl von Verantwortung nehmen hast. Ja. Und auf einmal so denkst, scheiße, eben, die Menschen erzählen dir oft ihr Schicksal, oft kein schönes Schicksal und dass du jetzt gerade ein Retter bist in dem Ganzen. Und dann kriegst du also ein bisschen so einen Druck, so, oh mein Gott. Ich habe das viel mit Eltern von Kindern, die auch zystische Fibrose haben, die Krankheit, die ich auch habe. Gibt es oft, dass die an Shows von mir kommen, obwohl sie sich wahrscheinlich für meine Comedy gar nicht interessieren, aber halt wissen, okay, der hat CF, ich will mir das mal anschauen. Yeah. Und nach der Show kommen sie, ich rede ja meistens eigentlich mit den Leuten nach der Show und sagen, hey,
du glaubst nicht, was uns das jetzt gegeben hat, dich gesehen, 90 Minuten auf dieser Bühne, dass du das kannst. Weil uns sagen die Ärzte, ja, das Kind wird ein ganz schwieriges Leben haben und kann nichts machen. Und du glaubst nicht, wie viel uns das gegeben hat in dem Moment. Mhm. Und das ist zwar auch etwas, was mich wirklich jedes Mal fast zu Tränen rührt, weil du weißt, du hast jetzt einen richtigen Impact aufs Leben von jemandem. Yeah. Und gleichzeitig macht es dir genau, wie du das beschreibst, den Druck, zu wissen, ich muss für dich auch stark sein. Yeah. Ich bin ein Stellvertreter, oder? Ich bin der Posterboy, blöd gesagt, von dieser Krankheit, zumindest in der Deutschschweiz, weil es halt wenig Leute gibt, die haben. Und ganz oft treten auch CFlerinnen und CFler an mich, die sagen, ja, aber kannst du dich nicht für das oder das einsetzen? Auch jetzt, wo es darum gegangen ist, eine Zulassung für ein Medikament zu bekommen, ja, kannst du denn nicht, also, du bist ja Freund mit dem Berser auf Instagram, kannst du ihm nicht mal schreiben. So, ja. Ich will die Position auch nicht ausnutzen und gleichzeitig hast du das Gefühl, du hast eine Verantwortung für die Gruppe und so. Und das ist ja immer sehr schwierig zum Handeln. Ja, das hast du ja gesagt. Vor allem, ich glaube, es ist vor allem heftig, wenn eben Ältere von Kindern kommen. Ja, mit denen dann müssen sagen, nein, sorry, ich kann von nichts machen. Yeah. Das willst du einfach nicht. Ja, yeah. Das ist... Das willst du nicht. Es ist spannend. Es geht immer auf alle Seiten. Und je nachdem, wie man gerade unterwegs ist und wie man sich selber fühlt, kann man es besser handeln. Und manchmal ist es sehr schwierig. Ja, weißt du, wie oft reagiere ich auch total unsouverän auf Anfang? Also, nein, wirklich. Gerade auch diese Woche wieder passiert, oder? Die ganze Kacke losgetreten hat mit dem Djokovic im letzten Sommer, mich wieder irgendwo in einem Beitrag abpisst hat, aber ohne mich zu markieren. Aber ihre Trollarmee hat es natürlich mir schön weitergeschickt, oder? Wo ich dann deren in einer DM geantwortet habe, sagen, feige Sau, sie soll mich doch wenigstens markieren, wenn sie schon hinter meinem Rücken über mich redet, oder? Und das hat sie dann natürlich gepostet. Und dann da habe ich mir gedacht, du Huren Anfänger, wie alt! Du müsstest doch wissen, dass das passiert. Aber du bist in dem Moment bist einfach so getriggert und es ist mir scheiße gegangen, krank gewesen und einfach gedacht, ach komm, weißt du, was fickt dich im Fall? Und nachher denkst du, oh, wie unprofessionell, wirklich. Und da sind wir wieder nach dem Büssi. Ist die nächste Folge am, was ist, jetzt sind wir im März, 5. März gekommen. Die Ex-Freundinnen, muss aber dazu sagen, sind nur zwei Verträge gewesen. Ja, Martina und Isabel, die sind gekommen. Und Aniko hat leider nicht kommen können, dass wir noch nachholen. Wir laden irgendwann mal Aniko ein, allein oder mit den anderen zwei nochmal oder irgendwie so. Ich meine, der Podcast, der gibt es ja hoffentlich noch ein bisschen und somit werden dann auch gewisse Gäste wiederkommen, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Aber wir haben auch dort fast zwei Stunden haben wir miteinander geschwätzt über alles Mögliche. Und es ist immer eine andere Dynamik, sobald man nochmal jemand dazu hat in diesem Podcast. Das ist immer sehr schnell spürbar, weil halt einfach entweder man tuned in auf einfach die Person, die einem gegenüber ist, oder es ergibt sich auf einmal so wirklich so eine Gesprächsrunde es ist speziell, weil sie quasi eine Gruppe sind und ich mit dieser Gruppe rede, aber natürlich hat sich dann mit der Zeit so eine eigene Dynamik entwickelt, wo einfach auch sie untereinander irgendwie noch gewisse Sachen erfahren haben und so. Und ein Highlight davon können wir jetzt uns anschauen oder hören. Ich hatte so einen Stress vor dem, du musst ja ganz am Schluss, bevor du das Prüfe überkommst, musst du noch so einen Notaufstieg machen, wo du musst auftauchen, aber du darfst nicht schneller tauchen als deine Blöterli. Aber du musst gleich von irgendeinen 10 Metern auftauchen. Mhm. Und dort hatte ich so einen Stress, weil ich das Gefühl hatte, ich habe doch gar keine Luft für 10 Meter, ich schaffe doch das nie. Und irgendwie habe ich richtig, es war so schlimm gewesen, wir waren in der Ferien, in der Malediven, und ich habe richtig Durchfall bekommen von lauter Stress. wegen dem blöden Notaufstieg. Und nachher, als ich es dann geschafft habe, ich so, jetzt Party, du. Nein, aber es ist noch verrückt. Und mein Mann hat dort nämlich noch ein traumatisches Erlebnis gehabt. Er hat müssen, ich glaube, ich habe auch ein bisschen Allergien und meine Tränchen. Der ist tauchen gegangen, seinen ersten Tauchgang dort. Und der ist mit so Japaner zusammen gewesen, in der Gruppe. Und die haben ganz viele Fotos gemacht, weil sie irgendwie Manta-Rochen gesehen haben. Ja. Yeah. Geil. Und die sind wirklich nur am Fotografieren gewesen und er hat schon gedacht, schade, dass ich keine Kamera mitgenommen habe. Und nachher haben die plötzlich keine Luft mehr gehabt. Also null. Und sie haben es nicht einmal selber gemerkt gehabt, sondern der Tauchlehrer ist mal bei allen anschauen und hat dann gesehen, shit, okay.
Und dann haben sie müssen gemeinsam, die haben schon gar keine Luft mehr gehabt, hat er müssen seinen Notregulator geben, der Tauchlehrer hat seinen Notregulator gegeben. Und dann haben sie sich so müssen heben und zusammen so einen Notaufstieg machen. Und irgendwie nach dieser Geschichte ist bei mir sowieso gerade schon schwierig gewesen, oder? Ja. Und wieso haben sie keine Luft mehr gehabt? Sie haben so geschnuffelt, sie haben einfach so Freude gehabt an diesen Unterwassertieren, dass sie einfach... Aber das ist ja eigentlich schon der Tauchlehrer in Verantwortung. Ja, nee, also eigentlich schon. So. Aber anscheinend, ich weiss es auch nicht. Ja, es weckt den Vogel. Der Vogel ist jetzt vorhin, also der Vogel. Null beeindruckt. Es weckt also. Keinen. Ah, das ist schon anders. Ich bin in Afrika aufgewachsen, weisst du, da habe ich ganz... ja. Von Elefanten, nein, auch nein. Komm. Doch, nein, ich will mehr wissen von dem, oder? Das unbedingt. Ist cool. Das ist auch wirklich eine Info, wo ich sie kann überall schlafen und sie kann fast alles trinken und muss nie Angst haben, dass sie irgendwie, weißt, du bist wirklich so hart im Nähen, wenn sie irgendwo, wenn wir so, oh, kann man echt das Wasser trinken? Ich bin die unzimperlichste von uns. Nein, ich bin in Afrika aufgewachsen. So, ja, was bin ich? Mit 6 sind wir gegangen und mit 11, 12 sind wir zurückgekommen. Wo denn? Kenia. Kenia? Kenia, ja. Super Zeit, sehr prägend. Aber dort habe ich natürlich viel, also wir sind dort wirklich im Bus draussen gelebt, sozusagen. Und wo bist du gegangen? Mein Vater hat dort ein Forschungsprojekt gehabt. Okay. Und begleitet und betreut. Ja. Von der DZ Bern. Und ja, wir sind mit und meine Mutter ist Lehrerin, die hat uns nachher homeschoolt, wie das heute ja altbekannt ist seit Corona, nicht mehr, was soll denn das? Nein, und hat meine schon schon mehr unterrichtet, ja, und wir haben dort, sind dort in diesem Buschland aufgewachsen und da erlebst du natürlich ganz, also ja, einfach ganz eine andere Welt. Yeah. Für mich ist entweder, also herzugehen ist weniger schwierig gewesen, als nachher zurückzukommen, weil der Kulturschock nachher wieder in diese Welt ist viel grösser gewesen. Ja, yeah, ja. Yeah. Als umgekehrt, weil sonst dort bist du einfach frei und wild. Aber es ist schon ein bisschen so, also du hast viel mehr Freiheiten gehabt, du hast viel mehr mit der Natur gelebt. Halt. Und es ist sicher noch eine Frage vom Alter in dem Moment. Genau. Dass mit 12 irgendwie nehmen anders an, auch wenn es zurück ist. Und du bist halt so dermaßen uncool, yeah, wenn du halt irgendwo kommst und immer noch deine Leggings drehst, während die anderen cool mit ihren Levi's Jeans rumlaufen. Und du bist, also es ist schon, du kannst das gar nicht nachvollziehen. Was ist, du hast das gar nicht mitbekommen. Mhm. Ich weiss noch, wie die mich ausgelacht haben, wo ich nicht gewusst habe, wer der SCB ist und der Tosio dort jetzt der Torwart ist. Mhm. Das ist für die unbegreiflich gewesen. Und für mich ist das wirklich eintauchen in eine Welt, die so ganz andere Wertigkeiten hatte, wo andere Sachen wichtig waren. Yeah. Das ist wirklich nicht ganz einfach gewesen als Kind. Dermassen uncool bin ich gewesen. Schon so dermassen uncool, dass ich es jetzt schon fast wieder cool finde. Bist du auch uncool gewesen als Kind? Oder wie? Ja, sicher. Aber ich habe das Gefühl, das ist ja dann auch ein von den Gründen, warum man in irgendeiner Art und Weise auf die Bühne geht. Also man ist ja irgendwann durch anders. Schädigend. Nicht mal geschädigt, aber du bist sicher anders als andere. Und das ist für mich zumindest, ist das, als Kind ist das dann eher ein Nachteil, aber wenn du erwachsen wirst, ist das dann ein Vorteil, weil eben du dann auch andere Sachen machst. Mhm. Also in meinem Fall, ich habe nie Angst gehabt, vor Leuten anzustehen und performen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr habt manchmal mehr Nervosität, manchmal weniger. Haben Sie so eine richtig nervöse? Also ich bin überhaupt nicht als Kind total ich bin sehr ein introvertiertes Kind gewesen. Mhm. Ich bin gar nicht so extrovertiert gewesen und bin überall hergestanden und habe mich präsentiert. Ich habe die grosse Liebe in der Musik gefunden. Mhm. Und dort ist wie das nachher zu präsentieren, die schützt. Mhm. Und ich fühle mich auch noch heute auf der Bühne viel wohler, wenn ich singen kann und mich in die Musik eintauchen kann, als wenn ich eine Szene spielen muss. Noch heute bin ich viel sicherer in Musik. Mhm. Ich musste das ändern müssen lernen. Das eben Schwafeln vor Leuten oder das, was du machst, ist wirklich höchste Bewunderung. Weil ich kann gut nach Text funktionieren und nachher auf kleine Sachen vom Publikum reagieren, aber ich wäre sicher nicht der, der jetzt einfach die Leute einfach schnurrt. Und das kann. Das weiss ich auch. Yeah. So, andere machen von dieser Gruppe, die das ja, also das ist ja gut, auch bei uns, da ergänzen wir uns ja auch gut. Mhm. Haben andere sicher besser. Und die singen dann halt einfach laut, vor allem. Die Ex-Freundinnen
sind das gesehen. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt Erfolg. Der Christoph weiß schon, welche? Der Hausi. Der Hausi. Sensationell. Was ist denn das für Erfolg? Irgendwie am 10 Uhr morgen, dort haben wir einen unglaublichen Tag gehabt, weil wir am 10 Uhr morgen den Hausi aufgenommen und nachher hat Charles, Sven und Frank alles in einem. Und der Hausi ist einfach wie der Hausi halt ist. Und dank dem Christoph haben wir den Hausi in Podcast gekriegt. An der Stelle vielen herzlichen Dank. Und es ist der kürzeste Podcast, den wir jemals gemacht haben. Ich meine, eine Stunde machen wir immer. Ja, das ist eigentlich also ein bisschen der Deal. Und dann gibt es so wenige Leute wie der Hausi, wo man sagt, hey, wir machen einfach so lange, wie der Hausi will. Und der Hausi hat dann irgendwann gesagt, ja, ich langsam fertig jetzt. Hat dann aber nachher noch etwa drei, vier Stunden. Nachher haben wir noch eine halbe Stunde geredet, ja. Im Studio, auf noch weiter verzählt. Aber es ist auch schon in der ersten, was sind es gewesen, 40 Minuten oder so, ist ziemlich viel passiert. Jenseits viel passiert, ja. Ein Highlight habe ich dort rausgesucht, wo zeigt, warum der Hausi ist und wie er in dieser positiven Art andere Menschen zu loben, auch sich selber zu einem besseren Mensch macht. So. Also einfach auch eine viel gute Person. Oder? Absolut, absolut. Unbedingt der Hausi schauen, falls sie es noch nicht gemacht haben. Ein Highlight gibt es da. Ich habe Freundschaft gepflegt. Die Herren haben ja schön kommen. Ich habe gesagt, meine Herren, heute Abend haben wir einen guten Tag gehabt. Heute mache ich Champagner trinken. Nein, ich bin schon reich gewesen, oder? Und im Rest vom Patronenhotel hat der Chef immer gesagt, der Hans kann machen, was er will da drin. Er zahlt immer alles. Und dann Jörg nur Champagner brachen machen, wenn er morgen Schweizer Meister wird, da gibt's wieder eine riesen Party. Ich bin Dritter geworden, weil Zweiter geworden. Und dann habe ich Party gefeiert. Ja. Und hat dann auch viele Sachen gemacht, die ich immer mache. Zum Beispiel haben wir weggemacht, wer zum zweiten Stock rausgekumpelt, im Hotel auf Kastor Patron, da gibt's heute nicht mehr. Dann bin ich ein Füttelblut. Dann bin ich als Erster rausgekumpelt. Und noch haben wir am anderen Tag gesehen, dass ich einen halben Meter unter Schnee hatte, einen Haken. Hätte ich aufgespielt. Ich habe alle Risiken auf mich gelassen. Ich habe das Risiko gebraucht. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch, ich bin in Malaga gehockt, viele früher bin ich falsch im Skifahren, falsch im Ufer in die Luft. Dann bin ich auch in den Sturm reingekommen. Der Wind hat plötzlich umgeschaltet. Ich bin oben gegangen, auf 30 Meter oben. Und bin ich mir oben runtergekommen. Nur noch mit Mühe und Not. Und yeah. Er hat mich schon wieder abschlippen lassen, ins Meer rausgekommen, also ins Meer rausgezogen lassen. Nein, ich habe einfach. Du meinst, ich habe so viele Verletzungen gehabt. Dachte, brauche zweimal. Yeah. Die Operationen, sechs Stück. Ich habe alles gebrochen. Ich habe immer Risiko gesucht. Ich bin ein Mensch gewesen, der einfach das Risiko. Mein Geschäftsleben habe ich das Risiko nicht gesucht. Da habe ich gerade Linie genommen, aber privat. Hast du Ausgleich gebraucht? Da habe ich auch das Geschäftsleben nicht. Yeah. Dann bin ich richtig gegangen. Einfach, wenn ich auch können. Aber im Privatleben habe ich viel Risiko gemacht. Ja. Yeah. Und du bist aber nie gross in Versuchung gekommen, zum Beispiel, was ja gerne mal passiert. Man wird reich und dann eben fährt man auch Partys feiern und so. Und irgendwann kommen Drogen. Aber du hast eigentlich nur Alkohol, also Champagner Alkohol aufgemacht. Alkohol haben wir doppelladig an der Karl. Doppelladig, einer hat mir mal einen Pupfer gegeben, er hat gesagt, Pupfer, da merkst du etwas, da merkst du etwas. Also Pupfer, ja, Koks oder was? Koks, ja, er hat nicht gemerkt. Er hat gesagt, ich bin Stachbauer für den Eistreck. Der Haus ist stärker als Koks. Ja, wir haben einen natürlich, oder? Ja, manchmal hat Rom und er hat einen Mafia-Film, drin, Botte Venerone. Und John Bradley, der Amerikaner, der Mafia-Film drin, hat immer mal einen, Hans Jung. Und ich einen, nicht mehr. Ja, nicht mehr. Am anderen Tag keinen Hunger gehabt, ist alles. Aber ja. das ist eben wahrscheinlich auch, weil du dich ja selber motiviert hast, weil du sagst, die Menschen haben ja auch einen glücklichen, fröhlichen Hausi wollen gesehen. Wie hast du denn das immer gemacht und wie machst du es heute noch? Ich sage das immer. Wenn ich am Morgen aufstehe, komme ich zum Bett raus und lege zuerst mal auf den Rücken und 20 Mal die Beine anziehen. Yeah. Stärken. Dann mache ich sofort 20 Liegestütze. 20 Liegestütze sofort. Ja. Yeah. Bin da 30. Und dann meine
Katze, die Vierbeine, die kann bewegen, wenn sie aufstehen, muss sie auch bewegen, wenn mich oder. Und dann stehe ich in den Spiegel an und sage, Gott, Vater, bist du ein guter Geist, siehst du wieder gut aus, okay? Dann gang ich zum Haus raus und sehe Frau Meier verstummelt rumlaufen. Ja. Und dann wird Nachbarsfrau gesagt, Frau Meier, Sie sehen heute gut aus, haben Sie schon eine Nacht gehabt? Dann ist Ihr Tag auch noch gerettet. Nein. Die Leute loben. Das kostet nichts. Ja. Du musst immer die Leute loben. Und jeder, der sagt zu einem, du siehst aber ganz geil aus heute. Bist gut geschaut, das alles stimmt. Es ist ja so. Loben kostet nichts. Mhm. Nein. Wenn ich, schau dir mal meine Theorie, die ich die Firma selber geführt habe. Dann bin ich mit dem Chauffeur jede zweite Woche alle Büro abgeklopft. Alle Büro. Dann bin ich, habe ich angefangen im Büro Basel. Das ist der Zitzer, ganz ein toller Mann. Markus Zitzer, der 30, 35 Firma geführt hat, und er gesagt, Zitzer, bevor ich gegangen bin, und ich habe immer noch den Sack durchgelangt, dann habe ich mir einen Portemonnaie reingelangt, jetzt habe ich jedes Mal noch einen Linderhox, und niemand geschaut hat. Und ich sagte, Markus, ich muss dir einfach etwas sagen, du bist mein bester Mann. Ohne dich bin ich aufgeschmissen. Johannes! Johannes! Dann bin ich weitergegangen. Dann bin ich in Emporio, auf Bernhof. Ich habe gesagt, du Benni, auch. Wir haben zusammen gehockt, wir haben eine Sitzung. Du Benni, wir sind ein paar gegangen. Wo dann etwas sagen, Bernhof, dann brauche ich auch einen guten Markt. Ich habe 45 Jahre nicht. Du Benni, weißt du, du bist der Beste. Du siehst nicht am besten aus, Freunde. Das ist auch noch wichtig. Du bist ein guter Geiner und bist der Beste. Also, so habe ich das alle Büro abgeklopft. Dann jeder kann ich könnte auf Deutschland tun, wenn ich in Deutschland auf zwei Firmen. Ich bin immer in die Schweiz umgekreist, früher zwei, drei, und habe Glück gerühmt. Habe immer Glück gerühmt. Es ist, wenn es auch mal ein Loch gegeben hat, der Benni Schneider von Winterthur hat meine Firma in Winterthur geführt, hat das Loch gesagt, Benni, hat gesagt, Benni, schau Benni. Es geht bei der Opsi. Hat mir letztens gesagt, ich lang Pension nach Hause. Weißt du, wenn du gekommen bist, sind wir alle aufgestellt gewesen. Und wenn die Boss kam, ist der Benni Emporio, hat uns zusammen geschissen. Und du bist gekommen und hast gejubelt. Und hast immer gesagt, ihr seid die Beste. Nein, man tut Kompliment, ist wichtig gewesen. Die Leute Kompliment machen. Du kannst, wenn eins schon kaputt ist, noch mehr kaputt machst, mach gerne nicht mehr. Du musst es aufstellen. Ich bin Aufsteller gewesen. Unglaublich, der Haudi, diese unglaubliche Person. Das Geiste ist übrigens, das ist nicht mehr dem Highlight, wenn man daheim schon mal hat wollen Spanisch reden hören, dann muss man auf den Schluss hören. Das kann ich jetzt sagen. Senor, finita ist das Siedler da, ist fertig Velo gefahren. Waldklasse. So, dann, wie schon gesagt, ich meine, ich habe schon ein Gläschen Wein mit dem Haudi getrunken. Am Freitag um 10 Uhr morgen und danach haben wir noch eine Doppelfolge aufgenommen. Sprich, das ist, glaube ich, mal gedacht gewesen als eine Folge, aber wir haben dann auch 3 Stunden gemacht und habe ich gefunden, das muss ich aufsplitten, weil dort so viel passiert ist. Und das ist bis jetzt, glaube ich, immer noch die crazyste, lustigste und auch zum Machen geilste Folge gewesen. Also, ich habe nicht mal das Gefühl gehabt, wir machen einen Podcast. Und wir haben einfach 4 Komiker, die gerade wirklich alle einen Lauf haben und irgendwie in Superlune sind. Und der erste Stock hat auch noch mitgemacht. Und der erste Stock hat auch noch mitgemacht. Richtig, schön, dass du das erwähnen. Ja. Ich würde nämlich die beiden Folgen jetzt ein bisschen zusammenfassen. Wir zeigen euch mehrere, zum Teil kurze Highlights daraus. Und ich komme da auch nicht zu groß dazwischen, sondern das ist jetzt einfach wie so ein kleiner Supercut von den beiden Folgen mit dem Charlie, dem Sven und dem Frank. Und das ist übrigens die Jubiläumsfolge. Darum haben wir das gemacht, 50. Mal schauen, was wir für die 100. machen. Ja, also auf jeden Fall da jetzt der kleine Supercut. Sag mal, was läuft da für Haussau? Eben gar nicht. Ich habe gerade gedacht, ich höre da Musik. Ich höre nicht. Ich glaube, oben hörst du es nicht. Das ist auch Schritt. Mit Trampeln oder etwas. Hey, ist die Langstrasse auf Zürich? Das ist normal für Zürich. Das ist ganz normal. Sieg mal schnell still. Achtung. Ich glaube, es ist Geschlechtsverkehr. Ja, ich würde gerne sagen, ich bin Sex. Nein, ich glaube, ich bin Sex. Ich glaube, ich bin Sex. Nein, oder was? Ja, es ist gerade eine Minute, zwei. Du bist grosszügig. Ja. Nein, wenn du Sex... Er hat den Rhythmus. Wenn das, Rhythmus, aber wenn das Sex wäre, würdest du zwischendurch sagen, wie lange geht's noch?
Oder riss nicht so fest an meine Haare. Es sind wie einer, wo dem, dass man das glaubt. Aber los, an dem Satz merkst du, dass der Frank schwul ist. Weil das habe ich noch nie gehört. Was? Wie lange hat es noch? Nein, das habe ich natürlich auch noch nie. Das habe ich schon oft gefragt. Aber ich denke, er hat ein gutes Tempo. Also weißt du, gleichmäßig. Ja, er wird nicht langsamer. Also okay. Er hat wirklich, er hat das Ding. Ja, aber das ist roboterhaft. Siehst du, ich bin ja. Du kannst ja gerade eine Maschine anstellen. Nein, du musst ein bisschen mehr Gefühl. Hallo! Alles maschinell. Ich habe noch nie einen Podcast gehabt, wo Leute einfach oben drauf. Los, 50. Folge, da müssen wir. Das Geile ist, dass das ja Teil vom Haus ist, wo irgendwie, man weiß nicht genau, es ist so ein halb besetztes jetzt Haus und so. Ja. Und ich glaube, zwei bis jetzt, Johnny Fisher und noch irgendjemand, das heisst einfach, ja, sie ist dort und dort, oder? Und sie schauen nicht da um die Ecke mit dem Fenster, sondern sie gehen wirklich auf genau durch die Hausnummer. Und dann ist der Johnny Fisher ist bis ganz offen gelaufen und gesehen, dass sie irgendwie an so verlassenen Matratzen vorbeigelaufen und irgendjemand, der noch im Gang sagt, hey, was war das? Ist nicht da vorne Crazy Horse oder sowas? Was? Crazy Horse ist da, bin ich vorher dran vorbeigelaufen. Kann ich dir das also wie geschrieben? Ja, halt crazy. Verrückt. Mega gruselig. Ja, es ist so ein okay. Strip. Ja, ja. Oh, jetzt aber. Du, der Wortspieler. Du, nochmal ein Glas Wissen und dann können wir die ganz mies. Ich denke, die kennen das. Ist schon noch dran? Nein. Sind sie noch dran? Nein, ja. Hey, aber es quietscht immer wie mehr. Ja. Aber wieso gibt es keine anderen Geräusche? Das finde ich cool. Eben, das finde ich auch so. Das ist sehr offensiv. Es gibt kein Tatschen. Das ist auch allein, ja? Ja. Aber das ist schon cool. Hart dran. Wahrscheinlich ist so etwas völlig Unschuldiges. Es ist irgendwie Gummistiefel am Putzen oder so auf dem Boden. Aber auf eine sehr sexuelle Art. Nackt. Können wir die ersten 10, 15 Minuten von dem Podcast schneiden? Nein, das wenn du die ersten 10, 15 geschnitten hast, dann wird alles geschnitten. Nein, nein, nein. Ich finde das ein sehr, sehr ein guter Anfang. Ja. Das ist live on tape, oder? Ja. Es wird sehr selten etwas geschnitten. Wir haben nicht einmal Christoph seine Handynummer rausgeschnitten, die er sie im Büssi gegeben hat. Wieso auch? Ja. Hat eh niemand angerufen? Ist eh nicht geheim, nein. So, ich hole noch Weisswein, willst du noch? Ja, sehr gerne. Ich müsste halt einfach weiter schwätzen. Wir haben kein Richtmic, wo wir vielleicht noch ein bisschen das verstärken können, damit wir so wie ein ja, damit auch Leute, haben. Ja, damit Leute auch wissen, was da passiert. Warte jetzt. Jetzt hat er aufgehört. Ah. Nein, jetzt ist er fertig. Ah. Oh. Okay, Kinder, konnte aber gleicher Rhythmus zwei Minuten lang durch. Ich kann schon noch messen, ja. Ich könnte höchst. Bleib still. Können wir dann schauen, ob sie draussen vorbeiläuft? Weißt du, mit so durchlaufen, glücklich hast du. Warte schon. Okay. Achtung. Oh! Musst du noch ein bisschen für die Audio-Listener so noch oben bisschen etwas bieten. Wie heisst das, wo man einfach so ganz leislige Geräusche ins Mikrofon... ASMR. Yeah. Aber, ja. Aber weißt du, was es steht? Was? Müssen wir googlen. Audio Sensory... Weißt du, so irgendwie ein Schildkröte, wo du hörst, wie sie Salat, ja, ein Plättchen frisst. Und dann sind sie extra näher zu uns haben. Gibt es aber auch Menschen, die dann so vorlesen? Ja, wirklich? Ja, weißt du, irgendwie Geschenke einpacken nachher. Der CEO hat, also SSIO, der König vom Deutschrap, neben Farid Bang, hat auch so ein Ding gemacht, wo er einen Joint rollt. Aber du einfach gehörst ja, und so, oh, dann tue ich das. Ist das einfach Teil von der Track oder ist der ganze Track? Nein, es ist wirklich so sein Ding, glaube ich. Ja. Sein Intro? Nein, ich weiß nicht, ich habe das nur am Rand mitbekommen. Ja, ich glaube, ich habe mal drauf geklickt. Was richtig geil ist, sind ASMR, wo noch eine Rolle vertreten wird. Zum Beispiel gibt es ASMR Perfect Boyfriend. Und da tönt dann wieder Charlie. Das ist ja, etwas anderes. Jetzt ist er wieder dran. Jetzt haben sie Position gewechselt. Vielleicht ist es Sport. Ah, meinst du, das ist ein Stepper? Irgendwie sowas. Ah. Aber es schließt ja das andere nicht aus. Ja, das stimmt. Nein, ASMR Perfect Boyfriend ist so, da sagt er noch Sachen, die man gerne würde hören von einem Perfect Boyfriend. Das ist wirklich wahr. Ja, da liegt dann so dort und sagt so, hey, you look really great. Aber flüsternd. Ja, natürlich. Und dann sagt er zum Beispiel einmal so,
You wanna go with me to the Pumpkin Museum? Pumpkin? Ich weiß auch nicht, irgendwo. Hast du das improvisiert? Ja. Aber Pumpkin, weißt du? Come on. Hey. Ich weiß, es ist unfair, auf so Improvisation rumzuhacken, aber dass du genau das in Sinn kommt. Ja, so. Nein, ich würde eigentlich sehr gerne wieder Prince von Zamunda reinkommen. Ah, ja. Hey, so ist der Film noch geil? Der neue, habe ich nein, weißt du, ich unterbreche euch alle, ich habe zu viel Kaffee gehabt. Ich habe den Film eben so mit irgendwie Elfi huere lustig gefunden. Ja. Aber ich meine, hey, das sind Nullerjahre gewesen, das ist crazy. Ja, viel. Ja. Und ich habe jetzt Jumanji nach huere langer Zeit gesehen und ich habe gedacht, ja, okay. Ist original? Prinz, ja. Original? Ist der da Zamunda immer noch geil? Prinz von Zamunda. Das habe ich nicht so schlecht gefunden. Prinz von Zamunda schaue ich dreimal in der Woche. All drei, vier Tage, ja. Nein. Was? All drei, vier Jahre. Wirklich? Und er verhebt immer noch von A bis Z. Wir können aber recht geil. Ja, so. Meine Lieblingsszene ist. Und das Geile ist, aus 1988. Und ich habe vielleicht mit 6 oder so das erste Mal gesehen. Ja. Und bin dort verreckt. Und ja, verreckt jetzt immer noch. Ja. Zum Teil auf der anderen Sache. Das ist das klassische Altersding. Ja, ja. Ja, dann bist du älter und dann checkst du die kleinen Nuancen, die sie dann dazwischen. Klar, vor allem, wenn du schon mal auf Englisch und dann merkst, shit, da hat es noch ein paar geile Jokes. Das ist ein ganz anderer Film, ja. Und was ich erst vor ein paar Jahren gecheckt habe, und zwar auch erst, nachdem es jemand mega deutlich in einem Interview gesagt hat, dass der Eddie Murphy dort etwas Bahnbrechendes gemacht hat, nämlich er hat ausschließlich, und das ist mir nie aufgefallen, er hat ausschließlich. Der Typ gespielt in einem Barbershop. Er hat ausschließlich Afroamerikaner im Film gehabt. Ja, genau. Also. Das hat keine Wissen. Ja. Als kein einziger. Nein, ist selten. Ja, es gibt ein einziger, der spielt er. Ja. Ja. Der ist der Black Panther war damals. Also weißt, Black Panther Movie war auch so etwas, gewesen, wo sie gesagt haben, boah, aber Eddie Murphy hat es zuerst gemacht. Was mir auch ist, nach Jahren aufgefallen ist, ist eben, dass er mehrere Charaktere gespielt hat. Wie eben der Typ in der Auch der Arsenio Hall, aber auch. Der Arsenio Hall hat auch mehrere gespielt. Hä? Das weiss ich gar nicht. Meine Lieblingsszene ist, wo sie alle die Blitzdates haben. Da hat es doch die eine, auf Englisch weiß ich nicht mehr, was sie sagt, auf Deutsch habe ich es halt schon 100 Mal gesehen. Das heißt, ich will dich vernaschen, du kleiner Schnullepaps. Und isst irgendeine Kirsi und dachte, und dein Freund auch. Und das ist der Arsenio Hall. Was? Ja, jetzt eine hohe Week. Hä, was? Und der Wiese spielt der Eddie Murphy. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe nur gemeint, der Barbershop-Typ war Eddie Murphy. Und? Und der Dings, der McDowells, das ist ja nicht der McDonald's, sondern der McDowells. Ja. Ihres M ist ja breiter. Der McDowells überfällt, ist der fucking Samuel L. Jackson. Schon? Ja. Nein! Das ist eigentlich für seine erste Filmrolle, die er noch nicht bekommen hat. Ja, stimmt, das habe ich auch mal in so einem Monjo-Video gesehen oder so, ja. Wow, viel zu lange. Ich habe gedacht, der ist so schlecht, der Räuber. Und der, der... Get the fuck up! Ja, das ist der fucking... Motherfuckers! Das ist Samuel Jackson. Das ist wirklich Samuel Jackson. Hat der Motherfuckers gesagt? Ja, hat er Motherfuckers gesagt. Sonst wäre es nicht er. Ja. Und der, der Sexual Chocolate singt, das ist auch Eddie Murphy. Sexual Chocolate? Hey, du spoilst den ganzen Film. Sexual Chocolate! in den Dings, ja genau. Ich habe nur einmal gesehen, ich kann so präsent. Nein, musst du es schauen, ist nicht so schlecht. Okay. Und, nein, ist der zweite jetzt schon draußen? Ja, die machen jetzt Werbung. Ich glaube von Amazon. Aber ich glaube, die Erwartungen sind da oben. Der Frank tut so, als hätte er noch nicht mehr hart verkaufen auf. Nein, ist immer. Ja, haben wir nicht. Haben wir nicht im Angebot. Aber ist sicher gut. In Bangkok haben wir das... Oh mein Gott. Dort würde ich auch nie mit einer Rolle fahren. Wir sind auf irgendwelchen Inseln. Und zwar, in Bangkok hast du sogar Rollertaxi. Das sind einfach nochmal günstiger als normale Taxis. Also, dass du bei einem hinten drauf hockst. Du musst auf den Helm... Also musst. Ziehst auf den Helm an, wenn du willst. Wo schon 100 Köpfe drinnen gesehen sind. Und für eine 50 Bart fährt er dich von einem Ort zum anderen. Aber du stirbst. Hat er ein Taxameter? Also das läuft schneller als ich wüsste. Das ist nicht die schnellste Route. Nur schnell, Fun Facts, gibt es eine Sendung, glaube ich, Kabel 1 oder so. Das ist die deutscheste Sendung, die ich ich weiß nicht, wo irgendein Dude so Vergleich macht, wo wirst du im Urlaub beschissen. Das ist so geil. Ja, das ist so deutsch. Du hast es so beschrieben, Alter. Die deutsche Hello, hier. Eben so in Thailand so. Hello, hier, it's a Taxameter. Please run the Taxameter.
Da weißt du es nicht? Und dann schaut die Kamera so, da wollte der mich bescheißen, ja. Du. Hey, 50 Baht Unterschied. Ja, das sind ganze 2 Euro. Nein, ja. Also nur schnell. Das Thailand, ist die geistige Auto, wirklich. Ei oben sind wir in so einem in Viertel, das heißt Patpong. Patpong. Mhm. Und im Patpong hast du so lustige Shows und so, ja. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir ins Partyviertel. RCA heißt das, glaube ich. Und zwar wirklich ein Viertel nur Clubs. Und dann gehst du halt so führen, und dann hast du irgendwie die Tuk-Tuk-Taxis. Und die tun sich natürlich immer unterbieten. Und dann sagst du, hey, wir müssen zum RCA. Und einer sagt 400, der andere sagt 350. Und irgendeiner sagt dann 320. Und die anderen werden richtig pissig, weil du merkst, dass so, so, das ist der Preis, der ist nicht okay. Ja. So, was 320? Sicher nicht. Und wir sagen, so, okay, wir gehen mit dir. So, jetzt ist der ohne Scheiß etwa 40 Kilo schwer gewesen. Und wir halt so im Schnitt 80. Das heißt, du hast hinten 240 Kilo, wo eh schon mehr Räder hast, weil vorne hast du nur ein Rad, ja, stimmt, und 40 Kilogramm Dude. Knapp. Also 40 schon, ja. Und dann hat er sich einen Spaß daraus gemacht, so fucking Wheelies zu machen, bei jedem Rotlicht. Geiles Ziel. Ja? Krass. Weißt, und wir so, wow, weißt du, schon mega betrunken, so, oh mein Gott, wir sind in Hangover, haha, so, oder? Beim dritten Rotlicht sehe ich, oh Scheiße, wenn er es wieder macht, sehe ich so im Rückspiegel, sehe ich sein Gesicht so. Wenn er merkt, es ist, glaube ich, zu viel Gewicht hinter, ich kann das nicht mehr durchziehen. Und wir so, oh shit, alle so führen geworfen, dass wir dann irgendwann so, wieder runterkommen. Ah. So, dann fahren wir. Und dann gehen wir so, ohne Scheiß, gehen wir auf die Autobahn mit dem Tuk-Tuk. Gehen auf die Autobahn. Alter, wie schnell fährt der? Nicht schnell. Was? Ja, nicht also, Autobahn schnell. Nicht Autobahn schnell. 50, 60, ja. Okay. So eine mega lange Auffahrt. Wirklich, du hast das Gefühl, das ist die längste Auffahrt, was jemals gehört. Und während wir die Auffahrt so auffahren, schaue ich so links und sehe sehr viele Leute und so Lichter und so. Da denkst du, es gibt so viele Clubs. Und während ich so schaue, schaue ich auch wieder so einen Rückspiegel und mache so. Ich sehe da in die Clubs und dann merkst du, ich glaube, er weiß selber nicht genau, wo man ist. Im Kreis gefahren. Fahrt führen, auf der Autobahn, haltet er an. Alter! Und ich so, nein. What the fuck? Und dann ist auf Taxis links und rechts, wo hupen. Und wir stehen auf der Autobahn. Dann haltet einen an, vor den zusammenschießen und dann so, jo, Dings. Dieser Fetzer, der scheiß Tourist. RCA. Und dann so, Ausfahrt, Sport. Und dann, okay. Legt Rückwärtsgang ein. Und fahrt rückwärts? Und fahrt auf der Autobahn. Alter. Rückwärts. Alter. Wir drehen hinten. Und ich weiß noch, sehr betrunken gesehen. Yves ist dabei gesehen, alles dabei gesehen. Ich sag so, Jungs, das ist der Moment, wo wir sterben. Und ich habe es ernst gemeint. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, irgendein Taxi, irgendein Auto, ja, sieht uns nicht und es ist vorbei. Und dann ist der ohne Scheiß das ganze Ding oft wieder rückwärts runter, weißt du, ein bisschen auf dem Seitenstreifen und macht ab und zu so, weißt du, eben zum Vorwarnen, da kommt voll einer rückwärts die Autobahn drauf. Oh mein Gott, wir sind nein. So rum, sind wir runter. Und dann hattest du eins links, dann ist er bei RCA gesehen und dann hat er, glaube ich, 400 Wellen. Wir sind, nein, Mann, du hast 320 gemacht. Und dann so, ja, aber Autobahn, das nicht unser Problem. Er hat keine Vignette gehabt, weißt du, und noch Fuß im Nachhinein. Wir haben in Thailand am Rezeptionsdude gesagt, wir wollen irgendwo hin, wo wir so richtig geile, gefälschte Sachen können kaufen. Und dann hat er gesagt, oh ja, bestelle ich jemanden. Ich habe das Gefühl, der Satz geht in den Computer. Auf jeden Fall haben sie uns dann irgendwas Industriequartier rausgefahren und dort hat es einen Laden gehabt, wo von innen so die ganzen Fenster zugeklebt hat mit Zeitungen. Und du hast aber gesehen, es hat Licht hinten dran. Und dann sind wir dort innen und im Inneren hat es ausgesehen wie so eine Luxusboutique, aber mit all so Brands, die du noch nie gesehen hast. Und dann sagen wir so, ja, quasi das geile Zeug gesagt. Und dann haben sie uns hinten so eine Tür aufgeschlossen. Und dort hast du dann so Louis Vuitton und was weiß ich gehabt. Oh, shit, und es hat alles so beschissen gefälscht. Also wir sind so aus Anstand, sind wir 3 Minuten durchgelaufen, haben uns ein bisschen angeschaut. Ah, okay, dann sind wir gegangen. Dann ist das Taxi weg gewesen. Und es ist irgendwie so im Industriequartier. So quasi im Schlieren West von Bangkok. Und dann hast du einfach so Leute draussen gehabt, auf so kleinen Plastikhocken, die Karten gespielt haben.
Das war mega gruselig. Oh, geil. Und aber so voll in Louis Vuitton-Kleider. Genau, also wir sind eine neue Louis Vuitton. Mit dem Ralph Lauren, wo der andere Baseballschläger in der Hand hat. Ja. Mit dem neuesten Adipass. Was du gemeint hast, ein Kollege von mir, der sieht nicht so gut aus und hat mir erzählt, dass er sich im Hotel hat massieren lassen. Das Intro, Alter. Nein, jetzt kommt es eben. Moment. Ey, wie redest du über uns, wenn wir nicht dabei sind? Eben, gell? Niemand von den Anwesenden. Er ist recht dick und so. Er sieht einfach nicht gut aus. Und der hat sich dann jemanden aufs Zimmer bestellt, zum Massieren. Und dann kommt ja am Schluss so die Frage, ja, sollen wir noch fertig machen und so. Und dann hat er sich noch auf den Rücken gedreht und so. Und da ist halt noch extra Dienstleistung dabei gewesen. Und das hat dann schlussendlich 300 Stutz gekostet. Und dann hat er zu uns gesagt, wow, hure billig, Jungs. Oder? Und wir haben uns auch nicht getraut, um zu sagen, ja, Alter, die hat die voll abgezockt für 300 Stutz, hättest du dich können heiraten. Ich habe gesagt, ah, Schweizer Pass, Fettsacken, machen wir mal 300. Oh, nein. Oli, er hat es schon gesagt. Nein, nein. Er geht davon aus, es kostet einfach. Aber wenn er jetzt. Los, jetzt oder wenn er den Podcast. Was? Ich bin grusig. Und ich habe das viel zu und ich hab... Oh, nein. Du hast gerade schon ein Leben. Oh, shit. Ich will nicht Teil sein von der... Ah, ja, ich bin wir sind schon zu tief drin. Ja, nein, das ist... Erzähl das ist mir, Frank, von Thailand. Wir sind mal in so einer Bar gewesen. Wir noch in so einer Bar mit so... mit Transsexuellen. Ich weiß es nicht, wie man es richtig sagt. Also in Thailand sind sie ja... Sind sie aber nicht einmal unbedingt transsexuell, sondern ja, ja, aber nein, es ist eben beides physisch vorhanden gewesen, unten und oben. Aha. Ja, aber man geht immer davon aus, das sind so die, die so super, weißt du, die du kaum erkennst und so. Mhm. Und unsere aber nicht. Das ist so. Das ist klar. Irgendwie, das ist ganz schlimm gewesen. So badass Knuckles. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt in dem Podcast. Genau die gleiche Geschichte. Du hast die Adamsapfel. Nein, und dann haben die eben immer so. Also, du bist halt als Tourist, sind sie gerade auf dich angeschwärmt, yeah, oder? Klar, und haben dann immer so. Weißt du, und irgendwie, was weiß ich, 400 Baht oder so. Und immer die Bewegung. Und wir haben gedacht, das ist eine normale Bar und so, was hat dein Gefühl, was wir jetzt da drin machen? Ja. Und das war aber, du sollst einen Drink zahlen. und die Dinge irgendwie 400 Baht oder was weiß ich. Also hat halt nichts gekostet, irgendwie 4 Stutz oder so. Und einfach, damit man sie endlich loswerden, hat mein Freund gesagt, jetzt gib ihr doch das Geld. Und dann haben wir ihr das Geld gegeben und ist sie an die Bar gerannt und hat sich irgendwie ein Bier geholt oder so. Und dann haben die anderen das auch gemerkt, weißt du? Und dann sind irgendwie gerade nochmal 5 Meter. Ich bin so Strassenhunde führt. Nehmen wir alle eine Runde Bierzahl. Und die haben das so lustig gefunden. Weißt, so, man kokettiert ja dann mit dem, dass man quasi beide Geschlechtsmerkmale hat. Also unten und oben. Und sie haben dann immer so den unteren Teil am Ellbogen gerieben. Das haben sie mega lustig der gefunden. Der untere Teil am also Ellbogen gerieben? Ja, also was? Sie ist aufgestanden und hat sich so ihren Schritt an deinem Ellbogen. Und nachher ist ihr schon Geld geschuldet? Nein, aber einfach, die haben das halt so lustig gefunden, dass sie quasi mit allem ausgestattet sind, was die Natur einem kann mitgeben kann. Und der Chirurg. Und es war mega unangenehm. Ja. Also aufdringlich. Das verstehe ich voll. Ja. Es ist mir schon unangenehm, wenn ich zuhöre. Ja, wirklich. Wie so Flüge, so, und halt wirklich so Brüste, weißt du, hast du das Gefühl, es gibt nur eine Grösse, weißt du, so monströs. So, Orange quasi in einen Strumpf reingeschoben. Ich muss so aufs WC, aber ich will keine Sekunde verpassen von diesen Geschichten, Alter. Ich mach hure schnell. Ich habe nichts mehr in Thailand. Ich sterbe. Ah doch, es gibt einen, so eine. So, das sind sie also gesehen. Ein paar von meinen besten Freunden, wo zum Glück auch Komiker sind und darum kann sich dann so lustige Talkrunde ergeben. Lustigerweise genau die Konstellation, die ist ja dann auch zusammen im Sommer in Flims gesehen, in unserem Comedy Camp, wie ich es nenne, wo wir ein bisschen an unserem Programm probieren zu arbeiten. Vor allem diesen Sommer ist es sehr viel probieren gesehen. Oder nicht einmal probieren, sondern einfach... Das ist eigentlich so ein bisschen wie der Podcast, hat sich dann oft weitergezogen. Ohne Kamera. Eigentlich müsste ich immer eine Kamera dabei haben, wenn wir uns irgendwie treffen. Auf jeden Fall sehr, sehr funny gewesen, ja. Dann ein anderer guter Freund, wirklich einer meiner besten Freunde, ebenfalls Pasquale Stramandino. Kennen viele natürlich von Instagram und seinen Videos, wo er sich
ein bisschen aufregt. Ist aber auch im echten Leben ein unglaublich lustiger Mensch. Und ich weiß nicht, wie viel davon er spielt zum Teil, aber abergläubisch, das ist er wirklich. Und die Aberglaubensszene, habe ich gefunden, die muss man in so einem Rückblick auf jeden Fall drin haben. Mein Sohn macht Geräusche in der Nacht. Mhm. Ist grossartig. Jetzt würde ich gerne wissen, was träumen Kinder? Was träumt mein Sohn zum Beispiel? Yeah. Also mein Sohn träumt von der Gitarre natürlich, die du ihm geschenkt hast. Aber weißt du, manchmal macht er so. Was hätte das jetzt können? In diesem Rhythmus. Ja, das war schon so. Wobei, also Träume sind selbst spannend, weil irgendwie, du tust ja, ich weiß nicht genau, du träumst ja eigentlich mega kurz und du träumst aber ganz viele Sachen in dem Moment. Also darum kann das natürlich schon sein, dass da müsste man jetzt irgendwie jetzt mal so mit so Traumforscher, bla bla bla. Traumdeuter, meine Großmutter ist eine große Traumdeuterin. Wirklich? Ich habe mal ein Buch gelesen darüber. Das ist schon spannend. Ich mir groß sage, ich habe geträumt, dass ich gestern das Auto gefahren bin und dann bin ich geflogen. Dann sagt sie, oh, das bringt Geld. Und ich sage, also, in gewisser, irgendwann bekommst du Geld. Ich so, okay, cool. Ja, aber es gibt so ein bisschen Stretches auch dort, wo das irgendwann im Buch, habe ich dann auch gedacht, okay, es ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt. Ja. So wie Horoskop sind ja überall immer gleich formuliert. Ja, logisch. Logisch. Das ist, ja. Entweder du stirbst, yeah, oder du hast den besten Tag von deinem Leben. Oder du musst warten, bis der Mond am 22. oder 23. in deinem Zeichen ist. Ja, und vor allem, es ist so, Ihnen wird ist ein Klassiker? Ihnen wird viel Schönes widerfahren, aber passen Sie auf, jemand könnte etwas Böses wollen. Weißt du? Und das alles ist möglich. Ab Mitte Woche. Yeah. Weißt du? Und du sagst, ah, okay, kann ich mich vorbereiten. Aber du machst jetzt über das lustig, du bist der abergläubigste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Das stimmt. Eben. Ja, was willst du jetzt? Du willst sagen? Weißt du, wo ich dir angelegt habe? Weil. Du leidest mir so oft an. Ja, weil mir ein Vogel auf die Hose geschissen hat. Boah, du hättest an dem Tag schon, hättest du mir gehen und Zahlen spielen in jedem Glücksspiel, das es gibt. Aber weißt du, wie viel Glück das bringt? Ist dir das bewusst? Ich laufe manchmal extra um und hoffe, dass mir ein Vogel anschießt, aber es passiert nicht. Ja, mir hat auf Jeans genau in die Mitte, hey, beim Reissverschluss, einen riesen Haufen gemacht. Und ich habe gewusst, dass du sagst, das bringt Glück, oder? Ja. Und dann lüte ich dir an und du, nein, weißt du, wie lange ich das schon will? Aber du meinst es ernst? Natürlich meine ich es ernst, das ist auch ernst. Aber mit dem spielt man nicht schon. Wenn eine schwarze Katze vor meinem Auto durchlebt, yeah, kannst du 100% sicher sein, ich halte an, bis jemand durchlebt. Wenn mir das einmal passiert, am 3 am Morgen auf einer Bergstrasse, habe ich verloren, aber ich fahre nicht weiter. Ah, und einen Schirm habe ich mal den aufgemacht, hat die auch gestresst? Ja, das macht meine Frau auch, ich verstand das nicht. Wie man so unvorsichtig kann sein. Habe ich gesagt, aber lass es doch draus. Was ändert es dir, ob es drin ist oder draußen? Sagt sie, ja. Was ändert es dir? Ich so, tu nicht Sachen umdrehen. oder Hut auf dem Bett und so Sachen. Nein, hör auf. Oder ich mache ja auch nie die Ölflaschen kaputt. Okay. Wenn ich gehe Glas entsorgen, yeah, dann tue ich alle Flaschen da rein, bla bla bla. Olio d'olive extra vergine. Yeah. Mache ich nebendran. Das bringt Unglück, Ölflaschen kaputt machen. Weil das, ich auch kein Salz, das ich yeah, hinter die Schulter werfe. Oder wenn du ja Alkohol hast, ja, das ist 100-mal passiert. Dann gerade hinter den Ohren, bringt Geld. Das sind alles Sachen, das darfst du nicht. Ich habe 100-mal gesagt, darfst du das nicht unterschätzen. Nein, und was habe ich, irgendetwas habe ich auch mal falsch gemacht. Ich habe irgendetwas Positives habe ich schon quasi ausgesprochen. Richtig. Etwas, was wird passieren, das darf man auch nicht, nein, gell? Nein, darfst du auch nicht. Okay. Also du darfst dich freuen. Ja, ja, ja. Das ist ja der, und kennst du auch bestens, Pasquale, der andere Pasquale. Der andere Pasquale, ja. Der ist ja der Meister in dem. Das ist ja der. Er hat noch das Glück, dass er noch ein bisschen mehr Respekt hat von vielen Situationen. Yeah. Aber ja, also weißt, wenn du ihm zum Beispiel würdest sagen, ich wünsche dir, dass du im Lift stecken bleibst, yeah, dann bleibt er stecken. Und dann schickt er dir die schlimmsten Sachen, also abgesehen davon, dass er Angst hat vom Lift, aber... Yeah. Das ist ja so. Das ist ja,
Er ist ein Excellent. Also man darf zum Beispiel auch nicht sagen, du wirst. Warte jetzt, wie geht das? Also ich darf zum Beispiel jetzt nicht sagen, du wirst nächstes Jahr viel Erfolg haben. Das ist ja eben. Nein, eben, ich sag's jetzt nicht. Muss zum Glück sehen. Ah doch, sie sehen es. Ja? Yeah. Aber sie sehen es nicht, weil es ist unter dem Tisch. Italiener meinen immer. Also wir machen so, zum quasi dir die. Teufelshörnli? Ja, der Rock'n'Roll einfach mal. Yeah. Yeah. Zum dir das quasi zum uns schützen. Und yeah. Wir die Männer haben noch eine Möglichkeit mehr. Einfach schön eine bella strizzata di palle, wo dann auch uns quasi schützen. Aber so. Ja, komm hör auf über das reden. Nein, wir gehen zu deinen Weg rein, also, das, ich muss mich dann die ganze Zeit anlängen. Okay. Squale, Stramandino, ist das gesehen? Und dann ist einer gekommen, den habe ich dort noch nicht so gut gekannt. Also ich habe ihn schon gekannt, logischerweise, wir sind schon ein paar Mal auftreten. Und mittlerweile auch ein guter Freund von mir, ja? Fast schon zu gut. Und ich weiß nicht warum. Also eigentlich dürfte er nicht so ein guter Freund von mir sein. Weil er hat offensichtlich einen Riesenschaden. Aber er weiß es. Aber er hast sogar zweimal gesehen, ja. Ich tue jetzt vom ersten Mal jetzt etwas zeigen. Der zweite ist ja erst gerade rausgekommen. Ich glaube, aus dem werden wir dann nicht mehr allzu viel präsentieren. Der Matteo, guten Rat, ja. Wie gesagt, mittlerweile ein guter Freund geworden von mir, übernimmt meine Show im Balz. Heisst, übernimmt sie nicht, sondern ich habe meine Show im Balz aufgehört und er macht eine neue Show im Balz. Aber mir ist wichtig, dass weiterhin dort eine Comedy stattfindet. Und ich glaube, das kommt sehr gut. Ich merke richtig, wenn er anfängt, Gas geben. Und er hat ja so eine, ich weiß nicht, was das genau ist, die Beziehung zwischen denen zwei, so eine Art Hassliebe, freundschaftliche Hassliebe, so Öl und Wasser, wo dann aber zum Teil gleich wieder zusammenkommt. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall der Moritz Schädler und auch. Und der Moritz hat sich ja dann auch noch schnell in den Podcast eingeklinkt. Der hat noch schnell Session crashed. Genau. Ja, absolut. Darum auch sehr, sehr, sehr unterhaltsame Folge. Und ein kleiner Highlight-Clip geht's jetzt. Schau mal, wer da draußen ist. Weißt du da draußen? Sehe ich nicht. Alter, sogar hier muss er Cloud chasen. Sogar hier. Was? Der Moritz Schädler ist da draußen. Wo? Dort, mit dem Velo. Dort ist er, jetzt gesehen. Weißt du, wenn er da war, kann ich ihn in Ruhe lassen und ihm seinen Moment geniessen. Aber nein, wenn ich da bin, sogar wenn ich da bin, muss er kommen und sich einmischen. Sogar wenn ich da bin, muss er vorbeikommen und so ein bisschen der Zeichen in die Türen heben. Weißt du, was ich meine? Er kann nicht schon wegfahren. Kriegen. Hoffentlich ist er weggefahren. Wollen wir nicht noch einladen? Hast du nicht Bock, dass er noch schnell kommt? Also lad nie. Lüte mal. Also komm, ich lüte mal an. Lüte mal, sagst du, aber schau, hast du direkt davor gefahren, weil du gewusst hättest, weißt du, ich meine? Ja, aber ich habe genau gewusst, dass zwischen euch zwei noch irgendetwas passiert. Mein Gott. Ich poste dich einmal eine Instagram-Story, kommt mir stalken. Fahrt vorbei. Warte mal, das ist immer blöd, wenn ich dann auf einmal mein Dings wegmache, mein Flugmodus, und dann können wir auf einmal Nachrichten. Können wir die ganzen OnlyFans-Subscriptions? Und das ganze Geld von diesen Vödelfotos im Internet. Darum bist du Boot gekommen, gell? Jetzt ist die Frage, schau jetzt, Erik Weber. Das ist doch. Oh, ist das ein altes Bild von ihm? Dude, er hat dort Fotos mit dem Otto Walkes drauf. Auf seiner Website. Oh mein Gott. Wir könnten den Otto Walkes canceln für ein Foto. Weißt du, in der heutigen Kultur kein Problem. Okay, irgendjemand steht, wie seine Partei heißt. Das Geiste finde ich oben links, Webseite nicht sicher. Ja, logisch. Null Cyberprotection. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können die Website hacken. Und auf so. Keine Ahnung. Oh, ich weiß nicht, wie das geht. Galerie, gehen wir auf Galerie. Galerie ist legendär. Ist legendär. Jetzt hier. Wow. Hier unten. Erstens mal, hey Dude, Fotos von 1902. Dort ist der Otto Walkes. Da ist er gerade. Crazy. Sie sind zusammen auf dem Sofa und schauen Zeugs an. Das sieht aus wie ein Foto, Originalfoto von Cocaine Cowboys. Cocaine Cowboys. Die zwei haben gerade einen Deal gemacht mit einem russischen Atom-U-Boot. Ja, vor allem hat es ein Glas. Nein, Glas das Beste finde ich das dort, anstatt das andere mit. Ich weiß nicht, wer das ist. Nein, wieder rechts. Der dort unten. Zweite Reihe ganz rechts. Ist das nicht noch der Helmut Kohl? Ganz was links? Ist das für ein Doppelkinn? Das ist irgendein. Das ist der Binyaska, oder? Politiker von. Von?
Ich meine, das ist Sinn, oder? So, die Person da steht DJ Nesi, irgendetwas. Ja. So. Das ist auch ein geiles Sicht. Weißt du warum? Weil er hat hinten ein Bild aufgehängt von sich selber, wo er jubelt, mit zwei sehr wahrscheinlich kriminellen Menschen nebendran. Nein, aber du, wenn er heute noch lebt, zeig mir die Geheimnis. Zeig mir die Geheimnis. Wenn der Dude heute noch lebt, der rechts. Dude, der tessinische Jabba, der hat himself. Aber da sind ein paar gute Fotos dabei. So, speicherst du das jetzt? Das ist super. Nein. Jetzt baut der Schädler sicher einen Velounfall, weil ich ihm gerade anrufe. Hoffentlich fahrt er eine Laterne voll. Hi, Moritz da. Ich gerade nicht erreichbar. Reden doch irgendwas auf, weil ich da zurückkomme. Den nimmt er nicht mehr ab. Alles okay. Ciao. Ist das ernsthaft seine Combox? Und den nimmt er nicht mehr ab. Das ist, weißt du, das ist die schlimmste Combox. Wo ich schon, unglaublich, ich kenne sie zwar schon, aber ich bin schon 16 Mal drauf reingekommen. Ich schaue es aber, er hat mir safe geschrieben und hat gesagt, hey, schau mal, das ist ein Fenster raus. Es ist wahrscheinlich eine halbe Stunde dort gestanden. Schau mal, wenn er geschrieben hat, wahrscheinlich so um 12 Uhr Mittag. Schau mal, das ist ein Fenster raus. Die schlimmste Combox hat der Renato Kaiser. Wirklich? Weißt du, wie seine Combox ist? Nein. Du siehst schon mal. Bei mir nimmt er immer ab. Ja, mit dem hat er mich auch schon teased. Der Moritz auch schon. Also, ja. Der Renato mir so, hey, im Fall Matteo, ich kann so nicht telefonieren. Ich bin am Baden gesehen. Mir läutet er an, wenn er badet. Eben. Und ja. Der Moritz so, ich habe schon mit dem Renato telefoniert, während er in der Badwanne gesehen ist. Und ich so, hey, cool. Das ist nice. Nein, Renato, seine Combox ist, läutet schon mal, dann nimmt er nicht ab. Und dann macht er so, das ist doch nicht, also das ist Combox, gell? Und ich habe schon so oft auf so, ich sag, was ist mit dir? Hallo, hörst du mich? Und dann so nach 3 Sekunden erst. Das ist wie dir, warte jetzt, entweder nimmt er ab, dann ist blöd und sonst hörst du dann seine Combox. Weißt du das? Achtung. Eieiei. Jetzt habe ich gehofft, du nimmst nicht ab, Kollege. Nein, ich wollte Matteo deine Combox zeigen. Also, warte, ich hänge ab. Wir haben einen Podcast. Also, ciao. Ciao. Weißt du, das ist es? Ja, warte, jetzt hörst du den. Ja, aber er könnte mich ja wegdrucken, oder? Jetzt geht's ja. Das war ja Arbeit. Das stimmt auch wieder. Wobei, hast du, glaube ich, im Auto. Also, dann läutet es einfach jetzt nicht um. Stramandino. Entschuldigung, ich verstand Sie ganz schlecht. Wow. Können Sie ein bisschen lauter reden? Hallo? Mach ein bisschen lauter. Hallo? Nein, das ist nur meine Combox. Tatsächlich wünschst du mich in einem von den ganz seltenen Momenten, wo ich nicht erreichbar bin. Aber ich los immer alle Voicemails ab. Das heisst, reden wir aufs Band. Klar, das hört nicht auf dann. Den müssen wir saufen. Den müssen wir saufen. Wenn das seine Combox ist, ey, nimm mal eine Grappa oder zwei. Weißt du, ich meine, das ist ja. Ich würde durchdrehen. Ich würde durchdrehen. Wenn ich jemanden würde anrufen und das wäre die Combox, löschen, blockieren, du brauchst meine Aufmerksamkeit nicht. Aber weißt du, ich hätte so gern, wenn du so eine Combox hast, müsstest du doch schon können aufnehmen, ab dem Moment, wo die Person dann anfängt zu schwätzen. Also weißt du, wenn er sagt, Tramandino? Ja, Schädel ist wirklich nicht erreichbar. Frage. Nein, das ist doch. Nein, ohne Witz. Nein, das finde ich eine Frechheit. Fahrt er da vorbei mit dem Drive-by-Wave und das Gefühl so, look, sogar da mische ich mich noch. Sogar da slide ich noch von der Seite rein. Er kann ja nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Kann er ja nicht. So, nach dem Matteo habe ich gefunden, muss man natürlich die Über-Testosteron-Energie. Die muss man wieder ein bisschen brechen. Ja, man muss von absolut blödem Gelaber auf sehr hohem ADHS-Level muss man auch wieder ein bisschen zur Substanz zurück. Ja? Und darum habe ich alte Bekannte und wirklich sehr tolle Mensch eingeladen, den Laurin Buser. Ich habe so ein bisschen Baselwoche gehabt dort, merkst du das? Pasquale, Matteo, Laurin, ja, irgendwann, es gibt immer so, nicht wirklich zusammenhängt, aber es gibt immer so ein bisschen Themenbereich, wo auf einmal so zusammenkommen. Und dort ist der Laurin gesehen, wo
Als ich den nochmal gehört habe, habe ich gemerkt, das ist extrem, also deep war das falsche Wort, weil es ist nicht irgendwie esoterisch geworden oder so, sondern es ist viel mehr darum gegangen, wie Prozesse funktionieren in unserer Arbeit und wo auch kleine, aber feine Unterschiede sind. Und durch das sind irgendwie, ich glaube, beide Personen auch stark spürbar gesehen und sehr, 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 sehr lohnenswert. Das ist so ein Podcast für einen entspannten Nachmittag, hat sie gesagt. Die Folge ist so, die fließt so richtig. Und darum gibt es auch von dem jetzt natürlich einen kleinen Clip. An dieser Stelle Shoutout wieder an all die Ideen, die konsequent durchgezogen sind worden von Menschen und halt einfach dann doch floppen. Ja. Yeah. It happens. Es gibt auch einfach Sachen, die aus irgendwelchen Gründen nicht im richtigen Moment, nicht am richtigen Ort platziert worden sind, nicht den richtigen Kontakt, auch einfach Menschen, die nicht gut können socialisen oder whatever, was für Hindernisse auch in der eigenen Leben von den Leuten privat so sind. Und weißt du, was ich meine? Es gibt so viele Menschen, wo genau das machen, was wir jetzt beschrieben haben, aber es funktioniert nicht. Das ist halt dann auch einfach dann halt Faktor Glück oder whatever, wie man es soll nennen. Ja, und also eben, was heisst, es funktioniert nicht? Weil wenn es bei ein paar Menschen in irgendeiner Art und Weise einen Impact gemacht hat, hat es ja gleich nicht mehr funktioniert. Ja, hat vielleicht nicht auf einer kommerziellen Basis funktioniert. Mhm. Ja, auch dort, ich meine, du weißt, 1 Million Streams. Was jetzt ist? Ja, wie viel Geld gibt es? Marius Bär hat es uns vorgerechnet. Weil es kommt ja auch noch darauf an, ob du bei einem Label bist oder nicht. Ja, ich meine einfach, wie viel Geld generiert es? Nicht wie viel landet beim Artist. Das ist nochmal ein anderer. Aha, Frage. Wie viel Geld generiert es? Wie viel Geld wird auszahlt und dann wird es noch verteilt zwischen Label oder also was? Also bei 1 Million? Ja. Höchstens 10.000. Wie viel? 4.000. Sagt man so. Ja, eben. Also es kommt darauf an, in welchem Land. Es kommt gut, YouTube. An, das ich, ja, bei YouTube sagst du auch, irgendwie eine Million Klicks gibt auch irgendwie $4.000 oder irgendwie so. Und ich meine, das ist schon noch krass. Stell dir vor, du hast eine Single und sie ist, und du hast nur Singles verkauft. Ja. Yeah. So, das ist schon ein anderes Game. Mega. So. Das ist ja das Krasse. Weißt du, das haben wir überlegt, wo du vorher Harald Schmidt erwähnt hast. Der Harald Schmidt hat etwas gemacht, das für die Zeit nicht der Norm entsprochen hat. Aber es ist Free TV. Das heisst, es ist sehr geringer Widerstand, weil Menschen können oft wegschalten und sie haben nicht dafür gezahlt. Und in einem Theater eine halbe Stunde zu inszenieren, wo die Menschen dann so ein bisschen so, wirklich, kann ich jetzt 35 Stutz zahlen für das? Und danach hat aber wird es wieder aufgelöst. Ich glaube, es hat nochmal eine andere Fallhöhe. Trotz allem, weil eben genauso bei Musik, die du früher noch gekauft hast, wenn ich, es ist die alte Geschichte, hast irgendwie ein Sample gekauft, weil ein Song drauf hast geil gefunden. Und hast 36,90 für das ausgegeben. Also ist dir der Song so viel wert gewesen. Ja. Und jetzt würde mich so wundern, wenn du einfach könntest, irgendwie in so eine dummes Tool oder so, einfach mal die Musik von den letzten 10 Jahren einfach mal reinschmeißen und schauen, wenn Menschen hätten müssen Geld zahlen, um effektiv diesen Song dann dürfen zu hören. Wir waren dann auf einmal die Charts, wenn man sie so nennen, oder? Was war denn an der Spitze und was war denn jemand anders? Und auf der anderen Seite muss man dann eben auch sagen, früher, wenn du hast Musik veröffentlichen, die Weg über die Studios, wo du hast, ich meine, das ist heute halt auch irgendwo auch direkt demokratischer war, oder wenn du weißt, was ich meine. So, du kannst viel besser, du kannst auch einfach recht viele Institutionen umgehen und deine Musik einfach rausbringen. Das kannst du, auf jeden Fall. Aber du bist
aber trotzdem dann halt auf diesen Streaming-Portal. Und dann siehst du so Aussagen vom Spotify-Chef, wo sie sagt, ja, weißt du, Künstler müssen sich halt verabschieden von dem Modell, wo man sagt, ja, ich nehme mir 3 Jahre Zeit für ein Album und nachher gehe ich mit dem Album auf Tour und dann nehme ich wieder 3 Jahre Zeit für mein Album. Müssen halt regelmäßiger raushauen, musst halt mehr Songs und so. Und du bist so, ja, aber ihr, also, es wird halt einfach nichts mehr Zeit. Der Wert von der Musik ist so zu einem Wasserhahn geworden, der einfach die ganze Zeit läuft. Ja, und Geplätscher. Ja, es ist einfach so, ja, es ist schon noch schwierig, ja, finde ich. Vor allem ich frage mich, was mich bei den Streaming-Plattformen zum Teil ein bisschen stört, ist, dass es viel mehr das Gefühl gibt von, das vermeintliche Gefühl von Individualismus. Nämlich, wenn du irgendwie die Mix von der Woche los ist und was weiß ich, hast du das Gefühl, hey, ja, das ist ja, dank Algorithmen ist das ja Zeugs, wo ich für mich geil finde, oder? Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht 20% das und 80% sind, wer hat mehr Stutz zahlt, dass es dann auch bei dem Algorithmus noch in deine Playlist kommt, oder? Und das finde ich zum Teil, habe ich das Gefühl, ist früher in dem Punkt Musikbusiness wie transparenter gesehen. Und weißt, wie wird mit dem Traum Geld gemacht? Junge Leute, gerade so im Deutschrap, Leute, die irgendwie im Deutschrap Sachen rausbringen, die dann über Instagram so merken, okay, ich muss ja irgendwie jemanden erreichen, damit meine Musik Leute erreichen, dann schalte ich eine Werbung. Dann gebe ich Geld aus für die Werbung, okay. Ich meine, das hat man früher in einer Art auch gemacht, weil ich auch versuche, irgendwie Werbung, also man hat Geld investiert, so, damit die Leute auch die Musik annehmen. Dann kriegst du Nachrichten. Also so, wo ich das erste Mal über das... wo ich das erste Mal auch mal Werbung geschaltet habe für einen Song, sind nachher diverse Anfragen so gekommen von Leuten, die sagen, hey Bruder, ich mache gerade eine Playlist und für 500, 600 Euro bist du dabei, damit garantieren wir dir 200.000 Plays und so. Logisch, und du bist so, ja, also, das würde natürlich schon noch gut aussehen, wenn neben dem Song eine höhere Zahl steht. Ja. Und auf der anderen Seite denkst du, ja gut, aber wenn das in Playlisten landet, wo die Leute deine Musik dann auch gar nicht wirklich hören, sondern das sind einfach auf eine Art gefakte Streams, was bedeutet denn die Zahl überhaupt noch? Ja. Und wieso steht sie denn überhaupt überall die ganze Zeit? Weil das ist ja auch etwas, wo einem kann fertig machen als Musikerin, als Musiker, als generell. So, es steht überall immer die hohe Zahl. Ja. Es stehen, wie viele Likes hat das, es steht, wie viele Streams hat das. Du kannst immer nachschauen und immer vergleichen mit völlig absurden, man fährt völlig absurde Vergleiche anziehen. Und eben, dann vergleichst du dich mit Leuten, die ein riesen Budget hinten dran haben. Und du bist selber aber ein Independent Artist, wo irgendwie alles, jeder Rappe, der in das Shit reinläuft, hast du selber verdient und gefunden, ich investiere das, weil ich mache das gerne. Und dann kommst du in das kann dich wirklich, ich glaube, also ich sag mal, also mich hat das zwischenzeitlich immer wieder so nachdenklich gemacht oder so auch upturned. Du hast ja keinen Bock mehr auf das Zeug machen, oder? Das Algorithmus, du musst den Algorithmus füttern, ist so das, was ich dann immer gesagt habe. Du musst halt füttern und du bist so, also eigentlich hatte ich eine Albumvision mal gehabt und dann haben mir halt 100 Leute gesagt, Album, du musst erst mal den Algorithmus füttern und dann, weißt du, was ich meine? Das kann dich echt abfacken und auch finanziell eben, denn die ganze, das sind wirklich so Geier, dass die haben so ein Business gemacht, die Leute, wo den Traum haben, eine berühmte Rapperin, einen berühmten Rapper zu werden, genau abzufangen. Wie heißen die? Y-Kollektiv? Hast du das gesehen, wo sie einer sich selber quasi mit einem Hit will einkaufen, oder? Also überhaupt einen Hit produzieren und dann auf der irgendwie auf genau mit so Leuten
dann irgendwie, wo 100'000 Browserfenster gleichzeitig offen haben und einfach deine Plays generieren und so. Und das ist schon spannend, weil das ewige eben Zahlen vergleichen etc., das dummerweise fährt das ja schon im Privaten an. Das fährt ja dann eben schon an bei, wie viele Likes hat mein letzter Post von Instagram bei jemandem, wo ich glaube, ich wirklich persönlich, wenn ich nicht beruflich mit dem zu tun habe, ich wahrscheinlich Social Media mittlerweile, ich habe es nicht von Anfang an abgewiesen, aber mittlerweile wahrscheinlich irgendwann gesagt hat, nein, im Umkehrschluss, wenn ich nicht das beruflich würde machen, wo würde ich dann meine Bestätigung kriegen? Mhm. Ich kriege sie, wenn ich auf der Bühne stand und kriege dort meine Bestätigung, brauche ich sie also nicht unbedingt in Like-Zahlen. Mhm. Aber wenn ich das nicht habe, wieso habe ich es denn dort? Ja. Und das hört nicht auf, das geht bis zu was weiß ich wo an. Ja, und dort gibt es dann halt auch einfach so krasse Aussagen von Leuten, die mega erfolgreich in dem sind, die dann irgendwann wo sagen, ey, im Prinzip der Mechanismus von den sozialen Medien, wie man deinen Kopf kann ficken, ist genau das gleiche, ob du 1'000 bist oder bei 200'000. Du musst deinen eigenen, oder bei 2 Millionen, whatever, du musst deinen eigenen Umgang damit finden, weil die Apps sind halt einfach so gemacht, dass sie dich süchtig machen, dass sie dich dass sie dir auch ein schlechtes Gefühl geben, ja? Yeah. Also sie können dir wirklich ein schlechtes Gefühl geben, wenn du die ganze Zeit in den Vergleich gehst. Und ich habe das Gefühl, darüber wird langsam geredet, es wird auch langsam relativiert und ich erlebe trotzdem aber noch ganz viel, wo auch immerhin mittlerweile ein bisschen offener, aber sagen sie, es fickt mich trotzdem immer wieder. Yeah. Also, immer wieder macht es mir dann doch auch einfach wieder so, ah, so es zieht mich ab, so irgendwie, wenn du dann kurz vorm Schlafen dann nochmal irgendwie auf Instagram und plötzlich hast du wieder etwas gesehen, wo dich aus irgendeinem Grund irgendwie auch an deinem Selbstwert nagt. Also. Und dann finde ich so Aufruf dann auch gut, wenn Leute sagen, hört auf, den Leuten zu followen, wo euch die ganze Zeit ein scheiß Gefühl geben. Mhm. Wo Stories machen, wo dich neidisch, einfach nur, wo nur das wollen, dass du neidisch wirst. Also, hört einfach auf, diesen Leuten zu followen. Also, du kannst die sozialen Medien auch ein bisschen anders versuchen zu nutzen. Clip von Laurin Buser haben wir hier gehört und gesehen, natürlich, falls ihr schaut. Und 23. April haben wir dann die Hanna Scheuring gehabt, wo ich unglaublich, unglaublich fest mag und wo auch so viel Lebensfreude und Positivität verspricht. Und ich glaube, das hört man auch in diesem Clip. Ich meine, das kennen wir normalerweise halt sonst vom Leben, oder? Wenn etwas nicht so läuft, wie ich will, wenn eine Partnerschaft kaputt geht, wenn irgendwie neu mit, was auch immer, wo du merkst, okay, jetzt muss ich mich irgendwie neu orientieren im Leben. Und ich habe das sehr viel mal schon geübt und üben müssen. super. Ja. Und dann denke ich manchmal, ja. Und auch dort, es gibt ja Menschen, wir können mit dem irgendwo finden, schneller wieder einen Weg als andere. Mhm. Und dort habe ich, glaube ich, einfach von der Gen oder vom lieben Gott irgendwo noch so ein Säckchen Leichtigkeit mit überkommen. Ja. Ein Säckchen Anpassungsfähigkeit. Du hast das Gefühl, die hast du schon immer gehabt? Die Leichtigkeit und Anpassungsfähigkeit? Ja. Ja. Ich glaube. Also, ich glaube, ich bin irgendwie, das ist so ein wie ein Teil von meinem Wesen. Mhm. Ganz Gefühl. Mhm. Nicht, dass ich das dann nicht auch hätte müssen zum Teil lernen und so später. Oder eben aktiv haben müssen lernen, loslassen. Oder ganz aktiv. Also, ich weiss nicht, etwas am Schlimmsten, was einem kann passieren oder was mir passiert ist, wo quasi ich mit zwei relativ kleinen Kindern plötzlich allein da gestanden bin, weil der Vater von diesen Kindern nicht mehr wollte bei uns sein. Yeah. Oder bei mir sein. Und dann irgendwie, ja, dann braucht es aktives Loslassen. Also, am Anfang der Schmerz und dann irgendwann, das ist schon nicht, dass ich dann das einfach so können. Also, ich habe dann schon müssen arbeiten. Mhm. Aber ich glaube, irgendwo eben habe ich wie irgendetwas, so ein Töpfchen Hoffnung, Mut, wo irgendwo relativ schnell dann irgendwo wieder eine Kraft fließt, oder? Mhm. Und mittlerweile, jetzt bin ich natürlich
ja, habe ich das schon so manchmal geübt, dass ich es auch weiss, dass, ja, dass das Töpfchen, dass das, auch die Sämli, die sind irgendwo, auch wenn es manchmal hurenlang dunkel ist, oder, mhm, ja, die sind irgendwie rum. Hast du das Gefühl, dass wenn eben etwas Negatives einem widerfährt, dass es wie zwei Möglichkeiten gibt, damit umzugehen? Die eine ist, das Gefühl haben, jetzt ist alles vorbei, mhm, aufgrund von dem, oder das Gefühl haben, das ist ein Schritt auf dem gesamten Weg, ja, mhm, wo dann irgendwann, nachdem du allein da gestanden bist mit deinen Kindern, irgendwann eine neue tolle Beziehung hast, mhm, und dann so findest, ist ja eigentlich gut gekommen, oder? Mhm. Und, mhm. Ja, sag noch. Also ich glaube, bei mir jedenfalls ist es so, dass wie beides drin ist, oder? Zuerst, ja, ist mal der Moment, also ich habe das Gefühl, dass das oftmals gut ist, wenn man zuerst mal wirklich, wie wenn du im Strudel kommst, im Rhein, mhm, wenn du dich wirklich runterziehen lässt, mhm, oder? Weil irgendwann bist du unten und dann spürst den Boden, yeah, und dann kannst du dich quasi abstoßen. Aber wenn du immer so in der Mitte bleibst und denkst, nein, es ist schon gut, es kommt alles gut, ich glaube, das ist ja heute oftmals so, das positive Denken, wo, yeah, ich manchmal denke, das ist auch gefährlich, weil man sich gar nicht mehr runterziehen lässt, weil man gar nicht mehr im Strudel, mhm, bist immer am Kämpfen, dass du nicht weiter runtergehst, und dabei, es wäre manchmal viel einfacher zu sagen, ziehe, ja, mich einfach runter, und dann, wenn ich da unten bin, stosse ich wieder ab, oder? Das finde ich aber, wenn ich denke, das ist Teil vom Weg, dann gebe ich mich trotzdem voll und ganz, okay, dem hin. Mhm. Genau aus eben dem Grund. Mhm. Also ich find, es ist wahrscheinlich sogar nicht nur entweder oder, sondern es ist wahrscheinlich, wie du sagst, eine Kombination von dem, mhm, dass man extrem, sich dann auch hingeht, ich romantisiere das sogar. Also, weißt du, das kann ich dann, wenn mich der Strudel runterzieht, ja, kann ich komplett runter, weil ich so finde, wow, eben, es tut so blöd, und das ist dann vielleicht das positive Denken. Nicht, dass ich das geil finde in dem Moment, aber ich gebe mich dem voll und ganz, mhm, hin, damit es dann nachher hoffentlich wieder in die, mhm, andere Richtung kann gehen. Mhm. Und lustigerweise passiert das dann, es ist so wie so eine Feder, wo... Ich glaube, wir funktionieren schon so. Aha. Ja, wo sich so anspannt und irgendwann loslässt, mhm, oder? Mhm. Und ich glaube eben viel mehr, dass wenn man es unterdrückt, mhm, dass es dann einfach stetig. Ja, und du gehst kaputt. Ja. Du bist immer, ja, so streng, ja, oder? Dass sich wehren gegen das Dunkeln, oder? Aber ich glaube, die Frage ist ja dann oft, spüre ich jetzt wirklich schon den Boden? Ja. Oder weisst du, irgendwie bin ich an einen Ast angekommen oder so? Also, wo ist denn der Boden? Und wo ist denn der Punkt, wo du kannst sagen, jetzt ziehe ich wieder davon. Also das finde ich auch noch eine Herausforderung. Und vor allem manchmal denkst du dann vielleicht, also ich habe das Bild vom Strudel so gern, weil mir, das, ist dir das auch schon mal passiert? Du bist ja ein Rheinschwimmer. Ja. Eben, dass du in einen Strudel kommst. Hast du das schon mal? Eben. Ja, ja. Und das Problem ist ja, ich habe es in der Rüss erlebt, wo ich auch sofort gedacht, okay, musst du runterziehen lassen. Mhm. Und da passiert dann in hundertstel Sekunden ganz viel Gedanken. Und ich habe dann irgendwann gedacht, uiuiui, wenn meine Luft nicht langt, ja, bis mich runterziehen zu lassen, um wieder raufzukommen. Und eben so ist es ja manchmal im Leben dann auch. Und so denkst du, ja, hure sich, mhm, wie weit runterzieht es mich denn jetzt? Dann, ja, habe ich dann noch die Kraft, wenn ich dort unten bin, um wieder raufzukommen. Mhm. Und ja, das finde ich schon noch, und das weiß man ja irgendwie auch nie. Ja, ja, es ist das Gleiche, also Wasser ist ein tolles Beispiel für das, wo ein Kollege von mir aus Australien, wo ich am Reisen gesehen bin, mir erzählt hat, wie er mal fast gestorben ist, ja, mhm, aber nicht gestorben ist, weil, mhm, er keine Panik gekriegt hat. Mhm. Und zwar ist er irgendwie beim Surfen, ist ein grosses Set von Wellen gekommen. Mhm. Und halt dort musst du aber genau das machen, oder? Du weißt, die Welle kommt, das heißt, und die drückt dich ab mit irgendwie 3 Tonnen Gewicht oder was es dann immer ist. Das heißt, in dem Moment musst du einfach warten und dann musst du rauf. So. Aber wenn dann halt gerade die nächste kommt, das kann 7, 9, 11 Mal passieren, dann kann es knapp werden. Mhm. Und dann hat er wie gewusst, ich muss jetzt einfach so ruhig wie möglich bleiben und einfach jedes Mal ganz ein bisschen Luft nehmen, aber du darfst nicht zu viel. Also, mhm, weißt du, allein schon das, mhm, weil schon nur wenn du danach, mhm, verlierst du viel mehr von dem, oder? Das heißt, du darfst nicht panisch werden. Mhm. Und das ist wahrscheinlich, mhm, also in all diesen Bereichen geht es, mhm, ums Gleiche. Nämlich eben sich dem hingeben und zulassen,
Weil gegen Kämpfen war genau das Gleiche. Mhm. Dann kriegst du auf einmal wenig Sauerstoff und dann wird es knapp. Oder? Dann wird es knapp auf dem Mann. Und was du sagst mit, wenn ist überhaupt wirklich der Boden erreicht? Ich habe das Gefühl, auch dort ist ein Stück, dass das Free-Floating Wesen, nämlich man kontrolliert nicht selber, eben wenn ist jetzt der Boden erreicht und ich gehe wieder rauf, sondern das lässt man auch ein bisschen geschehen. Man hat so das Gefühl, man kann alles kontrollieren, aber wahrscheinlich ist es fast das Gegenteil. Man lässt es kontrollieren. Und durch das gibt es einem schon fast wieder das Gefühl, man hat es kontrolliert, oder? Weil ich habe ja entschieden, dass ich jetzt am Boden gehe. Ja, ja. Was ist das erste, das Huhn sei? Genau. Das ist Hanna Scheuring gesehen. Und dann haben wir wieder ein bisschen Wechsel gemacht. So nach viel Basel, viel Comedy, viel Bühne, sind wir in die Musik über. Zum Crimer. Ah, oh, was für ein geiles Sicht, der Crimer. Ja? Sensation. Der Typ hat wirklich eine Star-Ausstrahlung. Ich kann es nicht anders sagen. Ich krieg so leichte Bowie-Vibes. Ich habe den Bowie natürlich nie kennengelernt, aber irgendwie, wenn der Mensch in den Raum läuft, da passiert nochmal ein bisschen mehr. Und sehr charismatisch und auch sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Und das hat sich auch bewiesen in diesem Podcast und darum auch aus diesem Clip. So Zeug finde ich, auch Karaoke finde ich, Powerpoint-Karaoke oder Karaoke, ich finde sogar nur Karaoke geil. Ich muss gerne. Ganz geil ist Karaoke, wo du noch nicht weißt. Weiß. Oh, was du, keine Ahnung. Hey, ich habe so ein bisschen, also ich bin wirklich ein grosser Karaoke-Fan. Yeah. Und ich bin lange auch eigentlich so ein richtiger Deppen Karaokeist gewesen, sagt man das? Okay, keine Ahnung. Aber weißt du, so einer, wo die Leute dann, es gibt so die zwei Arten von Karaoke-Leuten. Die einen sind so die Bluffkugeln und yeah, zu denen habe ich definitiv gehört. Weißt du, nur da Lied nehmen, wo du richtig gut kannst. Und das reissen. Dann nailen und dann bist du so, dann schüchterst die Hälfte ein und bist echt die grösste Nilpe. Und dann gibt es wirklich die, die halt wirklich so grusig singen, dass du Ohrenblüten bekommst. Yeah. Und eigentlich habe ich erst nach einer Weile gemerkt, so, hey, ich glaube, wirklich so das Karaoke-Ding ist auch Fun haben und auch vor allem mal einen Song nehmen, den du nicht so gut kannst. Yeah. Und erst dann habe ich es angefangen zu lieben, weil dann drängst du dich nicht irgendwie im Vordergrund, wie jetzt du den Leuten musst. Einmal bin ich im Karaoke und dann hat es eine gehabt, und sie hat wirklich jeden Whitney Houston-Song so. Also wirklich, du hast gemeint, Whitney Houston steht vor der wiederbelebt. Und ey, es ist, also alle Leute haben sie gehasst, außer zwei Kolleginnen, die sie abgefeiert haben. Und wir sind nur dort und gedacht, okay, der gibt niemand, drückt niemand das Mikrofon in die Hand. Nein, das willst eigentlich nicht, beim Karaoke willst du nicht. Mhm. Und ich meine, das ist eine geile Idee, Karaoke. Ich meine, Leute eben genau für die, das ist viel geiler eigentlich. Das ist eigentlich wirklich eine gute Idee. Und da um die Ecke gibt es ein paar geile, also dort Karaoke for you. Sie haben glaube ich auch einfach asiatisches Essen. Also beim Einschnaufen, wenn du Luft holst für I Want It That Way, hast du gerade noch eine Prise Chicken Curry oder Rotz Curry Shrimps in der Nase. Es ist wirklich so. Da hast du auch ich war das letzte Mal in einem Nagelstudio gewesen, an der Langstrasse. Und dort bin ich auch wirklich reingekommen und gedacht, ist es jetzt ein Nagelstudio? Ja. Yeah. Oder ist es ein Shrimpladen, also ein Shrimpladen, einfach ein Essen für Tickets der Thai über den Mittag. Ja, yeah. Das war jetzt klasse. Ja. Meine Nägel haben dann aber nachher nicht nach Curry geschmeckt. Sag mal, du machst mal Maniküre. Ja, jetzt sind es im Fall, jetzt habe ich, seit gestern habe ich es gerade ab, weil irgendwann wächst es, oder? Also ich habe mal letztes Jahr irgendwann so angefangen, weil ich gedacht habe, anstatt immer den Nägel so ein bisschen selber anmalen und es sieht dann einfach noch zwei Tage aus, als ob du der grösste Asi wärst, habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich mal da machen. Yeah. Und dann bin ich auf Bern gegangen und dann hat sie gesagt, ja, magst du gar mit Verlängerung drauf? Und dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt schon in Bern bin, dann ja. Und dann habe ich so längere Nägel drauf gemacht, das sind vielleicht etwa so gewesen. Wirklich? Also 5 mm, ja, vielleicht so 3-4 mm länger. Und dann, ist das schon ein bisschen ungewöhnlich gewesen, aber irgendwie habe ich noch einen geilen Twist gefunden, wie wenn man eben mit einer neuen Frise kann relativ schnell so einen kleinen Akzent geben, habe ich gefunden, das ist auch noch etwas Geiles, um irgendwie
nicht einmal den ganzen Kleiderschrank irgendwie ändern. Ist noch das geil. Stimmt, das ist noch stimmt. Geil. Und ja, und jetzt habe ich es aber seit gestern, jetzt habe ich es gerade eine Weile wieder und es ist manchmal schon, ich mache dann immer ein bisschen Pause, zwei Wochen oder so. Ja. Die letzten, die ich hatte, sind wirklich überlängig gewesen und also manche Sachen, du bist dann einfach so, hey, kannst du mal bitte die Bierdosen aufmachen? Du wirst dann so wirklich gehandicapt. Also die Leute, die ein Leben lang das meistern mit diesen Nägeln, muss ich sagen, Respekt. Ich habe früher noch bei Energy Basel geschafft und unser Studio war über dem Studio von Mike Shiva. Ja. Und aus irgendeinem Grund bin ich dort mal am Empfang gesehen. Wir haben irgendetwas mit Mike aufnehmen. Und habe gewartet. Und das habe ich sonst nie gemacht. Und sonst bist du einfach so schnell so, hey, hallo, bla bla, und bist wieder gegangen. Und dort habe ich gewartet. Und die am Empfang, die hat ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was das sind. 20 cm oder so. Nein, ohne Spaß jetzt. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Okay. Wirklich. So 20 cm Nägel gehabt. Ah, das ist überlebt. Das ist eine Überlebenskünstlerin. Absolut. Und zwar sind sie. Jetzt behaupte ich sogar, sind ihre eigenen gesehen. Auf jeden Fall sind sie super lang und so Bogen gesehen. Und ich glaube, darum sind sie ihre eigenen gesehen. Mhm. Und die hat. Das war die Empfangsdame gesehen. Und dann hat sie so, dann hat sie so eine Tastatur gehabt, so eine Mac, so eine Bluetooth-Tastatur. Und hat einfach die Tastatur in der Mitte vom Tisch gehabt. Und sie ist am Rand vom Tisch mit der Hand gesehen. Und hat so die ganze tippt, oder? Und sie ist gegangen. Sie hat einfach so wie Farm gesteuert. Hat sie mit ihren Nägeln hat sie tippt. Und ich sie hat dann so gefragt natürlich. Sie hat wahrscheinlich schon so angeschissen, weil jeder Mensch genau das Gleiche fragt, oder? Ich so, sind das die eigenen? Und irgendwie, tut sie die ab zu schneiden? Weißt du? Was für eine Frage. Sind das die eigenen? Ja. Sind das ihre eigenen Nägel? Ja, lieb, dass sie fragen. Ja, genau, das sind meine. Und dann, sie würde irgendwie alle so und so viele Wochen, würde sie ein paar, ein paar Millimeter würde sie wieder abschleifen oder irgendwie so. Und ich so, okay, und das geht keine Probleme mit dem Tippen. Und sie, nein, dann schiebe ich die Tastatur einfach ein paar Millimeter hinter. Okay, aber das finde ich krass. Also ich meine, ich wirklich, weil also ich habe dann wie gemerkt, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du dann hörst auf, also ich habe dann aufgehört, zum Beispiel Haarwachs nehmen, weil man einfach das Zeug immer dann, weißt du, einen gewissen Rest hast du dann immer noch unter den Fingern, weil du nimmst es ja so mit dem, du tust ja so mit dem Finger rausscoopen und dann haust du es rein und dann wäschst du die Hände und denkst, gut ist es gewesen. Und dann bist du mal eine halbe Stunde später, hockst du irgendwie, denkst du, komm, jetzt schäle ich mir noch ein Rüebli-Geis oder so. Und dann schaust du deine Finger an und denkst, oh, was ist das alles unter meinen Nägeln, Mann? Oh mein Gott. Ja, also gewisse Sachen sind wirklich nicht easy. Drum, also Leute, die wirklich so ganz lange. Aber stimmt schon, du tust dann Sachen anders machen. Du tippst anders das Handy. Und wenn es dann auch wieder, zum Beispiel jetzt, wenn ich es wieder kurz abhabe, dann schreibe ich manchmal auch ganz Sachen ganz falsch auf dem Handy, weil du dir ganz anders gewöhnt bist, um den Daumen zu heben und dann musst du wieder zurückgewöhnen. Yeah. Also es ist wirklich noch verrückt. Das aber ist glatte Sache. Kann ich jedem mal empfehlen. So, zurück im Studio und ich mache jetzt so ein bisschen schneller auf die einzelnen Clips. Oder? Was wollen die Leute mir noch gross labern hören? Es geht ja viel mehr darum, dass sie die Highlights hören, oder? Drum gehen wir gerade weiter. Luca Hanni, was für Erfolg! Das kann ich sagen, ja. Wir haben nur eine Stunde Zeit gehabt, aber ich behaupte, wir haben so ziemlich alles aus dieser Stunde rausgequetscht, wo man hätte rausquetschen können. Lächst das lustig sehen. Drum, einfach hier ein Highlight. Und was ich aber auch schwierig finde, ist, dass. Also, Zweifel ist ja gut, aber. Yeah. Ich glaube, egal wie hoch das Erfolg ist, du fährst immer wieder. Fast immer wieder von null an, also nicht ganz von null, aber keine Ahnung, wie ich jetzt Shigatmi irgendwie, weiss doch nicht, 40, 50 Millionen Streams oder irgendetwas, dann kommt der nächste Song. Ja. Yeah. Und du gehst ja schon an die Erwartung, gehst ja gleich irgendwo her, du sagst nein, es kann nicht immer so. Und dann bist du, es kann nicht immer so, Luca, alles ist gut, aber du machst ja gleich einen kleinen Druck, irgendwie. Yeah. Mit dem muss man auch ein bisschen zu Schlag kommen, finde ich. Ja, weil... Man tut ja, also wenn du sagst, man fährt von null an, man tut sich eigentlich eben dort auf einmal einleveln, wo es gesehen ist, oder? Ja. Das ist so, frag mich nicht, wenn du mit einem Song 100'000 Plays hast, freust dann, dich dann sagst du, wow, 100'000 Plays, das ist ja der Shit. Und dann
ist aber der nächste Song, der rauskommt, fährt bei denen 100'000 an, oder? Das ist eigentlich auf Null setzen, dass du dann wirklich das Gefühl hast, wenn wir 105'000 haben, ist besser, ja? Aber ja. 80'000 wäre genau noch so gut. Und dann auf einmal kommst du auf 50 Millionen. Und dann hast du das Gefühl, du musst jetzt dort immer weitermachen. Ja, das hatte ich am Anfang wirklich das Gefühl. Also zuerst habe ich mich mega gefreut, natürlich. Yeah. Dann habe ich aber auch schnell gemerkt, so, was mache ich denn jetzt? Yeah. Wo man hat ja dann gleich so ein bisschen Schiss gehabt, weißt, dass jetzt die Leute dann sagen, oh, mal mega Erfolg und mit dem identifizieren sie mich jetzt so und das nimmt dir ja niemand mehr weg, das ist ja top, da bin ich Gott froh und juhu. So. Aber, weißt du, dass man dann sagt, dass dann plötzlich wieder irgendjemand sagt, schau jetzt. Jetzt läuft es wieder nicht mehr irgendwie, aber das ist ein blöder Gedanke, kannst gar, den musst du gar nicht haben. Wo du, es ist schön, dass du die Leute weiter darfst unterhalten. Ja, und bei Songs ist es eher schwierig. Und ich hoffe natürlich, dass durch die Nacht, das ist die neue Single, 51 Millionen. Gut, schon nur aufgrund von, dass es deutsch ist, wird wahrscheinlich nicht ganz so einen weltweiten Spread können haben. Das ist eine super Ausrede. Ja, aber das stimmt. Aber so Sachen musst du ja einberechnen, oder? Nein, das ist natürlich schon klar. Yeah. Ja. Weil eben, was ich gemeint habe mit eben den Zweifeln von außen, dort musst du dann schauen, weil die eigenen Zweifel hat man immer, aber dort musst du dann schauen, dass du nicht zu fest auf die los bist, weil eben sonst machst du auf einmal Sachen nicht, die, wie eben im Fall vom ESC, einen riesen Erfolg können bedeuten. Man könnte, ja, funktionieren. Und DSDS war wahrscheinlich das Gleiche gesehen, weil dort hat man ja zum Glück... Dort hat einfach niemand gefragt. Aber dort hast du ja zum Glück noch so einen jugendlichen Leichtsinn. Stimmt, ja. Aber den verlierst du ja mit der Zeit. Also irgendwann fährst du ja eben mehr Sachen hinterfragen. Eben hast du auch schon ein paar Songs draussen, hast du auch schon ein paar Erfolgserlebnisse gehabt. Das heisst, auf einmal fährt man mehr an... Taktieren ist das falsche Wort, aber eben, man fährt ein bisschen mehr Sachen überdenken. Ja, auseinander. Darf ich das? Ich kann nicht das? Checken das die Leute? Ja, dann hast du recht. Und bei DSDS hast du niemandem erzählt, hast du gefunden, los geht's. Nö, da bin ich nach der Baustelle hey, habe meine Gitarre genommen, dann bin ich mit dem einen Kollegen, ich habe es schon erzählt, und dann sind wir dort zu Bern auf dem Bundesplatz irgendwie und haben die Leute gecastet. Ja. Yeah. Aber dann habe ich gar nicht mehr gefragt, man hat einfach gemacht, eben. Ja. Yeah. Jetzt würde man sich überlegen, wie kommt das Format an, egal welches Format. Ja, yeah, mache ich das? Mm-hmm. Passt das zu mir? Yeah. Ja, du hast völlig recht. Weil was ich auch immer merke, ist, die Leute sehen ja nur, was man macht und was man zugesagt hat, aber sie wissen ja nie, was man alles nicht macht und abgesagt hat. Mm. Und das wird ja bei dir wird das tonnenweise Zeug sein. Ich habe mal eine Anfrage gehabt für Adam sucht Eva. Das ist geil, oder? Oh, ich hole hier richtig Insider raus, Mann. Oh, darf ich das überhaupt sagen? Für Adam sucht Eva? Ja, ey. Also so Promi-Special, wahrscheinlich hätte es das gegeben? Ey, das ist Wahnsinn, oder? Das ist, du weißt, dass du eigentlich nichts Böses machst. Das war RTL gewesen, oder? Ist das, ich weiß nicht, muss RTL gewesen sein. Das ist wahrscheinlich schade. Gib mal ein, Christoph, Adam sucht Eva. Doch, das habe ich mal gesehen mit dem einen GZSZ-Dude. Der ist dort, glaube ich, dabei gesehen. Du kannst ihn ja gar davon. Nein, ich kann mir das bitte mal... Nein, ich muss es dir nicht vorstellen, aber... Weißt, mir geht es ja gut und cool, eben, ich habe mich etablieren und so. Und jetzt stell dir vor, jetzt kommt so ein Einspieler, wie mit diesem Bötli nackt auf die Insel geht. Und das ist Luca Henni. Ja. Hallo! Scheisse. Vor allem... du kannst ihn ja gar nicht auspacken, weil er ist schon draussen. Er ist schon draussen. Du kannst einfach... Du kannst einfach nackt anbötelt. Oh. Wow. Aber da haben wir schnell einen Tag müssen holen nach dieser Anfrage. Ich konnte gar nicht damit umgehen. Ich dachte... Vor allem, was schreibst du jetzt so zurück? Vielen Dank für die Anfrage. Vielen Dank, haben sie an mich gedacht. Oder so. Das ja passt gerade nicht. Genau. Leider bin ich zeitlich gerade eingeplant. Wow. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt zurückgeschrieben haben. Auch schon. Ja, also vielen Dank, aber passt gerade nicht. Was ist das, RTL? RTL, ja. Ah, aber ich habe ja... Man blendet es nicht ein. Man blendet es nicht ein. Aber... Oh mein Gott. Ja, ist Wahnsinn. Ja, vor allem, weißt du, das ist so einer, du musst... Aber du, die probieren halt, gell? Ja, aber eben, das ist so einer, du musst ja eigentlich... Ich glaube, du musst... Du kannst keine Gage... Oh, Gage wäre sicher gut gewesen. Ja, aber kann nein, da kann keine Gage so... Nein. Überzeugen.
Nee, vor allem die Gage müsste so hoch sein, dass ich irgendwie ausgelebt habe. Noch dann. Also, yeah. Wenn man das ganz, wenn man das Moralische jetzt wegdenkt, dass yeah. ich einfach nicht, ich nicht nackt im Fernsehen sein. Yeah. Das ist meins. Nicht deins. Aber dann müsste die Gage, wenn schon, wenn das alles egal wäre. Yeah. Das Niveau ist ja dann so am Arsch, dass du einfach gar nichts mehr anderes kannst machen kannst. Dann müsste das Geld wie länger, bis du passioniert bist irgendwie. Aber das ist ja das Krasse bei all diesen Formaten wie Dschungelcamp und bei Adam Sucht Eva und so weiter und so fort. Ist ja eigentlich genau das. Oft gehen die das dann auch zu, sagen, hey, ich bin dir für die Schulden. Und das ist einfach das Letzte, was ich mache. Das ist jetzt einfach der geile Payday, wo mir irgendwie aus dem rausholt. Ja. Und du, ich sage auch immer, du, die Formate gibt es. Also ich bin jetzt nicht so, yeah, ich bin yeah. eh nicht so der Trash-Schauer. So. Yeah. Aber es gibt wahrscheinlich viele Leute, die das schauen. Ja, es gibt auch viel. Ja, was soll ich jetzt sagen? Du, eben nein, da gibt es auch Leute, die sollen doch das machen. Ich finde immer, es gibt Leute, die es weniger kaputt macht. Aber yeah. ich glaube, als Musiker wäre es schon sehr tragisch. Ja. Aber ich glaube, es hat dann noch nie ein Musiker mitgemacht. Aber vielleicht hättest du trotzdem deine Gitarre mitnehmen können. Ich muss einfach so leicht verdecken. So. Vielleicht hättest du gesagt, nein, nur eine Ukulele. Ja. Damit du nicht zu viel verdeckst, weißt ja. du? Du musst möglichst viel vom Körper sehen. Somewhere over the rainbow. Da, 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 da. So, da sind wir wieder. Und nach dem Luca Hani, jetzt der Folg. Die liegt mir sehr am Herzen, muss ich sagen. Ja? Der Benny Huckel, natürlich für mich absolute Legende, ich als FCB-Fan. Aber jetzt muss ich aber sagen, wo mir die Folge so am Herzen liegt. Weil es ist nicht ein Volk gesehen mit einfach du bist der geilste Fußballtalk, sondern es ist viel mehr um die Psychologie gegangen vom Ganzen. Viel mehr wie Menschen in Drucksituationen funktionieren, was verschiedene Sachen mit einem können machen und vor allem auch, wie zum Beispiel so eine Karriere von einem Fußballer nach der Karriere, wo ja meistens schon Mitte 30 fertig ist, irgendwie noch muss weitergehen. Das heisst, wirklich, auch wenn sich Menschen nicht für Fußball interessieren, die paar, die sich getraut haben, es trotzdem zu hören, haben mir super schöne Feedbacks gegeben und gesagt, ich hätte es nie gedacht, aber das ist unglaublich interessant gewesen. Und darum natürlich aus dem ein kleiner Highlight-Clip. Sag immer, Fußball oder Spitzensport ist das eigentlich auch Querschnitt durch Gesellschaft. Mhm. Weißt du, da hat es Schlaue dabei, da hat es Dumme dabei, da hat es alles dabei, oder? Und da passieren einfach wirklich durch das auch lustige Sachen oder auch Missverständnisse oder Trainer, die Ansprüche machen und dann fragen irgendwie. Also, ja, also ein Beispiel darf ich doch gerne erzählen. Oder? Ist einer gewesen, mit dem habe ich in Frankfurt zusammengespielt. Der hat dann erzählt von einer Krisensitzung, die sie hatten, nach einem Match. Weißt du, irgendwie ein schlechtes Spiel gewesen und nachher hat es eine richtige Kropflehre gegeben und auch mit Beschuldigungen und so. Und dann hat das der Trainer irgendwie müssen moderieren, weil die Mannschaft fast aufeinander los sei und so. Und irgendwann haben wir dann nach einer Stunde haben wir das wieder können, so ein bisschen beineln und so. Und dann hat er so gesagt, ja, ist jetzt alles gesagt oder möchte jetzt jemand noch etwas sagen? Und dann hat einer aufgeschreckt und gesagt, ja, ihn stört es, dass wenn jemand aufs WC geht, dass dann immer Spuren im WC sind. Das ist die große Frage. Vorher ist es um Sportliche ins Theater gegangen, oder? Weißt du, irgendwie, ja, da verteidige ich nicht gut und wieso verlieren wir immer, oder? Und dann ist nachher und gesagt, ja, im WC sind immer Spuren im WC. Weißt du, so Sachen, oder? Und wenn dir das jemand so erzählt, dann... Mensch, dann schon. Ja, oder dann denkst du, okay, jetzt ist meine Chance, jetzt bringe ich das auf dich. Ja. Es ist glaube ich, sogar mehr noch als ein Querschnitt durch die Gesellschaft, der Fußball, weil eben in einer Mannschaft ja auch noch verschiedene Kulturen zusammenkommen. Ja, ja. Und also zum Teil... eigentlich auch sehr lustige Sachen erlebt. Genau, zum Teil Menschen, also die, es gibt keinen Grund für die, an dem Ort auf der Welt sein, wenn sie nicht Fußball würden spielen. Das ist so, ja. Weißt? Und das tut sich ja dann auch nochmal vermischen. Also ich finde es ein wahnsinnig faszinierender Sport, wo das alles zusammenbringt. Weil es so ein grosser Mannschaftssport ist. Ja, genau. Aber du hast natürlich, ich habe mit Afrikanern gespielt, mit Südamerikanern, mit einem Süd- und einem Nordkoreaner gleichzeitig in der Mannschaft. Die Nordkoreaner, die haben nicht dürfen, in der Öffentlichkeit nicht dürfen zusammen schwänzen. Das ist die gleiche Sprache. Aber die haben nicht zusammen schwätzen. In der Kabine haben sie immer zusammen geschwätzt. Yeah. Außerhalb haben sie nie zusammen geschwätzt. Weil,
um einen Trainingsplatz ist auch immer so ein nordkoreanischer anderer Mensch rumgelaufen. Nein. Also, no shit. Beobachter, ich weiß es nicht. Und da ist immer dort, wir haben da immer gesehen, da ist immer so rumgelaufen und so. Also, Scheiße. Ja, da erlebt man schon spezielle Sachen. Geil ist auch, wenn irgendwie, es passiert jetzt zum Beispiel gerade in der Formel 1 wieder, weißt du, wenn irgendjemand aus Japan gerade erfolgreich ist oder schon nur eben der Sprung nebeneinander zusammen schafft, dann hast du irgendwie auf 12 Kameras konstant. Ja. Die Presse ist immer rum. Oder? Ja. Und bei euch ist zum Beispiel auch gesehen, weiss ich noch, wo die Ägypter gekommen sind. Das ja, genau. Ja. Presse auflauf bis zum geht nicht mehr, weil Ägypter in Europa spielt. Oder? Mhm. Wahnsinn. Absolut. Das ist so, so crazy. Ja, das ist schon so. Also das ist auch bei Japanern auch erlebt. Und ja, das ist schön auch im Fußball, dass es natürlich ein weltumspannender Sport ist. Oder? Und dass eigentlich die Regeln relativ simpel sind. So und muss ins Eckige, dass es auf dem Feld stattfindet. Ja. Also es braucht nicht viel Equipment, außer einen Platz, einen Goal und einen Ball. Oder? Und durch das ist wahrscheinlich der Sport auch so erfolgreich geworden, wie er ist. Plus eben an etwas dran kicken, das machen schon bei. Also sobald Kinder von verlaufen, probieren sie das eigentlich aus. Oder? Und durch das kann jeder sagen, ich habe irgendwann schon mal an einen Ball kickt. Definitiv, definitiv. Wir haben es vorhin vom psychologischen Aspekt gehabt. Bei dem Sport per se, vor allem wenn es so ein grosser Mannschaftssport ist, wird ja gern, eben, wie zum Beispiel, es wird ja dann trotzdem benotet. Es sind zwar 11 Spieler und mit einem Auswechsel und so hast du dann zum Teil 14 während dem Match. Zu kurz im Einsatz, um benotet zu werden. Ja, genau. Und am Schluss geht es ja darum, hat die Mannschaft gewonnen, hast du gesagt, oder? Es gibt die, die aber auch einfach wollen, geil spielen. Und was ich wahnsinnig spannend finde, ist der psychologische Aspekt, wo oft vergessen geworden wird. Einerseits, wie ist die Mannschaft aufgestellt, aber wie funktionierst du als einzelnes Glied in diesen 11 Menschen? Und du kannst dich irgendwie vielleicht motivieren und hörst irgendwie Musik vor und so. Und dann irgendwie, keine Ahnung, geht der erste Pass, kommt nicht an. Und dann kann das alles zusammenfallen. Und das passiert ja auch nicht, wenn du die erste Pointe verhaust. Eben, aber das ist, weil du dem psychologisch richtig eingestellt bist. Ich habe schon Menschen gesehen, wo, wenn sie die erste Pointe verhauen, zusammenfallen. Habe ich schon gesehen. Und das wird es im Fußball sicher auch geben. Ja. Aber ja, dann sind sie, also eben jetzt in deinem Bereich nehme ich an, entweder haben sie das können überwinden und haben dann ihre Karriere weitergeführt. Richtig. Oder sie sind an dem zerbrochen. Genau. Oder haben gesagt, irgendwie, das ist doch nicht das, was ich will und ich mache etwas anderes. Das ist im Fußball im Prinzip gleich. Also die dann das, also eben, dass das mal passiert, das, ja, das ist im Bereich vom Möglichen, aber was man dann daraus macht, ist der entscheidende Punkt. Ja. Also ob man dann dem extrem viel Gewicht gibt, der erste verpasste oder die ersten zwei verpassten Aktionen, ob man sagt, okay, das ist abgehakt, ich kann nur die nächste Aktion beeinflussen und nicht die letzte. Und, und ja, das hat schon, also das Mindset ist sicher entscheidend, wie man das angeht und bei uns sind so Mentaltrainer und so noch nicht so en vogue gewesen. Es hat dann erst so angefangen, als ich eigentlich meine Karriere beendet habe. Ein bisschen vorher hat es schon angefangen. Und ich glaube schon, dass es extrem wichtig ist, dass man sich auch so Sachen tut, vorausdenken. Yeah. Ich hatte das für mich, ich hatte meine eigene Strategie gehabt und gewisse haben mir sehr geholfen, bei gewissen hat ich auch Hilfe gebraucht. Ich habe mir zum Beispiel immer vorgestellt, wenn ich den Ball annehme und dann auch weiterspiele. Also ich habe mir das visualisiert. Yeah. Ich habe mir vorgestellt, okay, ich nehme ihn so an. Und nachher, wenn ich irgendein Video gesehen habe, habe ich es nochmal durchgedacht, wenn ich es besser machen konnte. Das ist so bildlich, habe ich mir das vorgestellt. Dann zum Beispiel vor dem Penalty-Schieß, das ist ja die höchste Drucksituation so im Fußball. Da habe ich mir immer, einerseits haben wir vorgenommen, wie ich schiessen will, haben wir es auch vorgestellt. Dann habe ich mir vorgestellt, wenn ich jubelnd abdrehe und zu meinen Kollegen renne. Und zu meiner Angstberuhigung habe ich immer gedacht, sie haben schon viel bessere Fußballer verschossen als ich. Und es ist nur ein Spiel, habe ich so ein bisschen versucht, mich so ein bisschen runterzukriegen. Oder? Und da hat dann ja, jeder so seine eigenen Strategien. Aber ich finde auch, da wird teilweise noch zu wenig Wert drauf gelegt, dass auch teilweise im Kollektiv zu besprechen, wie so unter einem Fußballmannschaft sind alles junge Männer, voller Testosteron, weißt du, da will man ja sich nicht so blöse gegenüber einem Mannschaftskollegen und so. Erst wenn man ein bisschen älter ist, kann man vielleicht auch über das reden. Und ich glaube, dort ist sicher noch viel Potenzial, um
ich glaube, insgesamt die Team-Performance hat zu verbessern. Benny Hogel, Benny Hogel, Benny Hogel, Benny Hogel, Benny Hogel. Das also der Clip mit Benny Hogel. Danach der Adi Stern. Und das ist für mich so ein bisschen eine Wundertüte gesehen, weil ich den Adi Stern nicht wirklich kennt. Und wenn man so einen Podcast anfängt, man fährt halt einfach mal an. Ja? Und es ist ein paar Minuten gegangen. Und auf einmal sind wir in einem Flow gesehen und haben über alles Mögliche miteinander geredet. Und darum hier ein kleiner Clip für euch. Ich mache in Baden zusammen mit dem Hendrix, dem Keyboarder vom Philipp Fankhauser, machen wir so ein Get-Together, wo wir immer zwei Musiker einladen, die so die wichtigsten Lieder von ihrem Leben bringen und die Geschichte dazu erzählen. Und dann ist es so gekommen, dass der Endo Anaconda, unser Gast war, Stiller Haas, und er wirklich einfach also nervös war und schlecht drauf und ist gestresst gewesen von uns. Wir sind in so einer Jam-Session, wir spielen Songs, machen vielleicht mal einen Fehler, aber so, es ist alles sehr spontan. Und, und dann ist es passiert, dass er, nachdem wir ihn beim ersten Song begleitet haben, er so vor Publikum gesagt hat, dass wir das jetzt mega schlecht gemacht haben. Das war nicht ein Witz gewesen. Und dann gemerkt so, okay, jetzt passiert etwas, das Gefühl, da bricht etwas, wo unerwartet. Und in der zweiten Hälfte ist er dann gegangen. Er hat dann wirklich gesagt, also was macht ihr da eigentlich? Spielt ihr eigentlich nur für euch? Oder er ist sich so wie nicht, er ist sich von uns nicht unterstützt bekommen. Yeah. Ich gegangen. Ist er aufgestanden und gegangen. Und dort ist das passiert, dass die Sicherheit seit langem wieder mal, die ist einfach weg gewesen. Wir sind da gehockt, das Publikum war schockiert gewesen. Niemand hat gewusst, wie reagieren. Und das ist so unerwartet. Du hast das Gefühl, das kann doch niemand wählen, das kann doch nicht passieren. Ich fühle mich eigentlich wahnsinnig sicher in dieser Live-Situation. Und dann haben wir so, wieso versucht zuerst dem Publikum erklären, was passiert ist, weil die sind nicht rausgekommen. Die haben den Song mega schön gefunden, der vorher war. Yeah. Und dann ist es so, ich bin mir vorgekommen, wie so ein Therapeut oder so. Also ich glaube, der Endo hat jetzt das, was wir gemacht haben, anders wahrgenommen. Ja. Und so, und dann irgendwie, und wir haben es dann auch geschafft, dass er dann nach langem dann nochmal zurückgekommen ist. Natürlich der triumphale Return. Also am gleichen Abend? Am gleichen Abend, es war mega hollywoodig dann. Ohne Seich. Schön und dramatisch und alles, aber das, wenn du jetzt eben so redest von dieser Sicherheit, die man so hat auf der Bühne, und dann kommt mir immer das in den Sinn, also der Moment, wo es einfach mal kurz Sicherheit, my ass. Vor allem, das sind so Momente, wo du wirklich aufs Herz in die Hose rutscht, also einfach du fühlst dich wieder wie in der Schule, wo irgendwie ertappt worden bist bei etwas oder so. Das ist wirklich einfach wieder genauso das Gefühl von Nacktheit. Aber was hat am Ende nicht gepasst? Am Ende hat es nicht gepasst, wie wir seine Songs gespielt haben. Ach so, ja. Yeah. Also er hat wirklich gefunden, wir haben Fehler gemacht, wir haben ihm keinen Platz gelassen. Und das ist halt alles passiert natürlich, weil, also wir haben dann gemerkt, das Format, das wir hier haben, mit diesen zwei Gästen, und die kommen am Nachmittag, wir üben schnell die Songs, und dann gehen wir zu Nacht essen, dann gehen wir auf die Bühne, und dann erzählen wir die Geschichte und spielen die Songs. Das ist nicht jedem gegeben. Also, yeah, yeah. Und er hat sich dort, glaube einfach völlig im Stich. Wahrscheinlich hat er sich so gefühlt, wie wir uns gefühlt haben, nachdem er gegangen ist. Also, ja, okay. Das ist, ich hatte es, glaube ich, schon mal in dem Podcast erzählt, aber der Chuck Berry hat ja immer sich Bands vor Ort buchen lassen. Also er hat nichts mehr zahlen, logischerweise, und er hat auf seine normale Gage gekriegt. Er ist nur mit seiner Gitarre im Handgepäck ist er dann dahin geflogen, und die haben oft alle Songs müssen können. Ja, ist krass, gell? Und In der einen Doku erzählt der Bruce Springsteen, bevor er der Bruce fucking Springsteen geworden ist, den alle kennen, hat er mal in einer von diesen Bands gespielt. Für den Chuck Berry. Und dort ist irgendwie gesehen, dass er dann wirklich oft so eine Sekunde, bevor es dort losgeht, sagt er, jetzt machen wir Too Much Monkey Business, aber
statt in D in F oder keine Ahnung was. Weißt, yes, dann musst du so fix sein. Und dann macht er 1, 2, 3, und dann ich so, was, jetzt? Okay. Ja, ja, das ist, glaube ich, noch heavy Stories, die er erlebt hat und auch geboten hat. Und ich habe das ganz krass gefunden. Ich habe immer das Gefühl, der Chuck Berry, das ist so ein Sound auch. Also er natürlich, aber auch wie seine Band gespielt hat. So irgendwo in der Schnittstelle zwischen Swing, wo man noch und nachher, wo Backbeat-Musik und der eine hat schon ein bisschen Swingy gespielt und der andere schon die Gräder. Und ich habe immer gemeint, das sei der Sound von dieser Band und das kann doch niemand nachmachen und so. Und dann habe ich gehört, der hat einfach in jeder Stadt irgendwelche andere Musiker geholt, die das dann gespielt haben und so. Hätte ihnen aber eben knallhart gesagt, wie sie was spielen müssen. Ja, aber das musst du dann auch. Also, das für mich, also, das ist etwas, wo du so als Band wachst. Aha, so, ja. Und das kann dann nicht einfach kommen, ja, wir machen dann den Mix so Swing und Grad, gell, du weißt und so. Er hat ja sogar den Keith Richards zusammengeschissen, dass er den einen Riff falsch spielt. Ja, genau, das habe ich auch in der einen Doku. Das ist aber in dieser Doku, dort erzählt er Bruce Springsteen das. Let's Get Loud, oder? Ja. Und irgendwann gibt es noch sie, ich glaube, was ist sein 60. Geburtstag oder so, wo dann Clapton und eben Keith Richards und was weiß ich, alle zusammenkommen für ihn. Und dort ist eben auch mal so eine Szene, wo er sagt, er sagt dem Keith Richards, wir spielen jetzt übrigens das Lied und wir spielen es in dieser Tonart. Und der Keith Richards immer auf der Bühne sagt, nein, das machen wir nicht. Aber so, fuck you. Yes. Endlich. Und das hat er dann aber lustig gefunden. Ja. So, okay, dann machen wir es halt nicht. Viel grossartig. Ist sich gewohnt gewesen, dass er einfach so den Tarif durchgeben kann, aber es braucht nicht viel, dann ist er ganz. Aber du hast eigentlich so also wahrscheinlich jammend angefangen mit der Kanti-Band, oder? Ich habe mit der Kanti-Band angefangen, also ja, das ist so die erste Band, wo wir gefunden haben, wir machen eigene Songs. Ja. Und das ist lustig, was man sich denn so alles vornimmt. Wir haben gesagt, wir spielen sicher keine langsamen Lieder. Und jeder hat ein Lieblingslied bestimmen. Der eine hat Living Color genommen, der andere etwas von Supertramp, der andere etwas vom Sting. Aha. Und dann haben wir diese Songs geübt und das war dann so unser Mischmasch gewesen. Und irgendwie sind dann eigene Songs dabei entstanden. Noch schnell, was ist dein Lied gewesen? Mein Lied ist... Ich mag mich nicht mehr erinnern. Ohne Sache. Die drei mag ich mich jetzt erinnern. Voll nicht. Wirklich? Egal. Und dann haben die Songs, also wo die gewählt haben, die haben die geübt? Die haben wir dann geübt. Das war so unsere so Basis von unserem Sound. Ein Mix aus Living Color, Supertramp und Sting. Ja, klingt gut. Ja, gell, das wäre noch cool. und so haben wir dann, und wir haben nicht gewusst, wie man Songs schreibt, auch nicht, wie man Texte macht. Und das ist alles noch weit weg gewesen. Ich weiss noch, wo der Drummer dann, wo Pat dann doch noch die erste Platte rausgegeben hat, dann ist der Drummer mit der in den Übungsraum gekommen und hat gesagt, hey Jungs, wir müssen Schweizerdeutsch singen. Mhm. Ich so, wäh, sicher nicht. Ich habe es ganz schrecklich gefunden. Ich war natürlich voll fixiert auf englischsprachige Musik und aufs Gitarre spielen. Und ich habe irgendwie auch jetzt, noch Jahre später, das Gefühl, der Drummer, der Thomas, der hat viel mehr gecheckt als wir alle. Wobei das sind ja, also merke ich jetzt im deutschen Raum sind sie ja immer so, dort hat es ja sogar mal geheißen, neue deutsche Welle. Und das sind ja effektiv immer so Wellen, oder? Es ist oft, jetzt gerade ist wieder so eine, wo oft alle Deutsch singen. Und ich habe das Gefühl, aber irgendwann dreht das wieder. Irgendwann geht es wieder ein bisschen weg. Man hat es auch in Mundart gemerkt. Es ist nicht immer einfach klar gewesen, ab jetzt macht man Schweizer Musiker Mundart. Es ist dann auch plötzlich wieder, so wenn ich jetzt denke, der James Grunz oder 77 Bombay Street. Und so, es ist dann plötzlich so sind die Jungs und Mädels gekommen, die gefunden haben, boah, Schweizerdeutsch, also wo auch viel internationaler denken. Das ist absurd. Wie kannst du auf die Idee kommen, in so einem kleinen Land, wo sprachlich noch kleiner gemacht ist, nur weil für die Gruppe von Menschen singen? Das geht doch nicht. Also, und dort habe ich auch mal das Gefühl gehabt, vielleicht ist das jetzt wie auch ein Trend gewesen, der jetzt wieder vorbei ist. Und dann kommt es wieder. Zurück im Studio nach dem Adi Stern und dann haben wir den Nico Arn gehabt. Der Nico, muss ich dazu sagen, da bin ich jetzt gerade geschaut, bis im allerersten Tryout. Das hat wahnsinnig Spass gemacht und
das schließt jetzt ein bisschen den Kreis, muss ich sagen. Weil, was haben wir gemacht? Ende Mai haben wir in dem Podcast noch darüber geredet, dass der Nico nach weiss nicht wie vielen Jahren auf der Bühne endlich soll ein Solo-Programm machen. Und das haben wir dort ja schon ein paar Jahre gesagt. Und darum sehe ich es jetzt als mein alleiniger Verdienst, dass er endlich ein Solo-Programm rausbringt. Er hat nichts dafür gemacht. Nein, sondern es ist mehr mein Wunsch gewesen, als Fan, dass er das macht. Und es ist so schön gewesen, dass das jetzt zu sehen. Zusammen mit ganz wenigen anderen Leuten habe ich dürfen, sie allererst Triad schauen. An dieser Stelle noch kleine Hinweis auf seinen Support-Act, der Sascha Schnellmann, wo mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich die zwei, drei Mal, wo ich gesehen habe, immer tolle Gespräche gehabt mit ihm und das Gefühl hatte, dass das auch ein wirklich, wirklich guter Komiker wird, abgesehen davon, dass er es auch schon ist für die paar Minuten, die ich bis jetzt gesehen habe. Und der Nico Arn, der hat ein bisschen Lebenswandel gemacht, sensationell. Hat mir in diesem Podcast erzählt, dass er nicht mehr trinkt. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber auch sehr gefreut. So. Und wirklich auch eine lustige Folge. Könnt ihr gerne reinhören. Jetzt einen kleinen Ausschnitt davon. Vielleicht hat es mal erzählt, wir haben mal irgendwo im Baden. Also, es ist so wie eine kleinere Künstlerkolonie oder so. Und dort haben wir auch Mixed-Shows gemacht. Ja. Yeah. Und dort waren alle zugekifft bis oben hin. Oh. Aber wirklich. Das ist auch ein spezielles Publikum. Es ist ein hoher Scheiß, um für dich zu performen, weil dann machst du einen Witz. Ein und und sie hat es auch lustig gefunden, einfach in ihrem eigenen Tempo. Yeah. Und es hat jedes Mal so, es war wirklich wie in Sand zickeln. Weißt du, es war sehr mühsam. Und auch der, der das Ganze leistet, nur ein cooler Sieg, aber halt auch ein riesen Hans da schon vorne dran, kommt auf die Bühne, weißt du, hat es gestolpert. Mit dem Teil. Und nachher hat er angefangen zu erzählen, also hat er eigentlich uns noch schnell wollen ankündigen. Ja. Er hat dann aber irgendwie innerhalb von ein, zwei Minuten hat er vergessen, offensichtlich, dass wir auch noch da sind. Und hat erzählt. Und dann ist noch an zur Tür reingekommen und sagt, ja sicher, komm, sie hat noch zu essen. Und wir sind dahinter gewesen. Es war auch recht speziell gewesen, aber ja. Und es sind auch alles so Sessel gewesen, weißt du, nicht Stühle. Ja klar, also, je entspannter, desto mehr. Ja, hast du wirklich gewöhnt im Wohnzimmer von jemandem auftritt. Ja, genau, ja. Boah. Ich weiss noch, wo wir mal in einem Dance-In sind wir auftreten. Bist du nicht mal gesehen? Ja, du hast irgendwie, ich glaube eben Sepp. Ja, das haben wir Charlie, gemacht. Die 16 und Charlie ja. Und ich. Ah, nein, ja genau, das war am Torgi gewesen, glaube ich. Dance-In oder Dancing. Aber dort hat es Leute gehabt, ja. Aber das Geile ist gesehen, du hast gemerkt, so, ich glaube eine halbe Stunde haben sie es voll easy gefunden. Ja, danach sind sie ein bisschen unruhig geworden und haben ein bisschen zugelassen. Und dann hast du gemerkt, warum. Mhm. Weil ab der Sekunde, wo du gesagt hast, die Show ist fertig, ist irgendwie das Licht angegangen, die Stiele sind weggeräumt worden und der erste Pitbull-Song ist gelaufen. Du hast einfach so Barley 50 aufwärts gehabt, wo dann sehr schnell einfach zusammen Disco Fox tanzen. Ja, genau. Das ist so fucking absurd. Stimmt, ja. So, die haben, glaube ich, jedes Wochenende hast du dort eben Dance-In. Ja, oder, und das Gefühl, machen mal eine Comedy-Folge. Mit Standard-Dance und was weiß ich. Aber zu aktuellen Hits. Das ist richtig geil gesehen. Da läuft eben so Usher. Baby tonight! Sind sie so voll am Umschwingen. Ich sag das, wenn du Hochzeiten spielst, lernst du Disco Fox, dann kann man scheinbar zu allem. Das Beste war Angels von Robbie Williams. Disco Fox. All enough for me. Vollgas. Das ist wirklich geil. Das Einzige, was ich vermisse, wenn ich nicht mehr Hochzeit spiele, ist die Leute zu schauen und tanzen. Ja. Das ist total wie Nahkampf. Hast du die Disco-Foxer mit den Schweißflecken da unten? Ja, genau. Wirbel und Zeug. Die sind auch lustig. Und weißt du, das Herzigste, was ich immer wieder gesehen habe, ist eine Perle, die überhaupt nicht tanzen kann. Ja. Also weder Rhythmus noch Ding, wo einfach ein Partner, aber zusammen. Sie sind zusammen so schlecht. Ja, das ist ja wieder schön. Und beieinander. Eben, neben dem Song, neben allem, aber dann richtig, du merkst, die machen das schon 50 Jahre lang, also jetzt immer. Und so richtig Harmonie. Es ist zum Teil auch schön zum Schauen, ja. Ich bin der absolute Hochzeitstänzer. Schon? Ja. Da spüre ich mich schon. Standards nicht. Und. Nein, bin nicht allein. Einfach. Ja. Wenn dann die grossen Hits kommen, dann spüre ich mich nicht mehr. Okay. Ich glaube, bei der letzten Hochzeit, die ich gesehen habe, hat irgendwann der Vater von der Brut hat dann mich angeführt. Also. Dann bin ich so, hey, oh, love me! Und ich habe so abgestrampelt. Wow, nein.
Nein, ich bin wohl content. So, wenn ich tanze, sieht aus, wenn er den Schlauch loslässt. Nein, das ist wirklich nicht. Aber das ist ein Dance-Move, den ich gerne mache. Die aufblasbaren Auto-Sales-Ding. Ja, genau, das ist ein guter Dance-Move. Der Charlie und seine Freundin haben mir das mal geschenkt, als so ein kleines Figürli. Ach so. So geil. Ja. Ja, aber ich schaue gerne. Hast du Singing in the Rain mal gesehen, Film? Ja, aber lange her. Ja, lange. Ja. Also ja, aber dort, was vor Tanzen schwul geworden ist von Männern, weißt du? So. Das heißt, die waren Dinge. Aber ja. Selbst brutal, was die sich dort gemacht haben. Weißt du, Gene Kelly und so. Ja. Das ist Fred Astaire. Ja, eben. Es sind unglaubliche Choreografien auch. Und es ist noch geil zum Schauen. Wenn man das kann. Aber das stimmt. Der Floss da. Ja. Weißt du so, das war in dieser Zeit am Anfang vom Kind, wo man ja um 3 Uhr morgens aufstehen musste und kochen. Yeah. Und die sind immer unter Dampfabzug gelegt, das Kind. Weißt du, auf den Herd. Ja. Yeah. Weil das monotone Geräusch, oder? Ich wusste, es funktioniert bei mir, wenn ich nicht schlafen kann. Oder? Das ist noch von der frühen, von der wilden Zeiten. Soll einer mal sagen, das bringt nichts. Nein, und dann haben das Kind immer dort und das Fläschchen gemacht halt. Und dann, weißt du, im YouTube, dann, weißt du, wenn du warten bist, und dann kannst du immer so down the rabbit hole, wie man sagt. Ja, klar. Im YouTube, wie noch auf anderes Zeug. Und dann dachte ich, das sieht noch cool aus. Ich hätte es fast können. Ich muss der Floss? Üben. Der Floss, ich muss ihn mal noch üben, ja. Ich habe irgendwie so einen. Der Floss kann ich. So eine nette Familie, die den Floss beibringen. Und ich bin dort gestanden. So, wir sind zurück in unserem kleinen Jahresrückblick vom Feelgood Podcast, falls ihr noch loset und schaut und nicht mehr wisst, wo wir sind. Und wir kommen jetzt schon in Juni rein. Das heisst, wir sind jetzt langsam aber sicher am Ende von dieser Folge. Weil der Juni, muss ich sagen, der hat auch nur aus 2 Folgen bestanden mit Gast. Das ist wieder so ein bisschen so eine. Ein bisschen Low Time gesehen, sag ich jetzt mal. Klassisch, weil der Sommer kommt und irgendwie viel sind weg und dann gibt es wieder Umdisponierungen und es ist ja dort, so im Juni ist ja dann alles wieder auf einmal offen gesehen und die Leute haben gemerkt, sie gehen jetzt doch noch in die Ferien und es ist viel passiert. Aber es hat trotzdem gelangt, dass der Dabu gekommen ist und der Dabu ist ja auch absoluter Lieblingsmensch von mir. Eine von der allerersten Folgen haben wir ihn schon gehabt. Und dann wieder, und das ist so, ja, also die Folge, die habe ich jetzt sehr gern nochmal gelost. Hat alles drin gehabt, was es braucht und einfach schön gesehen. Ich kann es nicht anders sagen. Da ein Highlight. Obwohl ich von dir gehört habe, du hättest wahnsinnig viele Songs geschrieben während der Pandemie. Stimmt, ja. Das hat mir der Baschi jedes Mal leicht mit knirschenden Zähnen gesagt. Jedes Mal, wenn ich mit ihm schwätze, ja, weißt du, ich bin halt nicht der Dabu, der irgendwie 100 Songs schreibt während einer Pandemie. Alter, ich habe keinen Song geschrieben. Alter, kein einziger. Scheiße. Ich bin halt nicht der Dabu, gell? Ja. Ja, jetzt, aber... Hat es dich wirklich quasi animiert, um das zu machen? Oder hast du das einfach mehr als Übung für dich gemacht, eben zum finden, ich muss ja noch irgendetwas machen? Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich mache mich Sachen gar nicht so fest begründet, wenn ich sie nachher erzähle, dass sie gewesen sind. Yeah, wenn ich ganz ehrlich bin, es sind einfach, unsere Tour ist gecancelt worden, nach den ersten 3 Shows, wegen Pandemie. Und ich habe wie gesagt, okay, dann heisst das für mich jetzt, ich gehe allein in meine Wohnung-Atelier und bin dort allein für ein Zeitchen. Was mache ich, damit mir die Decke nicht auf den Kopf geht? Ja. Die Decke ist eh schon recht nieder. Ja. Was mache ich, dass sie mir nicht auf den Kopf geht? Ich schreibe einfach jeden Tag einen Song, bis es wieder besser wird. Mhm. Wir haben ja alle gemeint, nach 2 Monaten ist der Spass vorbei. Und haben mir aber auch gesagt, so religiös bin ich erzogen, am Sonntag habe ich frei. Mhm. Und haben es bis Nummer 5 annummeriert und haben auch Videos gemacht. Lustigerweise, beim Einsingen jeweils von dem Demo. Und dann bis Nummer 65 gemacht und dann habe ich aufgehört. Und habe sehr viel Scheiß geschrieben auch. Also, definier Scheiß. Zum Beispiel, ich bin Herd hinter dem Herd, ich bin Cooking. Steh den ganzen Tag in der Küche. Schau den ganzen Tag in deinen Ausschnitt.
So, zum Beispiel, wenn ich so im Kochen war, yeah, und so ein Trap-Beat gelaufen, und ich stehe den ganzen Tag in der Küche. Bis jetzt gefällt es mir. Und der Aaron, unser Tourmanager, hat es hart abgeführt, das Demo zum Beispiel. Aber bei allen anderen war es so, ja, ist jetzt nicht das Geilste, was du je gemacht hast. Aber ja, ich meine, es ist hure schön, für mich eine mega schöne Erfahrung war, mhm, kann ich jedem schreibenden Menschen empfehlen, was du ja auch bist, und du hast ja das ja schon ein bisschen erlebt, einfach müssen, regelmäßig schreiben. Mhm. Und auch nicht keinen Qualitätsmaßstab haben. Ich habe nicht gewusst, ich schreibe ein neues Album. Ich habe nicht gewusst, ich schreibe ein neues Programm. Nichts. Yeah, yeah. Sondern es war einfach, ich gehe nicht ins Bett, bis ich nicht ein Lied geschrieben habe. Und das Lied ist nicht fertig. Das heisst, vielleicht eine Strophe und ein Refrain und auf dem Beat, sodass man es hören kann, schnell aufgenommen. Mhm. Und was ich festgestellt habe, ist, weil ich mir getraut habe, zum Scheiß schreiben, bin ich komplett unverkrampft worden, mhm, in dem ganzen Ansatz, und bin sehr gut geworden in kurzer Zeit. Also ich bin am Schluss von diesen 65 Tagen wirklich der bessere Songwriter gewesen als vorher. Fix. 100%? Ja. Jetzt wäre ich wahrscheinlich wieder gleich schlecht wie am Anfang, aber die Übung, es ist wie, ich habe das Training gehabt, yeah, ich bin mega Ding gewesen. Yeah. Und das ist noch eine geile Erfahrung für mich, um keine Angst mehr haben vor Schreibblockaden. Mhm. Weil ich wie die Methode, glaube ich, habe für mich, wenn ich daraus rauskomme. Ja. Jetzt. Ja. Also nicht, ich habe keine gehabt, aber ich glaube, mit dieser Methode käme ich gut daraus raus, einfach zu sagen, hey, ich mache es jetzt einfach jeden Tag. Das könntest du ja auch länger machen. Du könntest ja sagen, ich mache es 3 Monate jeden Tag. Du kannst es einfach immer machen. Jerry Seinfeld schreibt anscheinend jeden Morgen 2 Stunden. Ja. Du kannst es auch immer machen. Wie in allem, wo man viel macht, wird man einfach unfassbar gut mit der Zeit. Yeah. Also wir sind so die Wörter, ich beschäftige mich gerne lange mit Wörtern, und wir sind die so zugeflogen mit der Zeit. Wörter, die ich sonst nicht brauche in meinen Liedern und Sachen. Es ist wie so, es hat sich irgendwie, es hat sich neu angefangen zu bewegen. Das Bewusstsein hat sich auch verstärken. Ja. Ja. Und ja. Die spannende Frage finde ich immer, was machst du jetzt mit denen 65? Wie, wenn du sagst, nicht nur Gutes dabei. Ich frage mich immer, wo in der Kunst soll man selber zensieren? Weißt du, was kommt raus, was kommt nicht raus? Was ist hörbar? Wie ist es hörbar? Wie ist es sichtbar? Erlebbar? Und ich denke immer so, also ich bin natürlich Opfer von dem, weil ich schon 5 Programme gemacht habe. Ich habe das Gefühl, lieber zu viel rauslassen als zu wenig. Mhm. Weil das Werk hat eh nicht so eine Bedeutung auf einer globalen Skala. Mhm. Sondern, also vor allem heutzutage irgendwie. Und ich denke dann auch, gell, dann gehe ich irgendwie, frage mich nicht, eine Picasso-Ausstellung schauen, von der blauen und der roten Periode. Für mich alles Dreck. Hat jetzt nichts mit dem zu tun, wo irgendwie mir könnte gefallen an Picasso. Aber spannend zum sehen. Die Frage wäre jetzt, hat er es selber released? Oder ist es nach seinem Tod released worden? Das müssen wir jetzt ja wie noch wissen. Ist released worden? Das ist geil, wenn einer von den größten Maler ever released. Er hat ein paar Bilder gedroppt. auf der Art Market. Nein, hat er. Und erstaunlicherweise kein einziges verkauft. Ja, weil eben, also es ist logisch, wie es ein sehr depressiver Scheiß gewesen und so, und das hätte jetzt einfach niemand daheim umhängen wollen. Hat jetzt aber eine wahnsinnige Bedeutung. Natürlich wird es dann ausgeschlachtet. Irgendwie, ich habe mich recht gestört, aber irgendwie der Wand, wo so drauf gestanden ist. Er hat mittlerweile Bilder im Wert von, ich weiß doch auch nicht mehr, was, wie viele Millionen, Milliarden, umgesetzt, ja, also seine Bilder haben so und so viel Wert umgesetzt und das und in so und so vielen Museen. Mhm. Aber logischerweise, es ist halt auf das Sensationalismus, wie nennt man das? Ja. Egal. Aber das finde ich zum Kotzen. Also das ist wie in dieser Doku über Spotify, wo ja fast alle Menschen geschaut haben, offensichtlich, wird mir viel darauf angesprochen. Ja, ich nicht. So eine Art Doku, wo am Schluss ein Typ sagt, für mich der entscheidende Satz sagt, es kann doch nicht sein, dass Zahlen das Einzige sind, wo uns noch bleiben, zum Qualität von Kunst beurteilen. Mhm. Und das finde ich einen wunderschönen Satz, weil es einfach so ist, fuck, scheiß auf Zahlen. Yeah. Also scheiß, eben, ich meine, wir haben eine neue Single rausgegeben, wenn es mir wieder gut geht, kannst in Echtzeit, die erste Woche, in Echtzeit live
Spotify schauen, wie viele Leute das hören. Sagt das etwas aus über die Bedeutung des Songs? Nein. Wirklich nicht. Yeah. Es sagt gar nichts aus. Oder? Yeah. Natürlich, wenn du langfristig höhere Zahlen hast, heisst das, dass das viele Leute interessiert oder in eine Playlist gekommen ist. Aber das, also Qualität, eben, ich meine, die Werke, wo ich dann irgendwie die Uffizien in Florenz kann anschauen von diesen Künstlern, die gemalt worden sind, die sind ja, die Künstler sind meistens von Mäzenen irgendwie supported gewesen und die haben das ja gemacht, die haben das nicht mal müssen verkaufen und es hat trotzdem für mich eine Faszination und für mich ich bin sicher, das Da Vinci-Bild würde dich und mich, wenn wir es von Nähem anschauen, faszinieren, egal ob es Millionen wert wäre oder nicht. Einfach weil es etwas mit einem macht. Und ich finde, das muss die viel stärkere Bewertung sein, bleiben von Kunst. Was macht es mit dir? Absolut. Nicht, wie viele Tickets hast du verkauft, sondern was macht es mit den Leuten? Was löst in den Leuten aus? Was passiert mit den Leuten? Wie das andere ist einfach, das macht uns am Schluss, machen uns die ganzen Algorithmen, die das für uns steuern, machen uns selber zu Robotern am Schluss. Wo gehen wir schauen, wie viele Klicks hat jemand anders auf dem Song? Der Sido postet jede Woche, dass er den meistgestreamten Rapper in Deutschland. Fick dich, ist mir scheißegal. Ist mir doch scheißegal. Ich finde einfach, die neue Sound finde ich einfach Schrott. Das berührt mich nicht. Yeah. Weißt du? Yeah. Wenn du der meistgestreamte Rapper bist, okay, aber es berührt mich nicht. Und ich finde, das darf eben darum, das innere Picasso-Ausstellung steht, wie viel Wert seine Bilder haben. Ich meine, das ist absurd. Wir sind fast am Ende von dieser Folge. Wir haben nur noch ein Highlight-Clip. Und zwar 25. Juni Jane Mumford. Und Jane Mumford habe ich schon lange bewundert und immer wieder mal kurze, gute Gespräche mit ihr. Aber dort habe ich dann gemerkt, wirklich unglaublich lustig und unglaublich schnell und sehr, sehr, sehr witzige Folge. Und da jetzt so zum Abschluss von dieser Highlight-Folge der letzte Clip mit der Jane Mumford. Wir machen sehr gerne eine kleine Kaffeepause. Wir können abwechseln. Du kannst gehen, dann mache ich Pausenmusik, dann kommst du zurück und ich gehe und es macht Pausenmusik. Also wir können einfach eine Pause machen, wo wir schneiden oder wir bleiben on. Wie machen wir das, wenn wir on bleiben? Wir können mal on bleiben und immer noch schneiden. Okay, das ist eben pragmatisch. Lösung. Das ist super. Sensationell. Also, möchtest du noch einen Kaffee? Ja, so einen kleinen Espresso und ein Gläschen Prosecco. Das wäre doch super. Aber soll ich jetzt mitkommen? Das ist jetzt voll. Das ist jetzt die Frage. Ich könnte dir sonst ein bisschen von meiner Karriere erzählen, während du mir einen Kaffee machst. Sehr gut. Ein Kurzabriss. Wo ist die Prosecco? Der ist im Kühlschrank. Also. Wo ist der Prosecco? Christoph, ja. Du und ich. Erzähl. Also, hört jetzt mal zu. Es ist lustig, dass wir jetzt gerade hier aufnehmen, in der Nähe von der Brauerstrasse, sind nämlich meine Eltern hergezogen, als ich noch ganz klein war. Sie haben dort nicht gecheckt, dass sie eigentlich in ein Buff eingezogen sind. Haben es dann aber gemerkt, wo nur Frauen in sehr, sehr schönen Kleidern im Gang nicht nur in- und ausgegangen sind, sondern auch einfach gestanden und gewartet. Wahrscheinlich so geschaut, wie mein Vater es rauskommt und reingeht und sich gefragt, ja, wird das jetzt noch etwas oder nicht. Und darum ist das Quartier, glaube ich, wirklich dort, wo ich als einjähriges Baby sozialisiert worden bin. Erklärt einiges, könnte man sagen. Dann bin ich in die Schule gegangen. Dann bin ich ins Gymnasium gegangen. Und dort habe ich nur noch gezeichnet, 5 Jahre lang. Und dann bin ich in die Kunstschule gegangen und habe gemeint, ich will an die Art Basel. An die Art Basel, Joel, habe ich gemeint, will ich gehen. Was für eine Art Basel? Ich habe gemeint, ich will Künstlerin werden und zur Art Basel gehen. Oh. Und dort in die Zeit gekommen, weil ich meine Brüste zeige. Nein, die Frau regt mich so auf. Sorry, Entschuldigung, das ist ein anderes Thema. Sollen wir machen, was man will. Und dann habe ich aber gemerkt, dass moderne Kunst ein Bullshit ist für mich in dem Kontext. Sorry, Gerrit Riedfeld Akademie, aber so das Propedeutikum hat mir echt den Rest gegeben. Und habe dann gemerkt, dass ich Trickfilm machen will. Dann habe ich Trickfilm gemacht. Dann wollte ich lustige Trickfilme machen. Und dann wollte ich eine Serie für das SRF entwickeln. Und habe, oh nein, nimmst du keine? Ich habe richtig viel zu tun. Was ist das Gefühl, ich mache? Meinst du, ich liege rum? Ich habe etwa 3 verschiedene Jobs. Du
erzählen? Ich muss voll mit Physio nachher. ja, machen Sie, ist super. Genau, und dann wollte ich für das SRF, Shoutout das SRF, geile Sache, will ich eine Serie machen über Socken, die zu Nacht lustige Sachen machen, wenn man sie nicht sieht. Christoph weiß, was ich rede. Er nickt, er trägt Socken. Ich habe mich informiert, ich habe recherchiert, ich weiß. Christoph hat sich informiert. Was für Socken trägst du gerade? Schwarze, immer schwarze. Ja. Classic. Ich die mega dumme so Strumpfsöckchen, die man so im Sommer anzieht, wenn man eine Frau ist. Aber für den Film hast du, glaube ich, blaue Socken genommen, gell? Das ist ein Grund. Das sind nicht meine Beine. Aha. Das ist jemand mit, also ich finde, meine Beine sind ganz okay, aber meine Mitbewohnerin hat einfach Beine aus einem anderen Planet. Die sehen aus, wie wenn man sie gefotoshoppt hat. Darum habe ich ihre Beine genommen, auch vor allem, weil ich an der Kamera sein wollte. Control Freak! Und dann haben meine Dozenten das aber gar nicht lustig gefunden. Gut, zu dieser Zeit muss man sagen, es war kein Film über Socken gewesen, sondern ich wollte mit Socken Handpuppen eine Comedy machen. Und ich glaube, das war für einen Trickfilmstudiengang dann doch so ein bisschen unterste Schublade gewesen. Wie so, nein, alle meinen, wir machen das und jetzt machst du etwas genau so herauf. Du weißt, wie es ist, Christoph. Und dann nachher habe ich aus lauter Frust angefangen, Comedy machen. Weil ich meine Masterthesis geschrieben habe über kathartischen Humor, über Sachen, wo man, wenn man lacht und eigentlich gar nicht lachen will, so wie es bei mir manchmal mit dem Rob Spence passiert. und dann bin ich mit dem Carpi ins Theater am Hechtplatz an Bösen Mäntig und habe gefunden, so einen Scheiß kann ich jetzt aber auch. Einfach so mit einer Catwoman-Maske vor einem Piano rumgehen und irgendetwas Staubes singen, bis die Leute lachen oder mich hassen. Das schafft man. Im Notfall können sie einem immer noch hassen, es ist immer noch eine Reaktion. Das weiss jeder Fünfjährige. Und dann nachher haben wir ein Wett miteinander abgeschlossen, dass wir in einem Monat wieder an Bösen Mäntig gehen und beide etwas vorbereitet haben. Und der Carpi hat dann zu einer relaxing, yes, Mutzi. Ein bisschen Prosecco. Ein bisschen, einfach zum Anstoßen. Ja. Das sagt jede Alkoholikerin. Ja, das ist nur zum Anstoßen. Alkoholfreier Prosecco, was zum Anstoßen. Genau, ein alkoholfreier Prosecco zum Anstoßen. Also jetzt hätte ich aber auch so viel wie du genommen. Jetzt hat er viel mehr als ich geschenkt. Das stimmt doch gar nicht. Cheers. Die Leute wissen es nicht. Meinst du, jemand schaut da zu? Wie viele Leute schauen damals den YouTube? Hey, kommt jetzt darauf an, wer zu Gast ist. Well, in that case, auf die Art Basel. Slash. So, da sind wir nochmal im Studio. Letztes Mal für die Folge. Das war Jane Mumford gewesen, zum Schluss. Und wir sind jetzt wahrscheinlich bei 17 Stunden 35, wo wir jetzt durchgewälzt haben. Ich habe noch nicht ausgerechnet, wie viele Stunden das jetzt effektiv gesehen wären. Alle Folgen nochmal. Aber ich habe so ein bisschen Ahnung aufgrund von den Spotify-Jahreslisten, wo ja sehr viele Menschen, vielen Dank, mich irgendwie getaggt haben, postet haben, weil wir in der Top 5 sind, zum Teil sogar der Top-Podcast Number 1. Und ich glaube, was habe ich gesehen? Das eine ist, glaube ich, irgendwie 13.000 Minuten. Boah. Ja. Könnte man das umrechnen in Stunden. Und also es ist auf jeden Fall unglaublich, wie viele Menschen schauen, hören. Und es ist auch unglaublich, wie viele Stunden mittelmäßige Sachen wir hier raus haben. Meinst du Quantität von Qualität? Nein, kann man nicht sagen. Ja, aber das Internet ist ja schon ein bisschen so, also ich weiß jetzt nicht, wie fest es in diesem Podcast ist, aber das Internet ist ja schon so ein bisschen Müllhalde, oder? Weil du kannst ja wirklich, wenn ich überlege, wie viel Gigabyte das ist, was da umgewälzt wird die ganze Zeit. Ich meine, wir machen ja nicht einmal so viel, oder? Und das geht alles nicht mehr an, das muss alles nicht mehr gespeichert werden. Und ich denke immer so, das Internet ist so wie das Meer, wo oft immer mehr Plastik reinkommt. Und das ist oft dann für immer dort. Ja. Aber das ist jetzt wahrscheinlich so, wie nachtlich ist das jetzt ein absolut scheiß Schluss. Was ist das jetzt für eine Message zum Schluss? Wir verschrotten das Internet. Wir rühren alles ins Meer, oder? Ja, nein. Nein, aber auf jeden Fall, wirklich, vielen Dank allen Menschen, die zuschauen und zuhören und uns in irgendwelche Jahrestop-Listen machen. Wenn es euch gefällt, gebt gerne ein paar Sternli, ja, zum Beispiel auf Apple Podcasts 5, auf Spotify Kunstball. Ja, man kann jetzt, also es funktioniert auf dem Handy schon, habe ich gesehen, dass ist man kann allgemein für den Podcast bewerten.
Also, hey. Also man kann gerade sofort 5 Sterne geben. Bewertet das Ding in Himmel. Da ist es tatsächlich. Hey, das hat schon auf Spotify, ich weiß nicht, wie lange man das schon machen kann, das hat 34 Bewertungen, wir sind bei einem 4,7. Jetzt vorgestern, glaube ich, gibt es das. Jetzt gebe ich mir selber noch eine 5. Bam. Und wir sind immer noch bei 4,7. Das heisst, wir sind auf Spotify 1 besser als auf Apple. Das ist ja Wahnsinn. Auf Apple sind wir bei 4,6. Ist jetzt die Qualität besser auf Spotify? Oder sind die Leute grosszügig auf Spotify? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, gern bewerten. Am besten natürlich mit 5 Sternen auf YouTube abonnieren. Am besten noch eine Glocke dranhängen, damit ihr auch nicht verpasst, wenn etwas Neues kommt. Habe ich gelernt. Bei den anderen YouTube-Clips, die ich schaue. Das ist doch jetzt wieder weihnachtlich. Ein Glöckli anhängen. Jawohl! So haben wir den Kreis geschlossen. Danke vielmals, Christoph. Das ist die erste Highlight-Folge. Und wir hören uns unter der Woche kurz natürlich. Und dann zum 31. mit Best-of vom zweiten halben Jahr. Peace, bis dann. Thank you.